So. Okay, Chat, dann machen wir jetzt das hier und das hier. Wir spielen Games, Movies und sonst gar nichts. Wisst ihr noch, als Matteo für Geld eine alte Wurst von der Baustelle an der Straße gegessen hat? Die Wurst war nicht besonders alt und es war vom Bordstein. Es war keine Haltestelle oder es war keine Baustelle, sorry. So, also Chat, wir spielen Games und Movies. Ich starte, machen wir mal hier die Cam hoch. So, wir ziehen jetzt hier rüber. Spielt nicht mit, wenn ihr nicht wisst, was es hier bedeutet. So, der Film behandelt für einen kurzen Moment die Chaostheorie. Ist mit einem Wissenschaftler. Ja. Gut. So, gewonnen hat Shadui, dann ab zur Strafe. So. Nee, das wird doch wieder eine Scheißrunde. Wie viele Sekunden sind 24 Stunden? 46.400. Gut, dann schönes F in den Chat für hier Masopilami oder wie? Nee, wie ist Shadui? Scheiße. Aber ich freue mich voll. Ich hoffe, dass Among Us funktioniert, weil wir dürfen. Was ist das? Was kommt hier gerade rein? Ich kann es nicht sehen. Vielen Dank für den Raid. War das ein Raid? Ich bin AFK gerade. Ich kann es nicht sehen. Chat, bedankt euch bitte für den Raid. Wer auch immer gerade geradet hat. Ich bin gerade in der Regie. Komm gleich wieder. Boah. Oh Mann, ich sage euch, es wird doch nicht funktionieren. So, ich gehe mal selber in den Channel rein. Ich muss meinen Nickname ändern. Danke für den Raid. Liebe Regier von Ihr Herz. Danke, Chat, dass ihr euch bedankt für den Raid. Dankeschön. So. Ist noch niemand da außer Franz? Scheiße. Torolaf Bonnie Herz, Bonnie Herz, Bonnie Herz, Bonnie Herz. Was machen wir, wenn Among Us heute nicht klappt? So, wer hat geradet? Wo kam das her? Wer hat uns geradet, Chat? Alle schauen Fußball. Wer von euch guckt Fußball heute? Sei es parallel oder... Ach, Toro hat uns geradet. Danke, Toro, Mann. Liebe Grüße. Pup. Rache. Also ich will... Chat, ihr dürft mir gerne nur das Ergebnis spoilern. Wenn ein Tor fällt für Deutschland, will ich das wissen. Dann schreien wir einfach... Dann schreien wir einfach in den Dings rein. So, warte mal. Wie kann man Among Us überhaupt starten, ohne dass es updatet? Geht das überhaupt? Fußball ist nicht so interessant wie du. Das ist sehr nett, aber ich weiß, dass es nicht stimmt. Es interessieren sich sehr viel mehr Leute für Fußball als für mich. Aber ich weiß den Kommentar zu schätzen. Aber mein Passwort war... Okay, haben wir. Danke, Chat. Hehehe, nochmal üben. So. Wie kann ich jetzt Among Us starten... ohne es abzudaten. Es gab noch kein Update, oder was? Automatische Updates ausschalten. Wie geht das? Wie geht das? Download abbrechen. Der läuft nicht. Das ist Phasmophobia oder sowas. Ich habe das schon versucht, so umzustellen. Zu spät. Warum? Rechtsklick auf das Game in der Liste. Okay, Rechtsklick auf das Game in der Liste, dann Properties, dann Updates. Only update this game when I launch it. So. Vielleicht trollt dich, warum? Wie trollt er mich? Ändern, was ändern? Was soll ich ändern? Auf was? So, mir hat keiner geschrieben, es hat niemand abgesagt bisher.
Hör ich schon was? Ist hier einer im Discord? Warte. Sehr gut, dass niemand abgesagt hat, Matteo. Hey, hey, hey! Schön, dass du da bist, Blesk. Von unten. Hey. Mann, du sollst aufhören, den Stream zu gucken. Du bist gebannt in dem Channel. Du darfst gar nicht gucken. Ich guck dich gar nicht. So. Okay, Leute. Ich guck ja gar nicht zu. Wie komme ich in Among Us rein? Es gab kein Update, oder? Es gab keins. Ja, das wäre gut, weil ich weiß nicht, wie man es verhindert. Also ich habe mein Steam aufgemacht, da war stand gar nichts für ein Update. Ich glaube, da kam einfach noch nichts. Mhm. Ja, dann ist geil. Dann lass einfach so zocken. So, ich hätte nicht automatisch geupdatet. Ich glaube, man muss einfach nicht. Okay, geil. In nächsten Minuten solltest du mal auf Steam gehen und wenn du auf Steam gehst, kannst du auf Among Us rechts klicken, Properties, ja. Und dann kannst du da unter Updates, Das ist links ein Punkt. Was war das? Das war bei mir vor der Tür. Lol. Hi. Only Update launch it quasi. Oder? Ich glaube, das müsste passen, oder? Das habe ich eingestellt bei mir. Ja, okay. Ja, dann das müsste passen, glaube ich. Blesk, hast du deine Spracheinstellung ein bisschen geändert? Du bist ab und zu abgehackt, wenn du sprichst. Nö, oder? Gar nicht. Okay, na gut. Dann weiß ich auch nicht. Gut, wir schauen jetzt gleich. Ja. Matteo, ich glaube, das liegt auch ein bisschen am Bonjour-Discord, weil die sind, ohne Witz, ich muss immer Leute ändern und irgendwie lauter, leiser machen, mich lauter, leiser machen. Der Bonjour-Server stellt irgendwie an den Live-Räumen manchmal ein bisschen was am Audio um, kann es sein? Also kann das sein, dass du jetzt unseren Discord gefrontet hast? Also sollen wir deinen benutzen, ja? Das muss gerne machen. An Discord generell liegen, so, weil im Stream bin ich auch nicht aufmerkt. Klickt dann immer hier. Hallo. Okay, alles klar. Hallo. Hallo. Hallo zusammen. Hey, Baso, wie geht's dir? Dass Deutschland heute im Fußball gewinnt, ist eindeutig. Aber Linda, wie viel gewinnt Deutschland heute? Ich sage, Deutschland wird 42. Heute 1-0 verlieren. Okay, Matteo, aber ich habe ja Linda gefragt. Ja, ich finde auch, also das mit der Superliga, das war auch völliger Blödsinn. Zum Glück haben die das wieder. Ja, oder? Ja. Krass, Alter. Ja. Okay, Matteo, ich Abseitsstand, ey, puh. Matteo, ich habe gehört, du bist Italiener? Ja, also ich bin in Deutschland geboren. Ich bin eigentlich mehr Deutsch als... Meine Eltern kommen aber aus Italien beide, ja, das stimmt. Also du bist auch schon für Italien dann, also quasi, ne? Ja. Okay. Und wenn Deutschland gegen Italien spielt, für wen bist du dann? Immer noch für Italien. Okay. Okay. Das ist ja ziemlich ärgerlich, dass wir euch dieses Jahr raushauen werden im Viertelfinale 12-0, oder? Ich glaube, ganz ehrlich, Deutschland schafft es nicht mehr aus der Gruppenphase raus, oder? Ja, Matteo, ist ja gar kein Problem, ne? Tschüss, ne? War geil, ich gehe dann jetzt Fußball gucken. Okay, mach's gut. Ciao. Ciao, Caruso. Hallo. Ciao. Nee, ich hoffe auch, dass Deutschland gewinnt. Ich hoffe auch, dass Deutschland gewinnt, aber ist eine schwere Gruppe. Also mit, was, Frankreich ist drin und Portugal, oder? Mann, das ist aber auch so eine Zeitungsüberschrift-Nachrederei. So, ich glaube, Deutschland hat eine schwere Gruppe und kann es nicht schaffen. Hier, beim Turnier geht es darum, für sein Team zu sein. Wir sind für Deutschland, natürlich schaffen wir das daraus. Okay, in der Gruppe. Finale und gewinnen das 800-0. Okay, in der Gruppe bin ich für Deutschland. Ich bin für Deutschland. Ja, siehst du? Ja, dumm. Ja. Bis fertig. Ja, okay, alles klar. So, ich muss jetzt gleich mal gucken, wie viele Leute wir sind. Es haben super viele Leute abgesagt. Wir mussten alles umwerfen die letzte Stunde. Ich gehe mal ganz schnell rein. Also Dona ist schon mal da, Baso ist da, Caruso ist da, Timmet ist, glaube ich, da, Blesk ist da. Franz ist da, Hallo. Jeff ist da, Tim ist da. Hallo. Es fehlt, guck mal, Djiburi. Timmet fehlt. Ich weiß nicht, Timmet fehlt noch. Nee, Timmet fehlt. Die ist im Warteraum, Matteo. Ja, ich gebe ihr gerade die Rolle. Ich kenne sie nicht. Das heißt, ihr müsst jetzt reden, ja? Okay, wenn ich sie ziehe, okay? Was schüchtern mit ihr? Was? Nein. Das passt doch, sie ist eh voll mute. Sie hört dich eh nicht, wenn du okay, redest. Okay, ja, perfekt. Dann lass einfach direkt dann so starten. Hi, ich bin... Hallo, Djiburi. So, hallo. Hallo. Ja, fehlt nur noch Timmet. Hallo. Hi. Hi, schön. Timmet ist sauer. Weswegen ist er sauer? Weil ich den nicht in mein Summer Rumble-Team gedraftet habe. Oh nein. Timmet ist eine Maschine. Wie kommt das? Ich glaube, Timmet ist nur enttäuscht und nicht so. Er ist einfach zu schlecht. So. Was? Hä? Timmet ist fucking gut. Hey. Leute, ihr habt die Wahl zwischen Shorty und Timmet. Wen pickt ihr? Pickt doch immer Shorty. Ja, das stimmt. Was ist das? Timmet ist krass. Lester sagt, du bist schlecht. Wer? Wo? Dona nimmt einen Spaß. In Valorant. Hat er wirklich gesagt? Hat er wirklich gesagt? Dona lacht wie dreckig. Wegen Velo. Hey. Ja, ich hab gesagt, dass du krass bist. Ja, Sad Pikachu Face. Also, warte mal, Bless, das heißt, du hast jetzt ein kompetitives Team, oder was? Ja, würdest, ich bin Team Owner jetzt. Ja, würdest du dagegen die Montagslobby immer antreten?
Weißt du, also drei Leute sind Radiant und der Rest ist, glaube ich, das untere Immortal, glaube ich. Okay, ja, dann ich glaube, das wird unausgehen. Wobei Shorty nicht. Scheiße, dann wäre ich keine Chance. Wäre schwierig, glaube ich, eher mit, ja. Ja, dann kannst du nicht ein Team mit Timmit machen und mit... Das geht, ja, das geht. Wir können ja mal von der Among Us so gegeneinander Valorant spielen. Weil wir oh ja, frei wie frei. Ja, lass machen. Ja, das wäre wir echt mal organisieren. Das wäre wirklich mal geil. Among Us Lobby also und danach 5 gegen 5. Wäre ich dabei. Ja. Gab es eigentlich ein Update oder so hier? Nee, nicht updaten. Nee, kommt aber in den nächsten Minuten, updatet nicht in Steam und stellt halt um, dass nur abgeupdatet wird, wenn ihr das... Wie kann man das umstellen? Kannst Spiel launcht. Rechtsklick auf Among Us und dann auf Update. Ja. Also, machen wir jetzt noch kein Lobby und warten, oder wie? Doch. Among Us? Achso, okay. Eigenschaften? Also nicht updaten, Timmit. Ja, nicht updaten. Genau, nicht updaten. Bin ich der Mensch, oder was? Das Update ist auch bei manchen schon da, also das wollt ja nicht... Dieses Spiel immer zuerst automatisch aktualisieren. Update ist jetzt auch anscheinend raus, updaten. Aber ihr dürft nicht updaten. Okay, Senpai. Okay. Ja, so, wo wir schon dabei sind, so also, richtig geile Sachen in der Among Us-Bobby zu irgendwas falsch gemacht habe. Oh, ich bin gemutet, oder? Du bist nicht gemutet. Dann hören wir einfach nur nicht. Wann machen wir denn Among Us Boxen? Also das ist ja auch so ein Topic bei uns. So wie immer. Okay, jetzt aus dieser Lobby würde ich sagen, dass Timmit gewinnt. Wieso? Nee. Weil also, mit so viel was? Hass weil er am meisten, weil er am meisten im Training ist, obviously Chris. Über Valorant, über Boxen, über Mongols? Nee, Boxen. Ah, Boxen, ich riesig, gewinne? Ne? Nee. Timmit hat zero Chance, oder? Aber ist Timmit nicht so 1,90 Meter plus groß? Ja, ja ich bin ich, aber... Ich bin einfach das jedes Mal so hart überschätzt. Aber hey, Caruso, du bist nicht mal 1,80 Meter, oder? Ich mag auch. Ich bin 1,72 Meter, aber das spielt keine Rolle. Ich mag es nicht so, Leuten weh zu tun. Also wenn die Größe keine Rolle spielt, dann gewinne ich. Beim Sparring letztens hat mich einfach jemand kaputtgeschlagen, der war 1,50 groß. Das ist komplett egal. War der auch 1,50 breit? Bevor du dich überhaupt bewegen kannst, das ist die Technik. Stimmt. Das ist die Technik. Ja. Kommt immer auf die Technik an, Leute. Technik. Ich glaube, die Größe spielt keine Rolle, wenn die Leute ähnliche Technik haben. So. Aber ansonsten, so vor allem bei den ich verstehe diese Diskussion jetzt gerade gar nicht, weil warum kann man denn nicht beides haben? Ja. Also stimmt. Ja, aber... Darum nee, nix, aber. Ja, aber darum ja, ging es mir doch gerade. Dann hör mir doch zu, bevor du das Ja, Ding darum ging es ihm nämlich. So sieht es nämlich aus. Aber ja, schon also gute Spannung. Wenn zwei Leute extrem gute Technik haben, ja, dann vielleicht macht es einen Unterschied, wenn du groß bist. Aber ja, hat aber Größe, Tim aber hat ja wahrscheinlich nicht. Keine. Ich hab die Patschehände. Aber warte mal, Bless, das würde bedeuten, wenn. Also glaubst du kannst mit deiner Technik sogar einen Trimax umhauen? Nee, da auf keinen Fall. Technik. Also jetzt. Ja, 50 Kilo mehr als ich. Aber, auf gar keinen Fall. Aber dein also Sparring-Partner, der so krass war, der 1,50 Meter groß war, würde der Trimax umhauen? Ja, der wird den komplett zerstören. Brauchen wir nicht drüber. Der 90 Kämpfe oder sogar. Der kommt doch nicht an sein Gesicht ran. Wie das macht ist, er das dann? Natürlich kommt er da ran. Okay, Dona, du denkst auch, er ist auf einmal so nicht mehr 30 Zentimeter ja. oder so ein laufendes Lineal. Alter, wisst ihr, wie groß er Trimax ist? Er kommt doch gar nicht an ihn ran. Ja. Runde 2 bist du müde und dann hängst du nur noch hinten drin und versuchst nicht getroffen zu werden. Und ab da hast du verloren. Okay, ganz kurz für die Leute, die neu dabei sind. Es gibt einen Text-Channel, der heißt Among Us. Der ist über dem Sprach-Channel. Da findet ihr den Lobby-Code. Da könnt ihr schon mal in die Lobby reinkommen. Ich glaube, wir warten auf dich gerade. Ja. Wirklich? Ja, keine Tür, Matteo. Mann, ey. Du bist irgendwie so ein bisschen letzter gerade. Ja. Immer. Oh Mann, immer warten wir auf dich. Theo, 2 Channel über dem Live-1-Channel ist Among Us. Ja, das ist schon aus. Wenn du jetzt runterscrollst, da steht der Lobby-Code drin. Dieser BZQIKF. Macht so weiter. Ich sammle die ganzen Hass dann für den Boxkampf gegen euch. Ich würde glauben, Matteo würde gegen keinen einzigen hier im Discord im Boxen gewinnen. Nicht Caruso, ich würde dich so aus dem Leben hebeln. Auf gar keinen Fall, Matteo. Hebeln. Also ich meine, Bizeps ist doch vorhanden bei Matteo. Also bei mir nicht zum Beispiel. Real Talk, nein, wenn bei ich. Ist auch nichts vorhanden. Matteo, gib mir 6 Monate, gib mir Care und gib mir Zeit, mich wirklich ernsthaft vorzubereiten. Ich würde dich so vernichten. Also, oh Bless, guck mal, du kannst jetzt am besten einschätzen, Alter. Weil du hast mit ihm schon mal gesparringt und du weißt, wie ich im Bett bin. Jetzt sag nichts Falsches. Kannst du. Also, was würdest du sagen, wer würde gewinnen? Caruso oder ich in einem Boxkampf? Er hat sich gemutet. Oh shit. Komplett Matteo, gemutet. Hast du auch so einen Bandscheibenvorfall? Nein, ist oder wieder da. Nicht? Caruso, denke ich. Siehst du. Was? Ja, es ist. Ja, auf jeden Fall. Caruso gibt keinen Fick, der schlägt halt einfach. Also, ja, okay. Caruso schlägt. Haut ja auch wirklich einfach auf die Schnauze. Der hat überhaupt keinen Respekt. Läuft über den Hass. Achso, Flesk übrigens für deinen Kampf gegen Rumatra. 1000 Subs. Wenn du ihm einfach volle Kanne in die Fresse haust in der ersten Runde und das war's dann.
Alles klar. Viel Spaß. Okay. 1000 Subs? Okay. Da mach ich auch mit. 1000 Subs. Wie viele Subs kriege ich, wenn ich Caruso umhaue? In einer Runde. Alle. Matteo, alle. Viel Spaß. In keiner Welt würdest du umhauen, Matteo. Natürlich, ich hau dich. Komm her. Matteo ist ein Big Boy, doch. Also, ich hau doch Ey Leute, ich hau doch Caruso Matteo, komplett in keiner, weg. In keiner Welt haust du mich um. Oh nein. Caruso. 1000 Subs für Caruso. Oh nein! Das kannst du nicht machen. Was? Ja, Caruso hat Matteo umgeboxt. Ja, er hat ihn umgeboxt. Aber wollen wir ihn jetzt umboxen? Er hat sie extra gemutet. Was? What? Ich bin gemutet! Keine Ahnung, was da gerade passiert ist, aber Matteo ist umgefallen bei mir. Warum wurde jetzt Tim Roos gegessen? Was ist das denn? I don't know. Ich hab keine Ahnung. Vor allem als was in der ersten Runde? Was soll das denn? Ja, eben. Oh mein Gott. Vielleicht ist er ein Gesser und hat gemerkt, oh, Caruso ist mein Imposter-Kollege, dann gesse ich jetzt einfach gleich mal rein. Ja. Ah, Caruso ist Gesser, ja. Okay. Ja, ich bin Gesser. Ja. Oh, you found me. Ja, hat Tim Roos gewonnen. Ich war okay. Leider, aber Matteo ist am Tim, das ist alles gut bei dir. Aber warte, ist das dann, kann das Wardlock-Kill sein? Also ist jemand stehen geblieben vielleicht und hat das mit beobachtet? Weil wir standen ja alle bei der Spitzaufgabe zusammen. Ich dachte, das ist eine Troll-Runde jetzt gerade. Das ist nur verloren. Die Runde ist verloren. Wir können wenn du mich schon gewohnt hast, ist es unlucky, aber ich bin's for real nicht. Okay. Er ist halt an mir umgefallen. Ja, können wir vielleicht mal ganz kurz... Ich habe ein Skript natürlich. Nee, ich dachte, weil ihr euch das angeschrien habt, dass du ihn so. Ja, das war unlucky timing, aber... Ja, ich war auch... Hast du das mitbekommen mit Matteo und Caruso und Boxen und so und Matteo ist instant gestorben? Ja. Ah, ja, das war ein Joke, Timid. Ja, ich verstehe es nicht. Ah. Ich bin komplett verwirrt. Ich bin auch mal verwirrt. Ich habe keine Ahnung, auf alle laufen so rum und dann ich gehe so zurück und da ist auf einmal eine Leiche und what? Im Dropship oder wo? Ja. Also Dona war auch da, die hat eigentlich gesehen, dass er mir umgefallen ist. Ja, also ich bin halt gerade so vorbeigelaufen und ich habe halt dieses Jig gehört und dann bin ich halt zurück und habe gesehen, dass die beiden da standen und reported haben. Also war halt ziemlich random. Aber hat denn irgendjemand jemanden gesehen, der vielleicht rumstand? Weil es hätte ja theoretisch ein Warlock-Kill sein können, weil wir standen ja alle an dieser Schlüsselaufgabe. Hallo? Nee. Ich kann sagen, dass sich Jeff bewegt hat und dass der kein Warlock Kill gemacht hat. Ich habe geredet und war muted. Ich glaube, das reicht gar nicht für Warlock. Wir waren einfach so auf den Cooldown mit dem Curse. Ich glaube, es sind beides 10, oder? Ich glaube, beides 10 am Anfang. Ja. Nur aber zwei Worte. Du musst ja erst jemanden cursen und dann kannst du klicken, oder? Ich sag's euch, das ist Caruso. Okay, Chat, heute Abend werde ich Caruso abstechen. Wie groß ist Caruso und was wiegt der? Macht der Sport? Ist Caruso irgendwie dafür bekannt, dass er irgendwie sportlich ist oder so? Oder irgendwie stark? Also, Caruso... 1,79, 55 Kilo. Okay, also die Größe könnte hinkommen, aber... Er ist keine 1,50 breit, ja, das glaube ich nämlich auch. Hast du Vlest und Carusos Box-Vlog gesehen? Ja, da habe ich kurz reingesehen, aber dachte dann so, ja, Caruso ist ein ganz normaler Dude. Ah, shit. Das ist sorry, war so. Ich glaube, Vlest hat Caruso getötet, oder? Oder bin ich jetzt blind? Franz, wieso hast du reported? Ich bin gerade Vlest oder dem Morphling hinterhergelaufenen Specimen. Ja, für mich sah es aus, Kickbox-Europameister 2016 war. Ich habe nur Apatikon gesehen. Ja, Jeff. Das war tatsächlich ich. Aber das ist einfach umgefallen. Oh, man. Hä? Der sah auch so aus, dass er nur umgefallen ist, aber... Oder? Oder hast du den getötet? Nein, du standest neben ihm aufeinander. Also er ist bei dir einfach umgefallen. Also es sah nicht so aus, als ob den gekillt. Nee, aus meiner Sicht sah es aus, als ob der an dir umgefallen ist. Ich war voll weit weg. Ich war verwirrt. Hey, was ist das für eine Runde? Ich bin auch verwirrt, I don't know. Also aus meiner Sicht sah es so aus, als ob Jeff von dem Body weggelaufen ist, der in Last Week, by the way, für alle, die nicht da waren. Nein, vielleicht. Ich löse es auf, das macht ja keinen Sinn. Ich habe nur Angst, dass die Evil Gesser drin ist. Ich bin Sheriff, ich habe Caruso weggeschossen. Wenn der Evil Gesser drin ist, bin ich jetzt halt auch tot. Der Evil Gesser kann mich jetzt eigentlich nicht abschießen, weil damit proved, dass Caruso ein Poster war. Auch kann er. Außer er traut sich. Kann es auch sein, dass du selbst ihn getötet hast und jetzt einfach hier die Sheriff-Karte spielst und weißt, dass du nicht gegessen wird, weil du der Evil Guesser bist?
Nee, Matteo hat wahrscheinlich auch Caruso geschossen. Ja, ich habe keine Ausdauer, sein. Aber. Nein, warum soll er nee, nee. Ich aber bin, Caruso ich auch Sheriff. Nicht. Caruso ist ein ganz normaler Dude. Dann würde Matteo nach 10 Sekunden in der ersten Runde instant töten. Ja, nur aber Caruso. Ich halt, ich und dann halt ist er auch noch in der niedrigen Reiche. Und es macht keinen Sinn, dass er ja. sagt. Also jemand hätte ihn aber cursen müssen, weglaufen müssen innerhalb von 10 Sekunden und irgendwo unsichtbar sich. Nee, es geht nicht. Also ich bin aber Sheriff. Ich Franz, warum hast du gesagt, sorry, Basel am Anfang? Ja, weil ich noch gesehen habe, wie Upper Deacon anging und ich dachte, dass du dem Täter das auf der Spur bist und nicht reportet. Nee, Jeff war das da. Ja, Altherrenkraft, ja. Jeff hat mich nicht gesehen auch. Können wir kurz feststellen, dass da niemand einen Kill einfach so machen würde, also einen Straight Kill, das war entweder ein Warlock oder wirklich der Sheriff, weil wir waren so viele im Labor da. Ja, oder, oder es ist halt nicht so ein Sport von Blesk. Ja, 7 Minuten, alle 2 Tage, ja. Ich kann mir auch vorstellen, dass Matteo einfach auf Caruso geschossen hat und dann umgefallen ist, weil Matteo ja, Sheriff war und Flesk sich Sheriff wollte. Stimmt ja die Geschichte von Flesk nicht, weil dann ja, ist der Caruso. Deswegen habe ich ihn auch gewonnen. Okay. Ich auch. Ist Tim mit der Zweite? Das ist falsch. Weil ich denke, Flesk. Ich bin Sheriff. Weil ich bin als erstes ins Labor gelaufen und habe auf Caruso gewartet. Ja. Okay. So, okay, ich mache mal schnell mal Speedrun-Task. Aber ich glaube, wir kommen mit dem Task gar nicht so weit, weil Caruso ist ja schon raus und noch einer drin. Weiß nicht, wer der Zweite ist. Dass er einfach in mich reinsticht. Das ist einfach ein Zeichen von Schwäche, Chat. Niemals würde ich einen Boxkampf gegen Caruso verlieren. Der will vielleicht nur eine Runde gehen, aber ich würde in der einen Runde würde ich explodieren. So. Ist 7 Minuten schon Ausdauer? Ja, für mich schon. Caruso hat mal früher als Stahlträger gearbeitet. Okay. Also, das Ding ist, Caruso ist einfach ein kompletter Durchschnittstyp, oder nicht? Ich habe Jibori in Admin Table gefunden. Beim Admin Table. Danke, Emi. Ich hoffe, es hat gut geschmeckt. Okay. Mehr Informationen habe ich nicht. Ich war ein Specimen, habe meine Aufgaben gemacht, bin dann wieder zurück zum Richtung Admin und da lag sie einfach. Timit, wo warst du? Ich war in Weapons gerade. Gerade Communication rein. Und Dona? Ich war bei der Asteroiden-Abschießaufgabe und bin danach links weggelaufen, aber es war dunkel. Timit, hast du Dona? Achso. Du meinst, ich hab Dona nicht getötet? Ja. Nein. Nee, aber gesehen. Aber wir waren zusammen. Okay. Ja, wir sind aber ungefähr zur gleichen Zeit rausgegangen, haben uns dann getrennt. Nee, das stimmt nicht, oder? Danke, ja, Johann. So sehe ich das nämlich auch. Für mich ist das Problem, wenn der Evil gestern noch drin ist, weiß er ja, dass Flesk angeblich Sheriff ist. Heißt, er kann das halt später noch ausnutzen und dann gessen. Mhm. Finde ich. Ich glaub, also ich würde sagen, ich bin leicht überdurchschnitt, okay. Weil ich habe bisher schon dreimal beim Bondra Community Treffen den Liegestützwettbewerb gewonnen. Das heißt, ich bin schon mal. Also aus meiner Sicht kann es nicht sein, weil ich weiß, in Bondra Verhältnissen überdurchschnitt. Habe. Und wenn Tim Horus Evil Guesser ist, Spiel vorbei. Ich bin sehr warum soll Tim Horus guessen in der ersten Runde? Dann ist das Problem, dass du derjenige bist, der meistens hast, das ne? Genau, weil Tim Horus war wahrscheinlich auch Security Guard. Ich hätte gerade in der Runde auf Dona geschossen, das will ich am Ende noch sagen. Weil Caruso sich von Dona ein Alibi holen wollte in der ersten Runde mit, Dona hat gesehen, der ist an mir umgefallen und die und da. Nein, ich glaube, Caruso war der Evil Guesser. Dona ist also, Nummer 2, Caruso wollte ein Alibi von Dona haben. Franz und Basu sind für mich, ganz kurz noch, Franz und Basu sind für mich Proof Crewmate, 100.000%. Weil Jibori getötet wurde, als beide mit mir bei der Kamera standen. In Time wäre das nicht anders gegangen, 30 Sekunden Cooldown am Anfang der Runde. Jeff und Timmit sind für mich eher unwahrscheinlich, weil die mich einfach getötet hätten, nachdem ich Caruso getötet habe. Also Jeff zumindest. Kann ich noch kurz was sagen? Timmit oder Dona? Ja, also ich meine, macht Sinn, dass du jetzt auf mich schießt, weil du brauchst, musst ja den Sass von dir abwenden, aber ich bin halt an Caruso vorbeigelaufen, deswegen hat er es gesagt. Also das hat nichts mit Alibi zu tun. Ich war zufällig, vorbeigelaufen. Komplett okay, wenn ihr mich kickt, weil ich weiß, dass ein Imposter draußen ist. Mir ist es egal. Aber ich bin's wirklich nicht, also ich war halt einfach da und bin vorbeigelaufen. So. Mhm. Ach, Timmit, warum halt spielst du denn die Runde noch so? So. Jetzt, also ich hatte selten auf irgendwas Lust, aber jetzt habe ich so Bock, Caruso aufs Maul zu hauen jetzt. Also. In einem völlig gewaltlosen Kontext natürlich, ne? Also, einfach so freundliches aufs Maul hauen, wisst ihr? Könnten wir nicht so neben dem Main-Event zwischen Blesk und wie heißt der andere nochmal? Der andere halt.
Können wir danach nicht einfach Caruso und mich noch boxen lassen? Thomas, danke. Andi. Romatra, meine ich doch. Ah, Mann, ich wollte gerade auf Timid schießen. Oh. Warum nicht mehr auf Dona? Warum nicht mehr auf Dona? Caruso hat Westbeck geboxt. Nein, hat er nicht. Ich bin sicher, wenn es Timid ist. Timid stand im Download oben in Electrical dran gerade und ich hätte ihn gerade erschossen, oder was? Warte mal. Oh, dann ist es. Nee, ich bin gerade ins Westbeck. Wollte gerade sagen, es ist gar nicht. Nee, Jeff war in Electrical. Ich bin das. Ah, scheiße. Ja, Jeff und ich waren oben. Ich war in Camps und Jeff war in Electrical. Ich bin gerade hingelaufen und dachte, das war blau, nicht lila. Wo ist der, gell? Okay, Baso liegt zwischen Comps und Security, ist etwa 20 Sekunden alt. Flesk habe ich gesehen, der ist Richtung Lifeline. Ich bin kurz in Lab rein, bin dann hinterher und dann war es 0-1. Von daher, ich habe etwa so Eigentor lange gebraucht, um sie zu finden. Eigentor Deutschland. Und warum ist jetzt Jeff für dich sass oder der in Electrical stand? Timid ist. Ist er nicht? Ich dachte nur, das ist Timid. Ich habe von Anfang an nach Timid gesucht, nicht nach dir. Ach so. Ich habe auch kurz an Atman geguckt. Da war eine Person in Specimen, das war Timid. Dann waren zwei in Electrical und eine Person war in O2. Aber Tor jetzt für grade? Deutschland. Also Deutschland hat ein Tor gemacht. Also, ich mir scheißegal, wer das gemacht hat, wo es reinging. Ich bin gerade hochgelaufen. Wenn Deutschland ein Tor macht, das ist gut. Und ich bin dann Cam gewesen und Jeff war, ich glaube, über der Light, also wo man Light fixt. Ungefähr. Ja, Flash war halt der Letzte, den ich in Admin gesehen habe. Ja, ich wurde jetzt mit der Crew. Ich wurde jetzt einfach mit der Crew, also. Also ich hab halt also eigentlich. Die Runde hat verwirrt schon angefangen. Da für mich könnte es halt irgendwie jeder sein, weil so alles. Ich weiß nicht, ob es Caruso war, Tim Horus, wer auch immer oder Mendel. Ich kann euch nach wie vor, Dona, ich kann auch dir sagen, Franz 1000% Proof. Da geht überhaupt nichts. Der ersten Runde, gell? Franz ist Engineer, der hat auch gerade gefixt. Der ist Engineer, weil er genau wusste, dass Tim Horus Security Guard sein muss, weil er weiß ja, dass Tim Horus nicht Engineer ist. Er ist ja selber Engineer. Ja, deswegen war er Security. Ich fällt raus, weil Jeff nicht gerafft hat, was ich mit Caruso gemacht habe. Ja, das wüsste er aber sofort, wenn er selber Imposter ist. Es ist noch 20 Sekunden. Es ist Timid aus meiner Sicht. Das Problem ist, wenn du jetzt einen Falschen rausholst und der noch Ewe Gesser da ist, dann könnte er halt zwei so hart schießen. Ich habe so das Gefühl, dass ich hier verliere, aber ich brauche Dona raus. Dann brauche ich Dona, ja. Warum ich denn auf einmal? Okay, dann nicht. Ich sag jetzt in Flesk und Franz, keine Ahnung. Timid glaubt die ganze Zeit, das ist Flesk. Aber es ist nur noch einer drin. Und das ist Flesk wahrscheinlich. So, wie viel habe ich noch? Ich habe noch die Communications Task. Die machen wir jetzt schnell. Boah, das muss so scheiße sein, wenn nach Jahren mal wieder EM ist und das erste Tor ist ein Eigentor von dir. Wie scheiße sich das anfühlen muss. Ja, ich habe alle meine Tasks. Was geht denn bei mir ab? Deine Medic-Runden sind auch immer cursed. Stimmt wirklich. Immer wenn ich Medic bin, direkt RIP. Aber diesmal war es ja mit Vorsatz von Caruso. Oh. Er hat wirklich auf mich geschossen. Das ist krass. Oh mein Gott. Ja, das ist jetzt echt ein Problem. Es gab kein Tor, was? Oder hast du ihn getötet, Timid? Ich weiß nicht, was ich glauben soll. Ich bin echt verwirrt. Also ich weiß auf jeden Fall, dass Franz ist gerade O2 reingelaufen. Ich war vorhin wir haben keinen Kill. Also wir haben keinen Kill. Also er hat sich einfach mehr umgebracht. Ja, aber gut, das kannst du ja jetzt sagen. Ja, aber du musst jetzt nicht sagen, wo du bist, weil egal, wo wir sind, ja. Ja, nee, aber nur falls, ja gut, ja, whatever. Also entweder Flesk hat sich an dir erschossen oder Timid hat ihn getötet, weil Flesk hat ja letzte Runde auf ihn hat ihn ja gesasst. Ich weiß es nicht, welche. Okay, er hat gesagt, Jeff und Franz sind 100% safe. Dann wollte ich doch. Also 2-0. Flesk wollte dich letzte Runde erschießen. Das war total komisch. Und jetzt ist er tot. Ich finde das halt ein bisschen. Nein. Ja, er hat auch auf mich geschossen, tatsächlich. Okay. Aber davor die Runde wollte er auf dich schießen, Dona. So Flesk hat auf jeden Fall den Kill auf Djibouri nicht. Aber warte, Frankreich. Er wollte auf mich schießen, weil ich Caruso am Anfang ein Alibi gegeben habe. Aber ich habe mir kein Alibi gegeben. Ich habe nur gesagt, ja, Caruso, ich bin daran vorbeigelaufen an ihm. Und und danach hat er auch Timid gesasst und ich mich. Ja. Also denk dran, ich habe halt keinen Fix mehr. Ne? Egal, was wir jetzt machen, wir müssen da richtig liegen. Also ich fand, du bist Engineer. Für mich ist Franz Proof. Also ich bin noch safe.
Bin ja, Jeff, also, habe ich keine Ahnung, Timid ja, weiß ich halt nicht. Und das Ding ist, Timid hat ja als Flaskinges hat dann gesagt, ja, Chef, dann du bist ja der größte Troll. Halt ein bisschen, ja, weil ich ja weiß, dass ich Crewmate bin. So. Ja, aber ich weiß auch, dass ich Crewmate bin. Das ist ja, halt jetzt kann ich Lester vertrauen, weil er wirklich. Aber pass auf, aber du hast am Ende gegen mich auf einmal geschossen und hast dann auf einmal gegen mich gepusht, damit die mich rausvoten. Ich habe aber nicht gegen dich gepusht, Timid, weil ich wusste nicht, ob das auf Lesk recht hat oder nicht. Andein kann ich leider nicht. Für mich so an, als hättest du das jetzt so gedreht, dass du ihn tötest. Warum ist es Chef nicht? I don't know. Ja, weiß ich nicht. Natürlich weil ich da immer rausgenommen wurde. Aus der ersten Runde hast du mich als Dona hat Jeff auch rausgenommen. Also, und dann hat er mich auch rausgenommen. Nee, ich hab Jeff nur an Electrical einmal rausgenommen. Ja, das hat keiner von uns machen können. Gesehen, ne? Ich hab keine Ahnung. Also, ich weiß nicht, wie ich das skippen und beten, oder? Es ist alles selber verwirrend. Weil der erste Kill da, wie das passiert ist, weiß ich immer noch nicht. Ja, ich skippe auch lieber. Stimmt Timid, oder? Stimmt Timid. So wie Timid redet. Ja, der erste Kill funktioniert nur, wenn Caruso Imposter war und dann Dona auch wahrscheinlich. Ihr meint, es ist Dona oder was? Ich beobachte mal Timid. Ich glaube, Timid ist der Bösewicht. Glaube ich zumindest. So, Franz. Er chased aber auch nicht, aber. Oh. Okay, Timid geht nicht zum Reaktor. Timid kann es nicht sein, weil er Dings checkt. Timid würde, wenn er der letzte Imposter ist, würde doch niemals Lifeline checken. Es ist nicht Timid. Ist es Jeff? Oh nee, ah. Dann ist es... Okay. Jetzt, ich dachte schon, wir verlieren, weil keiner dieses Ding ausmacht. Ich warte die ganze Zeit. Also ich war auf dem linken Reaktor und ja. Es ist Dona. Ich bin von O2 übrigens, also ich bin von O2 direkt und habe da halt jetzt ewig gewartet. Also ich habe keine Ahnung, warum keiner das rechte Ding betätigt hat. Ich bin ja hochgelaufen, weil ich im Office reingelaufen bin. Dann ging der Reaktor an und Timid ist von rechts reingelaufen. Ich bin links rausgelaufen, bin dann hoch zum Link. Aber ganz kurz, wo ist er rausgelaufen? Du hast so schnell geredet. Also wir waren draußen unterwegs. Ja. Dann bin ich einfach von links ins Office reingelaufen. Wollte an die Lifeline, niemand war tot. Dann ging Reaktor an. Ja. Auf einmal kam rechts von im Office Timid rein. Ich bin links raus. Mhm. Nicht, dass er mich dann killt oder so. Okay. Und bin dann oben links im Reaktor. Dann standest du da, bin dann nach rechts gelaufen und da liegt Franz tot am rechten Reaktor. Am rechten? Also ich weiß nicht, ob du rübergewendet bist kurz oder Timid. Nee, also ich bin wirklich clean. Ich war in O2, dann bin ich direkt hochgegangen, weil Reaktor angeht und bin halt zum linken gegangen. Ich habe halt die ganze Zeit gewartet, ob jemand kommt. Und das war's. Also ich habe oder wen würdest du denn voten? Ich habe keine Ahnung, weil also ich weiß nicht. Ist es jetzt ihr wart halt beide, beide irgendwo rechts anscheinend. Ich also Jeff, du pushst jetzt auf mich, oder was? Ich bin komplett lost, okay. Alter. Okay, jetzt bin ich noch mehr verwirrt. Okay, pass auf. Das Ding ist, Jeff war für mich nicht sus, weil er halt so still ist die ganze Zeit. Ich habe halt keine wirklichen Informationen zu ihm. Timid, du warst für mich nur sus, weil du mich pushen wolltest, obwohl ich unschuldig bin. Ja, Dona, komm, wir voten jetzt Jeff einfach raus. Oh Gott. Wenn du Imposter bist, gönn dir. Ich bin stinknormaler Crewmate, deswegen. Also ich gehe auch Timid. Und was bist du, Timid? Ich bin 1,80. Sag ich nicht. Er ist 3 Zentimeter größer als ich. 3 Zentimeter. Naja, keine Ahnung. Ich hätte eigentlich die ganze Zeit, Dona gevotet, aber jetzt, keine Ahnung. Also du, also muss ich mich jetzt zwischen euch entscheiden. Ja, Dona, vielleicht bist du Imposter. Entscheide dich einfach. Nein. Wir haben uns gegenseitig gevotet, du kannst jetzt entscheiden. Okay. GG. Oh, man. Also, wer ist es? Wer war's? Dona dann, ne? Wenn du es nicht bist, Timid, ist es Dona. Echt jetzt? Jo! Verbrennt! Timid! Was? Irgendjemand redet, Dona, du bist die Allergeilste! Wie hast du diese Runde noch geholt? Jo, let's go! Ich weiß nicht, warum Jeff hat auch immer am Ende mich auf mich pusht halt. Deswegen war ich so verwirrt. Krass. Weil ich auch geguckt habe, es am Reaktor stand halt wirklich die ganze Zeit eins von zwei, aber du kamst ja vom rechten Office raus halt. Stark, Dona. Rolle einfach. Stark, Dona. Timid, sagst du deine Rolle einfach. Wie gesagt, Franz ist Engineer. Das war ja Proof, dass Franz Crewmate ist, weil der wurde gefixt am Ende. Caruso auch bester Move. So, ich muss noch ich ganz. Ja, Engineer, ey, das war wild. Ja. Ey, das war von ab der zweiten Runde, was wollen wir machen? Dona hat es gut gemacht. Ja, Dona hat es gut gemacht. Dona gut gemacht, weil ich wollte auf Dona schießen, aber ich habe Dona komplett aus dem Sass verloren, weil er das einfach gut gespielt hat. So ganz kurz, Jungs und Mädels. Erstmal, Djiburi, hörst du uns?
Ja. Ah, cool. Alles klar. Gut, weil ich hatte dich noch nicht einmal gehört und deswegen hatte ich Angst, dass du vielleicht gemutet bist. Ich war relativ früh tot. Ja, kenne ich. Ja, Matteo glaube ich auch relativ früh. Kenne ich das Gefühl, ja. Caruso, wie hast denn du Tim Horus ge-Evil-Guess? Ja, pass auf. Ich habe das auch nicht verstanden. Ich habe Matteo umgehauen im Dropship, ja. Und dann dachte ich, okay, Dona killt halt eventuell direkt Tim Horus nebenher, hat sie nicht geschafft. Und ab dem Moment war ich, okay, I'm in living hell right now. Gotta mute and think quick. Da habe ich halt der Evil-Guesser zum Glück und na. Habe ich dem Horus Crewmate angeklickt und dann There is still hope. Krass, das war ein guter Gamble. Ich habe dann auch nicht verstanden, wie nachher Security Guard bei mir als Rolle drin in den Geschichten drin war. War sehr funny. Ja, weil wir halt dachten, irgendwie muss entdeckt worden sein, was du bist. Und das geht halt nur mit Engineer oder Security Guard. Und dann hat Franz gesagt, er ist Security Guard. Dann dachte ich, dass Franz Engineer ist und weiß, dass du halt keiner warst und deswegen Security Guard sein muss. Aber Timid war der Engineer. Ja, ich habe einfach gut gegessen und dachte echt, ich habe mich da noch rausgeredet, aber dann kam leider eine ziemlich große Knarre von Blesk. Ja. Naja, was willst du machen? Und gute Zwischenmeldung, Deutschland hat ein Tor geschossen. Voll gut. Ja, ein Eigentor, lustig. Ja. Ja. So, okay. Die Lache. Viel Spaß. Hey, ich habe in der Todeszeit ein bisschen im Bonjour-Chat hochgescrollt. Da wurde ich ja komplett auseinander. Ich habe Lauch-Yoga erfunden, hat der Bonjour-Chat. Irgendjemand hat geschrieben, dass du. Ich würde auch gerne wieder so Teil vom Bonjour-Chat sein, aber ich bin leider permaband. Wie lange noch? Was? Einfach. Weiß ich Matteo, nicht. Was ist Lauch-Yoga und warum habe ich es erfunden? Wir klären das noch nächstes Mal. So, gut gemacht, Chat, sehr gut. Ab jetzt Lauch-Yoga-Meister Caruso bei uns im Chat. So, immer das an den Kameras. Ich bin Swapper. Das heißt, ich kann Votes swappen. Ob uns das was hilft, weiß ich nicht. Ich könnte den gesamten Verdacht auf mich lenken und mich dann mit Caruso swappen. Wäre das nicht geil? Oh, das wäre geil. Ja, ja, okay, das machen wir so. So, also, wie kriege ich den Verdacht auf mich, dass ich der Killer bin? Oh, Licht geht aus, das ist unangenehm. Eine Person Specimen, 402, eine Person Weapons. Communications, zwei Leute. Okay. Wir gucken, ob jemand gestorben ist in der Zeit. Also die Person, die in Specimen ist, ist niemand gestorben, what the fuck? Ah, Jeff. Okay, also Jeff kam hier raus, hat niemanden gekillt. Bless sieht aus wie Baso. Warum waren die beiden so lange hier drin? Okay. So, Jeff läuft mir entgegen. Blesko-Mann ist hinter mir. Bitte nicht töten, Blesk. Warte, ich mach mal eine Task. Habe ich überhaupt noch eine? Nee. Ich hab Specimen, habe ich eine Task. Licht geht schon wieder aus. Oh no. Oh nein. Okay, Licht geht an. Base kommt rein. Tim Horus, Franz, Jeff, Baso. Caruso läuft an mir vorbei. Scheiße, wie soll ich, also ich müsste die Leiche finden. Ich müsste die Leiche finden und dann müsste ich mich so positionieren, dass es so aussieht, als hätte ich getötet. Licht geht schon wieder aus. Versteck mich hier oben. Niemand wird mich hier finden. Boah, Caruso war da. What the fuck? Hä? Zwei Carusos. Shit. Der ist hier in den Vent reingesprungen. Oh, oh nein, das sieht schlecht aus. Good morning, America. Hallo. Morning. Yo. Caruso, Caruso hat gerade einen Kill begangen. Hä? Caruso hat gekillt vor Lifeline und ist dann unten in den Vent gesprungen in Office. Hast du jetzt ja funny, dass du das einfach genauso erzählst, wie du es gemacht hast gerade, Mental. Wie meinst du das? Warum hast du dann nicht reported, Mental? Weil ich bin dann zum Vent gelaufen und hab noch geguckt. Also, okay, ich bin mal ehrlich, okay? Es war ein Morphling. Also, Caruso war unter den unter Office an den Drähten, hat die gemacht, da hat er mich auch gesehen. Dann bin ich an ihm vorbeigelaufen, Richtung Lifeline, und da kam mir Caruso nochmal entgegen. Das heißt, Caruso wurde gemorpht, hat Baso gekillt, die unter Lifeline liegt, und ist dann unten in den Vent gesprungen bei Office.
Dann bin ich da hingelaufen. Daran sieht man einfach, dass du ein weak fucking Mindset hast, Matteo. Das würde dir im Ring auch wirklich im Wege stehen und deswegen würde ich dich einfach in der ersten Runde knockout. Alles, was er gesagt hat, ich habe einfach nur Barso tot vor Lifeline liegen sehen. Ich habe die Wire-Task gemacht. Links vor Office habe ich Jeff gesehen und Matteo kam vom Admin-Table. Wir haben völlig sinnlos die ersten 60 Sekunden dieses Meetings verschwendet, Matteo. Why? Wer ist denn im Lab? Ist jemand im Lab? Vier Leute im Lab. Ja. Vier Leute? Tiburi, ich... Also, wortet mich nicht. Du bist rausgelaufen, Tim, oder? Ich war das nicht. Rakete. Ich nicht, nee. Tim, warst du nicht der in der Rakete? Ein bisschen raus? Nee, ich bin nicht im Lab. Okay. Smart mit Table, ja. Was helfen könnte. Ich war in der Rakete erst, vielleicht hast du mich da gesehen. Was helfen könnte, ist, wenn Caruso uns sagt, wen er alles gecrossed hat in der Runde, aber die ging lang, die Runde, ne? Mhm. Alle auf der linken Seite. Ja, I guess, ich hab den Kill gemacht. Nein! Caruso, du wurdest gemorpht. Ah, du ja, dann hab ich alle gecrossed. Okay. Ich habe wirklich alle gecrossed. Du bist dann am Admin-Brett? Not me. Nee. Nein. Im Office-Gebäude sind nur der Killer gewesen, Caruso und ich. Nee, weil Matteo hat ja gesagt, er ist gewählt. Ja, Matteo, du brauchst nicht. Deswegen habe ich gefragt, ob jemand im Lab ist. Bitte was? Wie viele Leute im Lab sind, habe ich gefragt, weil du hast ja gesagt, er ist immer gewendet. Oh, drei Votes auf Caruso. Das ist keiner rausgekommen. Warum voten drei Leute Caruso? Ich habe ihn nicht gewotet. Ja. Ich habe ihn nicht gewotet. Also wenn, dann voten wir hier im Raum. Ich habe Matteo gewotet. Warum denn nicht? Ja, zu Recht. Warum nicht? Ich habe gerade gemerkt, als Swapper kann ich mich nicht selber swappen mit jemandem. Das heißt, ich kann mich gar nicht verdächtig machen und dann swappen. Das geht nicht. Das ist schlecht. Wenn Caruso drei Votes hat, dann ist er nicht Imposter. Ich bleib mal bei ihm. Außer er hat sich selbst gewotet, das wäre smart. Dann hätte sein Imposter-Kollege hätte ihn dann... Oh, Tim Horus. Wo ist das Ding? Wo ist das Teil? Ja. Ui. No! Oh mein Gott. Erzähl. Ja, 30 Monate. Mit Matteo das sind ja 270 Schilling und 35 Groschen. Franz liegt jetzt tot hier. Das ist alles, was ich weiß. Wo liegt er denn genau? An der offenen Tür zwischen links Dusche, rechts Upper Decontamination, oben rechts Scanner, über uns die Gläser und ja, da liegt er. Okay. Kann ich, glaube ich, Jeff rausnehmen. Tim Horus ist auch im Labor. Warum hast du keinen Report-Button gehabt, Tim? Du bist rein, ich bin, glaube ich, gerade raus. Ich hatte keinen Report. Ja, das liegt daran, dass die Leiche erst 5 Sekunden alt ist. Also du bist rausgelaufen und du hast Caruso nicht gecrossed. Ich hab Informationen. Ich hab Caruso nicht gesehen, nein. Also irgendwas stimmt da nicht. Caruso läuft ins Labor rein, Tim läuft raus. Die beiden crossen sich nicht. Also ich bin im Labor, ich bin an der Teleskop-Task. Hab die gemacht, das war's. Was für einen Planeten hast du gesagt? Auch an. Den kleinen Runden mit den, ja. Da hab ich dich überführt, Matteo. Es war halt irgend so ein Planet. Also, warum sollte ich diesen Kill begehen? Aber Matteo, ja. In der ersten Runde, das war ja halt obviously fucking Troll. Da hast du nicht gekillt, ich nicht gekillt. Von daher, war aber den Kill, den kannst du jetzt definitiv gemacht haben. Was war da los? Den kann ich gemacht haben, aber warum sollte ich denn einfach ins Labor reinlaufen, mich von dir sehen lassen und dann einfach da killen? Das wäre doch richtig dumm. Ja, das weiß ich ja auch nicht. Aber und Tim Horus war auch da. Wäre nicht die erste verrückte Sache, die du gemacht hast. Ja, aber warte mal. Tim, du hast mich auch gesehen im Labor, oder? Ja, ja, genau. Warum sollte ich da killen? Warum sollte ich mich von zwei Leuten sehen lassen, einfach killen? Das wäre der dümmste Kill ever. Weißt du, was auch sehr komisch ist, dass Tim Horus ja kein Porn-Acting hat und rumschreit? Ja. Was? Oh mein Gott! Oh mein Gott, neben uns getötet? Franz und Barso sind tot! Wow! What? Oh. 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 Franz killen und Barso! Hallo, Matti. Findest du Fußball noch so langweilig? Ich bin dafür, dass Matti und Caruso im Poste sind. Nein, sind wir beide nicht. Sind wir beide nicht. Okay. Wurden ja nur Meinungen ausgetauscht, oder gerade? Also war ja nicht. Ach so, ja. Nice, ich habe schon eine Person von meiner Theorie überzeugen können. Wird langsam. Ah, die Lache könnte es gewesen sein, Timit. So, also. Nächstes Meeting 3, Matteo. Matteo Horus hat gelacht. Meint ihr? Oh, hier wurde auch was aufgestellt. Also wir wissen, dass ein Morphling drin ist und ein Guesser. Ein Evil Guesser. Das Problem ist, ich kann nicht revealen, dass ich Swapper bin, weil sonst sterbe ich. Ich kann als Swapper übrigens nicht fixen, merke ich gerade. Cool.
Also eigentlich sollte es im Interesse der Imposter sein, mich am Leben zu lassen, weil ich ja sus bin. Aber das heißt ja nichts. Die können mich ja trotzdem einfach killen. Oh, Kameras sind nicht an. Obwohl Timid... Ah, der ist wieder rausgelaufen. Okay. Ich dachte gerade, Timid faked Cams. Wir könnten mal Communications starten. Hey, Na du. Ich freue mich, dass du endlich den Balkon erfunden hast. Danke. Passend zum Wetter. Dankeschön. Kein Ding. Nur für dich. Genieß den Balkon. Djiburi ist hier gerade vorbeigelaufen. Hat sie hier eine Leiche hinterlassen? Oh mein Gott! Oh, ich hätte vielleicht warten sollen. Der liegt bei Lights. Also ich bin in Lights gerade rein von rechts oben. Oh geil, oh, wir können euch ausschließen. Bist du? Ja. Was? Moment mal. Also ich fange mal an mit dem Ausschließen. Blesk war mit mir ein Specimen, ist dann hoch zu Lab. Und kurz danach wurde reportet, keiner von uns kann es gewesen sein. Und wer wäre die Person in Communications? Das bin ich und ich war eingesperrt. Und Djiburi, du bist unten an der Tür langgelaufen. Warst du das oder war das ein Morphling? Timid, bist du gerade fresh? Ich war gerade in Electrical. Ich bin gerade reingegangen. Mit Djiburi. Du bist gerade in Electrical reingegangen. Okay, wer war gerade zum Ende am Baum? Ich bin Weapons Communication. Aber wo weißt du das, Caruso? Ich war am Ende. Halbes Jahr born, wow. Also ich hatte dich gesehen von meiner Theorie. Ich hab dich geclosed for Lifeline. Lass mal. Und Timid ist dann nach rechts raus und jetzt am Ende waren drei Leute Electrical, einer am Baum. Bedeutet Leiche, Tim Horus, Djiburi waren vor Electrical, einer war vom Baum. Also nicht Tim Horus, ich bin Timid. Und wer war am Baum? Tim Horus war am Baum. Tim Horus, Djiburi und die Leiche sind in Electrical. Genau, und einer von euch dreien hat gekillt. Ich will gerne nochmal die Theorie von Blesk hören, weil die wird mich jetzt nochmal belasten. Meine Theorie ist, dass Matteo und Caruso einem Poster durften. Wie du also, Donner, ich bin immer bei dir, aber da auf gar keinen Fall. Wir wissen, dass den Kill entweder Djiburi, Tim oder Timid gemacht haben muss. Ah, okay. Das muss so sein. Ja, okay, dann ist das so. Donner bläst im Lab. Djiburi und ich sind gleichzeitig in Electrical rein. Djiburi, würde ich jetzt sagen, ist raus. Caruso war ein Lifeline, I don't know. Weil meine Admin-Info stimmt, Djiburi, weil ich Mantle gecallt habe. Mantle hat gesagt, ja, er war sogar eingeschlossen. Dona und Fles habe ich in Decon oben einen von euch rein. Ist ja auch nur ein Kill gefallen. Du kannst ja trotzdem einfach den Zeitpunkt verzerren. Und ja, das. Der Zeitpunkt. Okay, aber Timid weiß ja, Timid weiß, dass der Zeitpunkt ungefähr du warst Lifeline, letzte 10 Sekunden sein müsste. Weil Djiburi, Tim Horus, Timid, einer von euch ist mindestens einer. Ich glaube tatsächlich, da sind zwei unter euch. Jetzt ist die Frage, ob Matteo diesmal drei Votes haben wird. Ich werde jetzt gar kein Vote haben. Ich war nämlich eingesperrt. Oh, okay. Oh, scheiße, zwei. Das war knapp langsam. Mega knapp. Also ist schon ein bisschen knapp. Jetzt müsst ihr langsam mal aufhören. Ihr müsst langsam aufhören. Oh, ich bin mehr beim Skip. So, okay, machen Licht an. Ich habe keine Ahnung. Ich glaube, Caruso war es wirklich nicht. Zumindest den Killer da auf keinen Fall gemacht. Und den Kill davor glaube ich auch nicht, wobei ich mir nicht mal sicher bin. Er könnte den gemacht haben. Aber der war 5 Sekunden alt, meinte Dona. Ich kann das Licht eh nicht fixen. Wir gehen mal so lange in die Cams. Alle drei laufen raus. So, da unten sind die. Dona geht ins Labor. Timid ist. Djiburi läuft raus. Djiburi läuft runter. Caruso, Timid. Oh, Timid laggt. Ich glaube, Timid will zu mir. Kann das sein? Ich sterbe jetzt, wenn er jetzt kommt. Ich muss hier wegrennen. Ich muss vor. Oh mein Gott, er kommt. Er kommt. Ich bin tot. Wir haben sogar einen Morphling. Also Caruso, das mit dem Morphling habe ich aber in der ersten Runde schon gesagt, ne? Ja. Das stimmt allerdings. Ich habe gerade getötet und ich gehe davon aus, dass Djiburi hier Vlesk umgehauen hat, weil Djiburi hat mich gecrossed als einziges mit Sampling Time. Das stimmt aber nicht. Dann, ich bin gerade durch Caruso gelaufen. Du bist? Von Lifeline. Aber ich war gerade bei Lifeline. Da war Vlesk am Leben, dann bin ich weggegangen. Dann ging das, also Licht war aus. Dann bin ich zurückgelaufen und dann war der Report-Button da. Und kurz davor bist du aus diesem Lifeline-Raum an mir, durch mich durchgelaufen. I guess, wenn du davor schon sus warst, bist du es gerade. Caruso hat gekillt. Caruso. Ja, es war quasi ich, aber es war der Morphling. Hat das jemand gesehen? Hat jemand doppelt gesehen? Ja,
Hat jemand zwei Karusos gesehen? Ja, das ist der. Ist Lightes aus, Timmit. Das kann keiner gesehen haben, außer ich, weil ich durch Timmit durchgelaufen bin. Oh. Pass auf, die Tars sind halt noch nicht fertig. Wir können an der Stelle hier einfach Donau Flame und Donau Broken. Ja, pass mal auf, Caruso. Ich hab 10 von 10. Ey, Donau. Screenshot of a lie. Ich hab 10 von 10. Und du? Ich habe auch 10 von 10. Aha. Caruso, du warst am Anfang der Runde, warst aber in Electrical mit drin und da waren ja auch Timmit und Jiburi und, oder? Das heißt, nee, Caruso war nicht bei uns. Nee, ich hab Jiburi und ich sind wann? Achso, jetzt gerade eben. Ja, das stimmt, das stimmt. Jetzt gerade. Aber ich meine die letzte Runde, da war Jiburi und ich alleine mit der Leiche in der Leiche. Ja, aber nee, diese Runde. Wer war diese Runde alles bei Lights? Ja. War Tim Horus bei Lights? Nee. Ich war Lights. Ich war Lights mit Lesk, oder? Warte mal. Ja. Caruso, Lesk und ich, glaube ich, oder? Ja. Also ich bin ich aus glaube, Westmans nur Jiburi kann mich gesampelt haben. Glaube ich nämlich oder auch. Überlebtes nee. Sampling eine Runde. Aber, oh, ich habe so Angst, dass ich mit Caruso und mit Matteo. Keine Ahnung. Nee, ich bin's nicht. Das Sampling überlebt, glaube ich, nicht. Das mit dem Sample ist halt auch weird, weil es hat keine... Nee, ich glaube, ich bin bei Jiburi. Dona, ich weiß, dass du Crew... Ja. Lass Jiburi voten als Crew. Dann Caruso. Oh, okay. Oh, okay. Ich glaube, Jiburi stimmt aber, weil sonst. Ja, ich glaube auch. Sonst wären's, ja, weil es 3-3 ist. Ja. Perfekt. So, Jiburi ist also Nummer 1. Wer ist dann Nummer 2? Wer hat gesagt, nee, lass nicht Jiburi voten? Ich glaube, Caruso, Dona und ich sind die Crewmates. Und das bedeutet dann, dass Tim Horus und Jiburi wahrscheinlich. Ja, ich kann das nicht fixen. Ich kann es immer noch nicht fixen. Tim Horus und Jiburi sind dann die Killer. Ja, perfekt. Ja. Das heißt, nice. Warte, darf ich was sagen? Aber ich weiß nicht, ob ich das sagen darf. Ich hoffe, ihr habt nicht die Regel dafür. Sag mal, was du sagen willst, bevor du es sagst. Ich? Du willst eine Rolle revealen? Ja, toll. Willst du deine Rolle revealen? Mach lieber nicht. Nee, ich will, also ich oh, ich bin so gemein, ne? Ich könnte so ein 31er sein. Ich weiß eine Rolle von einer anderen Person. Und, aber hä, warte, wie geht das? Ich habe jemanden geschriftet. Okay. Und ich weiß jetzt nicht, inwiefern ich das sagen kann, aber ich weiß mindestens eine Person, die was ist, und ich könnte mir vorstellen, wie die Votes gerade waren, dass die Person dann auch Imposter ist. Und jetzt muss ich leider gegen die Person spielen, weil die Person vorher... Nein, wenn du Imposter schriftest, bist du tot. Nein. Ich habe keinen Imposter geschriftet. Ich habe Bless geschriftet. Aber ich war mit... Tim mit Lover. Ich weiß nicht, ob ich das sagen darf. 4 von 10 Tasks. Und ja, so wie die Votes ausgefallen sind und weil du das mit Caruso gesagt hast, kann ich mir vorstellen, dass du dann maybe Imposter warst. Du warst nämlich auch da oben. Aber ich weiß es nicht. Aber deswegen bin ich auf jeden Fall raus aus der Geschichte. Bevor ihr mich votet. Also von den Votes gerade eben waren es ja so, dass Dona, ich und Caruso, wir haben Jiburi gewotet, glaube ich, ne? Ich bin verwirrt, weil Jiburi hat mir das Light gefixt, wo 2 Kills gefallen sind. Und deswegen habe ich Jiburi rausgenommen. Dann müsste es für mich jetzt Tim Horus oder Caruso sein. Nee, Caruso ist es nicht. Timmit, dann bist eher du. Jetzt aber woher weißt du, dass es Caruso nicht ist, Matteo? Warum war denn jetzt eigentlich drin, dass es Jiburi am Ende war? Das lässt mich ehrlich gesagt auch eher bei Timmit sein. Wegen Caruso, der das behauptet. Dass und ich ihn... Hat Mental nicht gesagt, wenn 3 Votes auf Jiburi sind, dann ist es wohl eher Jiburi. Ja, aber wieso bin ich denn in der... Ich bin ja ehrlich gesagt eher bei Timmit, bei der... Wieso bin ich denn jetzt da drin? Weil Jiburi... Also Timmit... Weil das mit dem... Timmit, kannst du es mit dem Lover bestätigen? Das denkt man sich doch nicht aus. Kannst du es mit dem Lover bestätigen, Timmit? Doch, ich bin Lover, ja. Ich bin Lover. Mit wem? Aber ich sag nicht meine Rolle. Ich war mit Jiburi Lover. Du warst mit Jiburi. Jiburi hat dann getauscht mit Blesk und war dann nicht mehr Lover. Und warum bist du dann aber nicht gestorben? Warum bist du nicht gestorben? Weil Blesk schon tot war. Weil Blesk schon tot war. Okay. Ich bin aber trotzdem bei Timmit. Weil sonst wäre Timmit tot. Nein. Oh mein Gott, ich hätte Tim Horus voten sollen. Oh mein Gott. Ich bin alleine Lover vorne. Again? Alleine Lover? Vor allem haben wir doch alle... Ja, das ist ein Chuck oder so, whatever. Ey, everybody spam report. Ja, wir sollten Tim Horus voten, weil der ist der sicherere Vote. Okay. Entschuldigung. Ich kann nicht mal einen Button drücken als Swapper. What the fuck? Die werden vielleicht Alarm drücken. Statt Licht aus. Sind es Tim Horus und Caruso? Ich werde an den Button laufen. Yo, let's go. Come on. Come on. Wenn Caruso guter ist, drückt er mit. Wenn Caruso guter ist, drückt er mit. Er drückt nicht. Doch. Oh mein Gott. Tim Horus tötet mich jetzt, oder? Tötet er mich jetzt? Hier ist eine Tür, ich bin tot.
Let's go, Tim Edge! Oh Gott, Tim ist Ding, Alter! Tim und Tim! Das klappt, Tim. Mein Herz, Tim mit. Wie haben wir denn zwei Meetings geteilt? Gut gespielt. Keine Ahnung. Oh, unlucky GG. Gut gespielt. Wer war von euch der Morphling? Dass ich Lava verliere. Ich war das. Let's go! Der Shifter-Lava ist sehr gefährlich, Leute, weil Shifter-Lava kann sich wegschiften und den Imposter-Kollegen dann halt einfach exposen. Mhm. Hat sie ja so gesehen auch gemacht. Das ist auch voll okay. Du hast der Timmy sogar gesaved, du hast dir selber gewotet gerade. Ich hab mich selber gewotet? Ja. Was? Ja. Echt? Ich war verwirrt, weil ich dachte, ich hab gar nicht gewotet. Nee, du hast nicht gewotet. Nächste Runde mach ich Task, aber es lag nicht in den Task, oder? Nicht votet. Und deswegen... Ah, du hast nicht gewotet, oh. Oh, nein, okay, Meeting kann man nicht. Haben wir bei Lover nicht eigentlich an, dass auch andere Konstellationen funktionieren? Also Sheriff, Lover und Co.? Ja. 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 Geht alles, ja. Also ich bin halt nicht geschaut, weil in der Runde schon tot war, wisst ihr? Ja. Halt der Lover stirbt ja nur, wenn sein Lover-Kollege stirbt. Also in dem Moment, in dem der eine Lover stirbt, stirbt der andere. Wenn du jetzt aber jemanden shiftest, die Person dann stirbt und du nach dem Meeting passiert der erste Shift, dann ist die Person ja schon tot. Sprich, er stirbt nie, während du Lover bist. Und deswegen stirbt der Lover auch nicht. Ey, war ganz cool. Matteo, war das im ersten Meeting wirklich toller LOL oder hast du mich wirklich killen? Nee, ich hab Nein, das war genauso, wie ich es gesagt habe. Ich hab halt ein bisschen mitgespielt, aber ich dachte, das ist so, wir versuchen da jetzt was zu baiten. Nein. Ich dachte, ihr seid beide Imposter, weil ihr habt einfach ein komplettes Meeting mit euch beiden geredet und niemand mehr erzählt, was wirklich passiert ist. So, ich hab gesagt, was passiert ist. Eine fette Planung. Ich hab's mitbekommen, was du gesagt hast, ich hab auch geglaubt. Ja, aber Caruso hat getrollt und deswegen dachten wir halt alle, ihr lügt beide einfach. Kommt, als ob ich jemals getrollt hätte. Also ich hab einfach gesagt, was ich gesehen habe, dass ich einen zweiten Caruso gesehen habe, der getötet hat und dann in den Schacht gesprungen ist. Aber Dona hatte übrigens 10 von 10 Aufgaben. Ich bin sehr stolz auf dich. Aber wer hatte denn sie nicht fertig? Tiburi. Aber war ja Lava. Viel Spaß. So. Okay, Evil Guesser. Das heißt, wenn wir jetzt die Leute gut beobachten, können wir die rausnehmen, ohne zu töten. Das wäre doch geil. Office Swipe Card. Fix Wiring. Okay. So, ich fake die jetzt kurz, bis einer kommt. So, Jiburi. Am geilsten wäre es eigentlich, wenn wir den Dings finden. Den. Aber warte mal, ich bin gar nicht mit Blesk. Ich bin mit Barso, bin ich. Mit Barso bin ich. Scheiße, weil die so ähnlich aussehen. What the fuck? Okay. Ja, ich würde eigentlich lieber, bevor ich einen Kill begehe, würde ich lieber versuchen rauszufinden. Oh, na, das ergibt sich jetzt aber wirklich zu gut, leider. Scheiße. Mach mal hier zu. So, die werden jetzt vielleicht hochgehen und suchen. Ich versuche mal dahin zu laufen. Oh, da ist Carouser. Hier ist noch zu, geil. Ja, ist ja voll gut, dass noch zu ist. Das könnte jetzt risky sein. Ich hab dich, Donna, du bist dran. Oh mein Gott, ich hatte Angst. Ich bin vergessen weggelaufen. Hallo. Hi. Hallöchen, ich habe Jiburi auf dem Medbay-Scan gefunden. Oh. Die ist wahrscheinlich so beim zweiten Light gestorben. Ich weiß es nicht so ganz. Timurus ist gerade wahrscheinlich beim Reporten gestorben. Timurus war zuletzt in Weapons. Ja. Mit wem? Ich hab nur Horus durch die Wand glitschen sehen. Ich war mit. Wisst ihr, was das war? Das war wahrscheinlich so ein Shifter, Self-Kill. Nee, das passiert erst danach. Ach so, weil es war wirklich mit dem. Also, ich war in Lifeline mit Jeff und Matteo war unterhalb vom Admin. Und wirklich,
in der Sekunde, wo der Report kam, ist es rot geworden. Also es war, aber man kann, glaube ich, nicht so schnell also self-reporten, wie das gerade war. Schreib war die Farbe bitte. Aber Chiburi wurde doch reported. Genau, Chiburi wurde reported. Und Tim Horus hat bei mir kein X. Medbay. Nee, das ist ja, der ist gerade erst gestorben. Ist. Aber er ist tot oder was? Oder? Ja, rollen, es wird doch trotzdem noch auf der Lifeline. Ja, ja, ja. Letzte Sekunde wahrscheinlich, ja. Aber ich kann halt Tim Horus nicht self-reporten, wenn ich Chiburi reporte, außer Tim Horus liegt es oben. Es kann auch sein, dass es ein Imposter war, die beiden Kills. Funktioniert erst nach dem Meeting. Ja, genau, ja. Auch das. Djibouti ist sicher nicht, aber das war trotzdem okay. Super schnell. Ich glaube, es ist Caruso. Ja, okay. Nein, Caruso ist bei mir. Auf der linken Seite waren Tim Horus, entweder Basel oder Flesk, ich habe nur den Skin gesehen. Oh, shit. Jetzt gerade? Nee, vor 20 Sekunden. Ja, aber Djibouti ist, bei den Wasserrädern Djibouti ist mindestens 20 Sekunden tot, wenn nicht sogar noch länger. Ja. Ich habe sie Lifeline gesehen, bin dann losgelaufen Richtung O2 und da lag sie nicht. Da kam mir entgegen... Wer kam mir denn entgegen? Caruso und Jeff. Richtig, ja. Hä, aber Matteo, du kamst doch gerade rechts in Office rein. Ja, vor 10 Sekunden. Ja, aber ich bin da wieder zurückgelaufen. Caruso Lights hat mich gestorben. Da gesehen. Ja, Djibouti ist während des ersten Lights gestorben. Das kann ich wegen Lifeline, da war ich auch an der Lifeline. Für den Kill kann ich Baso rausnehmen und Jeff und Mental. Ja, ich kann Dona rausnehmen. Ja. Die beide sind im Specimen. Aber den Kill an Djibouti hat Franz gemacht und nach 30 Sekunden self-reported. Ja, genau. Das kann gut sein. Ich auch. Oh, lag sie überhaupt? Hat es jemand gesagt? Medbay-Scanner. Wer war denn im Labor? Zwei Leute waren im Specimen, die waren es wahrscheinlich. Mhm. Mhm. Nee, Dona und ich waren die ganze Zeit beim Fang gespielt. Mhm. Tim mit Dona und Basis sind, glaube ich, beide raus. War jetzt sehr riskant. Sorry, Horus, lass mal einfach skippen, ja. Ja. Hast du jetzt Panik reported? Aber wir müssen, nee, der war halt da und ich drücke auf alles, was rot ist. Ich glaube übrigens. Pass auf Djibouti, ich habe Djibouti nicht getötet. Ich glaube übrigens, dass Franz lügt mit dem. mit dem Todeszeug. Ja, das ist kein Meeting mehr, Caruso. Das ist kein Meeting. Achso, also erstmal ist es falsch und dann ist kein Meeting. Okay, und ist es kein Meeting, by the way? Das ist kein Meeting übrigens. Du bist kein Meeting, Timmit. Das stimmt, ich bin Tim. Ja. Timmit. Okay. Ja, sorry, ich bin neben meinem Kochen. Ich war kurz auf. Dona, weiter geht's. Schon wieder. Dona, die kocht? Okay. Nicht 22 Uhr am Dienstag, oh, werden morgens kommen so, Bock auf einen Schnitzel, Alter. Ich glaube, ich stelle mich nochmal ein Herd, Dona. Ist mich aber Türen wurden zugemacht. Also, wir haben jetzt natürlich den allerriskantesten Kill an Franz gemacht, in der letzten Sekunde, die möglich war. Ich würde jetzt eigentlich ganz gern chillen, weil wir haben jetzt zwei Kills gemacht. Baso könnte mal versuchen, die nächsten Kills zu machen. Das wäre ganz nice. Hm, vielleicht kann ich aber mit Baso ein bisschen chillen. Wir geben uns gegenseitig Alibi. Das wäre ganz geil. Hm. So, Vlesk, Dona. Dona geht, Timmet geht runter. Vlesk geht, okay, Vlesk geht ins Labor. Wollen wir Vlesk vielleicht mal einen kleinen Besuch abstatten? Nein, wollen wir nicht, weil Jeff kommt da. So, Caruso ist hier. Ich suche den Planeten. Hä, Vlesk hat gefaked. Vlesk hat gefaked. Niemals hat er so schnell das gefunden. What the fuck? Niemals hat er das so schnell gefunden. Warum Fake Blessed Task? Gibt es... Dann muss er Jester sein. Dann muss er Jester sein. Vlesk ist also Jester. Ich muss Vlesk töten dann. Wenn der rausgevotet wird, haben wir ein Problem. So, lass uns mal ganz kurz Admin checken. Um zu schauen, wo die Leute sind. Franz lasse ich auf jeden Fall am Leben. Vlesk ist tot. Dann liegt er wahrscheinlich hier irgendwo unten. Kommt Baso. Ah, oh, ich hätte gerade killen sollen. Gang, gang, was geht ab? Yo, what's up? Nochmal Self-Report, Franz? Ja, diesmal an der fast gleichen Stelle, nur dass ich wieder mal Caruso und Mental beschuldigen möchte. Warum? Dona kann ich für den Kill rausnehmen. Mental kam gerade von rechts in Office rein. Ja, und ich war in der Kamera. Caruso war der Letzte, den ich in Lab zurückgelassen habe, bevor ich ins Specimen reinging und Dona gefunden habe. Und Flash liegt jetzt genau dort, wo Caruso das letzte Mal stand. Wenn... Ja, du sagst im Labor, oder was? Mhm. Ja, und wie soll ich dann von der Kamera den Kill gemacht haben? Ich weiß nicht, ob du in der Kamera warst. Ich war ja Lab-Specimen, da sehe ich keine Kamera. Hat einer gesehen, dass Kameras an waren? Das war ich. Ich war das. Das ist eine Lüge, Matteo. Nein, Tim, ich war in den Kameras. Oh, dann war das ein Morphling. Außerdem was laberst du? Der Kill war, als Jeff und ich in Specimen waren. In Specimen waren? Nee. Ja.
Ihr könnt überhaupt nicht sagen, wie alt der Kill ist. Weil ich habe einen blauen Bildschirm gehabt gerade. Ich hatte nur 8 Sekunden blauen Bildschirm. Muss mal putzen. Also es waren 2 Leute im Lab, es waren 2 Leute in Specimen und da war Flash schon tot. Die 2. Person im Lab ist sehr wahrscheinlich der Killer. Wenn sich Jeff und Caruso rausnehmen, sind es entweder beide oder einer holt sich beim anderen ein Alibi. Und die 2. Person, die aus Lab rauskam, ich weiß nicht, ob es Matteo war oder nicht. Okay, warte mal, ich sag dir jetzt mal, ich bin aus Lab in Specimen rein. Und wenn der Kill dann da passiert ist, wo 2 Leute in Specimen sind, dann nehme ich uns beide raus. Weil das ist ja. Wen nimmst du raus, Jeff? Dich und Timmit? Caruso. Nee, Caruso und dich. Hast du mich etwa im Verdacht, war so? Können wir noch mal ganz kurz sagen, wie alt, also wann der Kill ungefähr war, wie lang der ist, Franz? Ich töte dich gleich. Weißt du das? Dona, war der Kill schon, als du von Lifeline gelaufen bist? War Flester schon tot, Dona? Ich glaube, Dona kocht gerade. Wer hat Licht angemacht? Also, ich war kurz... Licht habe ich... Nein, ich habe das... Tim, jetzt sag mal... Willst du mich verarschen? Er war schon tot. Ich war das nicht, Und er war schon tot, als ich raus aus Specimen bin. Und Franz ist danach hochgegangen. Okay. Ich habe geskippt, by the way, weil hier zu voten ist zu riskant. Weil ich bin der Imposter. Ich denke, Franz ist es. Das ist eine gute Idee. Ja, so nee, ich glaube, dass Franz dreimal self-reporten würde? Ja, so. Nächstes Mal ist es das zweite Mal, wenn überhaupt. Ja, sorry. Timmit, warum hast du jetzt zweimal schon gelogen? Du bist kein Jester, oder? Ich bin nicht Jester. Nee. Ich sage, es sind Barso und Caruso. Also Caruso ist halt nicht und Barso. Ich habe den Stream aufgemacht, die sind beide Imposter. Ach man, Timmit, du hast deinen Stream, also mach den Stream zu. So. Okay, also wir laufen mal raus. Also Franz wird schon gerade hart geframed. Ich weiß halt nicht, ob wir das jetzt eher ich hätte gerade eben Kill machen können an Jeff, ne, in der letzten Sekunde noch. Das wäre richtig wild gewesen. Ich wollte gerade noch draufdrücken, aber hat nicht funktioniert. Jetzt habe ich mich selber eingesperrt, oder? So, wir laufen unten raus. Licht geht aus. So, Carouser ist da drin. Lauf mal mit Franz rum. Vielleicht kann ich mir ein geiles Alibi bei Franz holen. Wenn Barso jetzt einen Kill begeht, das wäre richtig geil. Oh, da ist ein Kill. Das war schlecht. Oh. Oh. Timmit ist gerade eben gestorben. Ja. Ja, ich habe noch im Dunkeln Mentals Namen gesehen, wie er nach unten gelaufen ist. Wo denn? Im Office. Nee, ich bin mit Franz. Also, ich bin mit Franz ins Office gelaufen und ich bin nicht mehr im Office. Wo bist du jetzt, Mental? Ich bin rausgelaufen rechts. Wo? Nee, ich war am Admin-Table. Ja. Barso kommt gerade aus Specimen raus. Ich habe ganz kurz noch mit dem kleinen Lichtkill geguckt, wer da an der Tür steht. Sie stand an der Tür, habe ihren Namen gelesen. Wie hast du mich da gesehen? Ich war doch noch in Dicon drin. Warte mal. Ich habe deinen Namen nicht gesehen. Franz, hast du Timmit im Office gesehen? Der kam rechts rein. Der kam rechts rein, als ich raus bin. Ja. Und hinter dir liegt die Leiche, Mente. Genau hinter dir. Auf der T-Kreuzung. Was meinst du mit hinter mir? Was meinst du mit hinter mir? Ich bin... Du bist mir gerade gekreuzt. Nee, bin ich nicht. Ich bin rausgelaufen nach rechts. Ich glaube, dass Matteo eventuell einer ist. Nee. Ich glaube, Franz ist hier der sicherere Vote. Ich glaube nicht, dass es Barso ist. Ich glaube nicht, dass es Jeff ist. Ich glaube, dass Jeff möglicherweise recht hat mit dem, was Mental hier sagt. Ich glaube, dass Franz hier der einfachere Vote ist. Ich glaube, Caruso ist hier der einzige richtige Vote und wahrscheinlich dann Barso als nächstes, wenn Mental nicht komplett verloren ist. Ich glaube, wer ist gerade gecrossed? Caruso. Ja, aber ich würde jetzt Caruso voten. Als wir rausgelaufen sind, als ich reingelaufen bin in Comms und wer ist gerade mit Mental starten? Ich und Mental kamen von O2. Wenn Franz Caruso blamet, dann glaube ich, weil Caruso, glaube ich, ist es nicht. Caruso ist es 1000%ig. Nee, es ist ich Franz. Ich glaube, dass Jeff bei und Franz Crewmates sind. Jeff und Franz? Jetzt müssen, bei Caruso das bin ich mir nicht sicher und bei Matteo. Also ich würde halt Caruso gewotet. Nein, Caruso ist es nicht. Es ist Franz, dann ist es Franz. Es ist Mental. Sind halt Caruso nein, und Mental, Jeff, ich bin's nicht. Wie ich es in Runde 1 gesagt habe. Dona ist übrigens auch tot. Matteo? Ja. Ich glaube, dass Jeff und Franz Crewmates sind. Jeff und Franz sind Crewmates. Oh nein, sind Barso und Mental. Aber ich bin kein Crewmate. Also wenn, dann müsstest du auf Jeff... Nein, ich bin's nicht. Jeff, wie kommt ihr denn da drauf jetzt? Und warum? Ja, weil du Gesser bist. Ja, okay. GG, anyway. Ja, GG.
Ich habe probiert, den noch irgendwie auszugleichen, aber ging. Warum haben denn drei Leute Franz geworden? Ich wollte irgendwie ausgleichen. Ja, also komplett verloren sind. Also Schuss, Matteo? Matteo, hast du es gecheckt oder? Ja, aber es wäre doch jetzt voll. Ich dachte, guck mal, ich wusste, dass ich den Vote von Caruso habe und ich habe selber gewotet. Warum das Risiko eingehen, dass ich falsch gesse ja, und wir die Runde wegwerfen? Matteo! Ja, ja, also ich dachte auch so, Baso, baute doch einfach, statt zu sagen, ja, Crew, Crew. Ja, sie war ja Eraser. So, aber ich so, war nicht Crewmate, denkt ihr, Baso. Denkt ihr, Matteo rafft den Hint? Ja, ich wollte auch nicht fragen, weil... Also, alles gut, Timmy, ich hatte dich geschildert. Matteo sagt, ich bin kein Imposter. Aber Franz, wieso hat man nicht erstmal einen Safe Vote gemacht? Caruso war für mich der Safe Word. Ich dachte nicht, dass Matteo Safe Word ist, weil ja Timmit da reingelaufen ist. Caruso war hinter uns. Ich konnte ja Caruso die Runde davor immer rausnehmen. Also der letzte Kill von mir war richtig schlecht einfach. Ich habe gekillt und bin einfach direkt in Jeff reingelaufen. Ja. Ey, aber war sehr subtil, Linda. War sehr subtil. Ja, sehr gut, Linda. Ja, so genau beim Report, glaube ich. Was war da mit Tim? Ja, Tim habe ich genau gekillt, als Report gedrückt wurde. Also genau in der Sekunde, ja. Das war dann halt bei. Ich habe Locken. Lockige Haare. Oh, Timmel! Ich hab dir ganz ehrlich Schild gegeben und dann ist mir irgendwann aufgefallen, dass ich Timmel bin. Meine Herren, Timmel. Oh. Ach so, jetzt check ich's erst, Baso, du warst die Razor und deswegen wusstest du, dass sie... das hab ich nicht gecheckt. Ich dachte, du gäst das. Ja, ich bin ein bisschen dumm, sorry. Oh mein Gott. Alles gut. So, ich hab das nicht gewusst, dass es safe ist. Ich hab gerade eine Task gefaked. Wen tracken wir? Wir tracken Baso. Nee. Wir tracken, doch, Baso. So, Baso wird getrackt. Timmit läuft runter, Djibouri. Timmit, war das Caruso? Der dritte? Weiß ich nicht. Wir lösen jetzt diesen Fall. Ich werde jetzt mein komplettes Gehirn benutzen. Also das Ganze. Also im Prinzip 100% meines Gehirns werden jetzt benutzt, um diesen Fall zu lösen. So. Okay, was haben wir hier? Keiner tot. Kameras sind allerdings an. Ich müsste ins Specimen gehen und eine Task machen. Warum fixt keiner? Was soll das? So, jetzt wurde gefixt. Dona läuft vom Light weg. Es wurde bereits gefixt. Da ist auch nichts drin. Kameras sind aber aus. Caruso Fake Cams. Oder was? Jetzt gerade war Licht erst an. Wie lange war Caruso da schon drin? Ist Caruso unser Imposter Nummer 1? Das ist die Frage, die wir uns stellen müssen. Ich habe Angst vor Tim Horus, deswegen laufe ich einfach durch. Kamera ist an. Sehr gut, Caruso gibt uns Alibi. Ist immer noch niemand tot. Ich gehe jetzt ins Labor alleine, werde da sterben. Baso ist unten irgendwo bei O2. So, bitte lass mich nicht sterben. So, wir machen mal hier ganz schnell. Was ist das? Das Ding. So. Bewegt sich Baso noch oder ist sie tot? Sie ist jedenfalls unten. Jeff hat mich gekreuzt. Wer ist das? Das ist Caruso, der gestorben ist. Baso ist Killerin. Ich hab den Imposter. Ich hab den Imposter. Wo liegt der? Hallo. 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 Ich hab Caruso gefunden in den Security. Im Security-Raum. Mhm. Oh. Caruso war fast die Hälfte der Runde, also die zweite Hälfte der Runde war der komplett in Camps. Mhm. Hast du ihn getötet, oder? Nee, ich habe ihn da am Anfang, also Hälfte der Runde gesehen, bin dann weggegangen und die Camps sind nie ausgegangen. Okay. Und da liegt er noch da. Mysteriös, also. Mysteriös. Hat jemand von euch Licht gerade angemacht, oder war das Caruso selber? Ja, Matteo, war das? Nee. Nein, ich war im Labor. War das? Aber du hast nicht in Security geguckt, oder? Mhm. Ich bin direkt runtergelaufen. Mhm. Und bin dann aus der Tour rausgegangen. Flesk ist sehr leise. Er ist Imposter. Flesk, kannst du kurz mal brüllen? Bitte nicht. Aber nicht so laut. Bitte nicht. Baso, bevor du reported hast, wo warst du da? Warst du aus dem Imposter? Mental und wahrscheinlich Baso. Nee. Das war nicht. Ich weiß gar nicht, wo ich vorher. Ich weiß gar nicht mehr, wo ich vorher war. Vielleicht kommst du oder so? Ich habe irgendwie nicht so. Ah, nee, ich war in Weapons unten. Okay. Und dann ist es dunkel geworden und keine Ahnung, irgendjemand hat Licht angemacht und dann bin ich nach oben gelaufen. Okay.
Ich bin eh verwirrt. Ah, ich weiß, ob ihr das glauben sollen. Getauscht habt. Also ich, Jeff und Franz standen in Lifeline, da war niemand tot, oh, und dann bin ich ins Lab hochgelaufen und dann ist Caruso gestorben, sprich zeitlich wäre es für Jeff und Matteo, Jeff und Franz, glaube ich, schwer, den Kill zu machen. Ich bin ja auch in den Lab reingelaufen. Ja, Matteo kam gerade rechts rein. Oh, dann weißt du, dann kannst du mich ja vorher rausnehmen. Das ist richtig. Ich war im Labor drin. Jeff, spielen wir mit Tracker? Hast, wann er gestorben ist. Spielen wir mit Tracker? Mit Hacker. Ja. Tracker, ja. Okay, ich habe Matteo getrackt. Ich habe dich auch getrackt. Hacker meinst du? Meinst du? Jeff, als wir uns im Dunkeln gecrossed sind, bist du da zum Licht gelaufen oder ins Labor? Ich bin so ins Labor reingelaufen mit Fless wahrscheinlich. Im Dunkeln. Ja. Das Kill ist 7 Sekunden alt. Hm. Ja, ich würde sagen, zum Abschluss. Ich glaube, es ist Paso. Ja, klar, ich mache den Kill da und reporte den. Nee, du bist halt nochmal eine Runde gelaufen. Nee, ich glaube, Baso war es nicht. Oh. Ich habe Mente und Fless geswappt. Ah, nee, du bist tot in 3, 2. Natürlich, das musst du doch vorher sagen. Ach so. Du hast nämlich da so einen Pfeil im Popo, Baso. Also Jeff hat ja gerade gefaked, dass er Swapper ist, um den Guesser zu baiten. Ich glaube, dass ihn das rausnimmt als Imposter. Also das heißt, dass Jeff ist kein Imposter. Baso, der Pfeil hat die ganze Zeit nach unten gezeigt. Das heißt, diese Angabe mit, dass sie in Weapons war, davor, dass sie davor in Weapons war, die stimmt. Das heißt, Baso würde ich auch rausnehmen als Killer. Muss ich kurz konzentrieren. Warum sind alle hier unten drin? Scheiße. Sag mir nicht, dass neben mir liegt. F in den Chat für Jeff, der liegt an der linken Spitze des Office-Gebäudes im freien Feld. Wir können jetzt gut rausnehmen. Wir können gut rausnehmen, weil Timid war gerade im Specimen, Djiburi beim Specimen und Tim Horus auch. Yes. Ich kann bestätigen, dass die beiden draußen sind, weil ich im Lab war. Wo warst du, Flask? Specimen, ich mache einen Download gerade, ich nehme euch. Ich war in der Task. Also war ich? Okay. Djiburi, warst du nicht da drin? Wer stand da gerade? Matteo und? Timid, oder? Timmy. Ah. Ich heiße Timmy. Ja, Timmy und Matteo waren im Specimen. Dann sorry für die Verwechslung, es ist nicht Djiburi, sondern Vlesk war im Specimen. Ah. Mhm. Also Mental, Tim Horus, Timid, Vlesk im Specimen, richtig? Timid. Tim Horus, Vlesk. Nicht Tim Horus. Mental. Ja. Doch, Tim Horus auch. Okay, cool. Und ich habe sie reinlaufen sehen. Ja, Matti, Chrissy und Timmy. Genau. Okay. Okay, warum sollte ich dich jetzt hier nicht schon wieder voten? Chris? Weil der Kill, keine Ahnung, vielleicht so 3 Sekunden alt ist. Ich habe gerade meinen Boardingpass gescannt und bin dann wieder an die Lifeline und war davor schon an der Lifeline und dann war er tot. Also der ist gerade erst passiert vor 3 Sekunden, der Kill. Das ist aber eine sehr ernste Stimme. Ich stand an der Lifeline und hab's gesehen. Also, und Djiburi, warum tötest du denn Jeff auf freiem Feld? Ja, das ist das jetzt. Sollen wir jetzt rumscherzen oder was? Achso, sie. Sorry. Wie alt der Kill war, aber... 3 Sekunden. Eigentlich würde ich sie sogar fast rausnehmen. Wo war der Kill? Obere linke Ecke, Office-Gebäude im freien Feld. Kill ist nicht 3 Sekunden. Also, wer auch immer den Kill auf dem Feld gemacht hat, ist echt krass. Nicht. 1 Sekunde. Nee, wir haben ein Problem. Das wollte ich nicht damit sagen, du warst nah dran, aber es sind 4, nicht 3. Wir haben ein Problem. Ja, wir können Baso, wenn wir einen Sheriff haben, wir können Baso nicht rausnehmen, weil ich habe sie geschildert ganz am Anfang, weil wir letzte Runde zusammen im Poster waren. Das heißt, wenn. Ja. Es hätte ja nicht gelogen. Ich war es auch nicht. Aber es ist halt. Also Matteo sagt, er ist Medic und Vlesk sagt, er ist Sia. Nee. Du kannst den Todeszeitpunkt nicht wissen, wenn du im Specimen stehst, Vlesk. Also das ist ja völliger Troll. True. Nee, Lena hat schon recht. Okay. Weißt du doch gar nicht, ich kann doch auch lügen. Den Evil Guesser beten, mal bitte. Ich hab keinen Anhaltspunkt. Mhm. Alter, was? Stefan, nicht der Swapper, das ist ja... Ich hab dich nicht gewortet, Baso. Ja, auch geskippt. Sorry, ich war gerade auf Toilette, ich musste ganz dringend. Ich habe Baso gewortet und sie hat nur 2 Votes. Ich glaube, Baso ist die Einzige, die in dieser Runde in Frage kam für den Kill. Timid, Tim Horus, Vlesk und ich waren im Labor. Franz hat gefunden und der Kill war 3 Sekunden alt. Man killt nicht und wartet 3 Sekunden und reportet dann, oder? Also kann sein, aber weiß ich nicht. Djiburi und Dona waren beieinander, haben sich rausgenommen. Das heißt, es bleibt eigentlich nur Baso oder Franz mit dem Self-Report. Djiburi geht das Licht ausmachen, bevor es überhaupt richtig ausgeht. What the fuck? Wir wissen aber, wo ein möglicher Killer ist. Und zwar jetzt gerade in Specimen. So, sie ist jetzt in Specimen drin.
So, es sieht auch so aus, als würde sie wirklich ihre Task machen. Es sieht so aus, als würde sie wirklich ihre Task machen. What the fuck? Hallo. Jiburi liegt über Storage Richtung Lab. Tim Horus war sehr wahrscheinlich nicht der Killer, obwohl die Camps wieder aus waren. Ich bin gerade in Mental. Mental war wahrscheinlich auch nicht der Killer, der war in Lifeline, aber ich weiß nicht, wo Timmit liegt. Und Flash kam gerade aus Lab raus. Franz, ich bist war du? In Specimen. Sorry. Und Baso ist gerade in Specimen rein und Dona. Warst du auch in Specimen, Dona, oder bist du dann wieder rausgelaufen? Nein, direkt rein, rausgelaufen. Achso, es könnte sein, dass Jiburi und Timmit Lover waren. Die sind in der ersten Runde sehr viel miteinander rumgelaufen. Also war es ein Double Kill oder was? Hat das jemand Lifeline gesehen? Ich weiß es nicht, ob es ein Double Kill ist. Wenn Mental. Weißt du, wenn jemand Timmit liegt oder nicht? Welches Storage for Lab meintest du, Franz? Genau, Storage for Lab, aber das siehst du nicht, wenn du rausläufst. Also ich wusste auch nur, dass sie dort liegt. 20 Sekunden vom Labor aus in Specimen reingelaufen. Da sind Medona und Vlesk entgegengekommen. Also die sind dann auch wahrscheinlich aus dem Labor wieder rausgelaufen. Das könnte einer also von denen gewesen sein. Na, ja, Vlesk ist gerade raus. Aber also ich bin direkt rausgegangen und bin zu Electrical gegangen und bin dann in die Camps reingegangen. Da war halt niemand. Und ich wollte gerade Camps anmachen. Und dann wurde reported. Oh, Tim, wo bist du? Ich bin von den Camps gerade weggelaufen. Also ihr hattet ja gefixt. Ja, dann haben wir uns verpasst. Du und wer hat noch gefixt mit dir, Franz? Jiburi. Deswegen wusste ich, wo sie liegt. Jiburi, Tim, genau. Wo bist du? Ich bin dann unten in Office rein gerade. Also ich wollte gerade rein. Aber also kann mir mal ganz kurz abklären, wo Timmit sein könnte, weil vielleicht war es ja echt ein Double Kill. Okay, also ich habe nur ganz kurz eine Frage an Franz. Franz, wir haben uns an der Lifeline gesehen. Dann bin ich rausgelaufen auf der rechten Seite. Und dann hast du reported. Wie bist du so schnell dahin gelaufen? Bist du links raus? Fless kann dir sagen, dass ich ebenfalls aus Richtung Office kam und dann Lab am Eingang links abgebogen bin, weil ich wusste, dass Jiburi dort irgendwo liegt. Okay, krass. Weil wir uns vor Electrical, wir haben Licht gefixt und vor Electrical mit dem Gedings. Tim, was hast du für eine Rolle? Tim Horus wahrscheinlich. Ich bin Crewmate. Also ich glaube, es sind Tim oder Dona. Nein, ich war in den Camps drin. Ich habe sind wahrscheinlich Baso und Flesk. Okay, krass. Und Flesk. Oha. Die playen uns, aber ich habe keinen Anhaltspunkt, dass es beide sind. Oha. Aber so ein unangenehmes Gefühl. Baso bin ich mir sehr unsicher. Das ist schon GG, ne? Also wir können nochmal drücken. Warum sagt denn Flesk gar nichts? Flesk hat weder jemanden gecallt, er ist ja unten lang gelaufen. Shit. Er ist vorbei, ne? Soll ich drücken oder eher nicht? So, Dona ist hier. Dona ist unschuldig. Dona würde niemals so eine Task faken. Vlesk ist ein Killer. Der killt mich jetzt. Vlesk, geh weg, bitte. Nee. Ich glaube, Tim Horus war richtig dann. Wenn Tim Horus richtig war... Franz läuft raus. Vlesk bleibt bei Lifeline. Wir warten noch mal ein bisschen. Baso und Vlesk laufen raus. Okay, es ist Dona. Dona, bist du gerade in der Nähe von Baso? Weil es gibt noch die Möglichkeit, dass wir Morpher drin haben und Vlesk ist nicht gerade von Matteo weggesteppt und in den Band gehüpft. Nicht, dass ich mich erinnere. Schade, okay. Ich wollte gerade zum Reaktor gehen. Aber hast du mich gesehen, Base, vielleicht? Nee, da bist du, Franz, hast du reported links? Weil Camps. Bin ich Camps, ja. Also ich kann dir auf jeden Fall sagen, dass es Vlesk nicht sein kann. Ich war gerade an der Lifeline, da steht Vlesk die ganze Zeit dran. Ich bin rausgelaufen, bin zum rechten Reaktor gelaufen gerade. Das heißt, hast du mittlerweile eigentlich eine Armspannweite vermessen? Das heißt, nee. Einer von euch beiden muss es gemacht haben. Ich glaube nicht, dass du den machst und reportest. Aber mehr ich als glaube, du also ich bin, dann hier. Caruso. Ja, aber ich bin zum linken Reaktor hochgelaufen. Ich war nicht mal drin. In oh, wir haben Lava drin, ne? Oder? Ich habe keine Ahnung, aber ich war gar nicht drin. Also ich bin direkt zum linken Reaktor gegangen. Franz, bist du Swapper? Nee, ich bin kein Swapper. Aber wer? Ja, ich habe keine Ahnung. Du bist also kein entweder Swapper? Das ist Lava-Couple und die decken sich, oder ich weiß auch nicht. Aber bis jetzt gab es ja nicht einen Morph-Kill, deswegen finde ich das jetzt ein bisschen komisch, dass jetzt ich am Ende nur die der Frage, Runde genau.
Ja, weißt du, es gab ja nicht einmal den Sass auf Morphkill. Also, und Timoros jetzt auf einmal war ja richtig, es war gut. Also ich weiß nicht, ob du die Wahrheit sagst, Franz, oder ob Vlesk und Baso sich decken. Ich habe keine Ahnung. Nee, Vlesk hat ja auch gar nichts dazu gesagt, komischerweise. Also ja, vielleicht also, Vlesk und Dona Lover? Also Dona ist im Ja, aber du hast doch Vlesk gerade rausgenommen. Nee, ja, aber Vlesk hat mich ja nicht rausgenommen. Also gehe ich davon aus, dass... Dadurch, dass du weißt, wo ich stehe, gehe ich davon aus, dass du wirklich gerade da warst. Das heißt, ich nehme dich für den Kill raus, weil der ist passiert und wurde sofort reported. Ich stand ja an der Lifeline gerade. Ja, oder es ist halt eine Dann müssen es Franz oder Dona sein. Mhm. Ich war nicht drin. Ich bin von Upper, also über Comms, bin ich hoch zu Reactor gegangen. Ich bin gar nicht da reingegangen. Eine von beiden ist morgen. Bevor ich beim Reporter war. Ich finde es also sowieso nicht. Schwierig. Nein, ist es nicht. Das war nur eine Frage. Ja. Deswegen, also ich muss jetzt hier Fless voten, weil Fless ist voll weg in das Loch. Dann geht ich das ganz weit vorne mit dabei. Sushi aber auch. Ich weiß, dass Basis Swapper ist. Oh. Ja, dann. Oh, seid ihr Swapper Lover? Mhm. Oh mein Gott, ich bin verwirrt. Noch ein Irgendwer muss einen Button drücken. Ja, ihr seid Swapper Lover. Hab ich ja verloren. Mochi ist auch weit vorne, aber nicht. Also, nee. Also, Mochi ist nur in so einer B-Note weit vorne. Also nicht in Overall Top-Essen. Top-Essen ist bei mir, glaube ich, Pizza, Döner, Sushi. Was? Ich habe es nicht gemerkt. Oh, scheiße. Wo? Mann. Scheiße. Okay. Du kannst den Button nicht drücken, ne? Ich habe überlebt. Wenn wir noch einen Swapper drin hätten und wir hätten keinen Evil Guesser, gehen wir mal davon aus, dass der Evil Guesser jetzt raus ist. Ja, Timoros war Evil Guesser, glaube ich. Und wir dementsprechend schon eine Poste aus haben, dann sind sehr wahrscheinlich... Nächste Woche bestellt, vielleicht nächste Woche oder übernächste. Also ich kann nur noch Linda geswappt. Linda hat in diese Runde geswappt, mich und Matteo, mich und Timid, mich und Dona und Jeff und Timid. Nee, Jeff war auch einmal mit drin, ich weiß nicht ganz wann. Du sagst, du bist nicht Swapper. Ich hab Mochi 1 probiert, ja. War geil. Sprich, Baso ist safe raus, ist Swapper. Baso hat mich gesehen, gibt mir ein Alibi. Das heißt, ich müsste auch safe raus sein. Aber ich bleib halt nur über. Lover, Swapper und Imposter. Ja, das kann halt auch sein. Also, pass auf. Aber Franz, Mochi, wir haben jetzt hier verloren. Ne? Ja, aber Franz, also, selbst wenn du nicht Imposter bist, haben wir verloren. Ich bin nicht Imposter. Ich sag meine Rolle nicht, weil ich weiß nicht, ob wir den Evil gestern drin haben. Aber ich kaufe das mit dem Morphling nicht ganz ab, muss ich sagen. Es war nur die Frage. Ich weiß, es war nur eine Frage. Du hast doch letzte Runde, als du reported hast, gesagt, bist du mit Baso zusammen oder ist Baso hier gerade in den Wendt gehoppt? Nein, ich habe gesagt, bist du mit Baso zusammen oder Und dann hast du gesagt, nicht. Baso ist doch hier gerade in den Wendt gehoppt. Nein, Flesk. Okay. Für mich gibt es zwei Optionen. Entweder Franz hat das erfunden und hat einfach gekillt und sofort self-reported. Und weil Vlesk hat gesagt, das war ein sofort Report, also es wurde sofort Support nach dem Kill, deswegen weiß ich das nicht. Oder Vlesk und Baso sind Lava Imposter Swapper Duo. Aber morgen ist Lieblingsrolle, schwer zu sagen, Jester oder? Ich will dir nochmal sagen, ich bin hingelaufen. Dona ist von dem letzten Kill. Imposter genau, einfach. Also ich glaube, dass es kein Jester mehr. Und Vlesk Lover sind und Dona Imposter. Achso, die haben Jester rausgenommen. Ich habe von der letzten Runde von ich habe keine andere Möglichkeit, als hier Dona zu voten, weil ihr seid sowieso Swapper. Wenn du mich votest, hast du verloren. Verstehe ich nicht. Ich habe so oder so verloren, wenn die Lover sind. Aber mit wem rede ich denn? Sag doch, ich nehme dich doch hundertprozentig raus, Baso. Nee, du hast erst mich rausgenommen, als ich gesagt habe, warum du mich nicht rausnimmst. Das ist weird. Hey, Frankie. Warte mal, die beiden haben gewotet. Wen habt ihr gewotet? Ich hab den gewotet, von dem ich denke, dass der Imposter ist. Oh, ich auch. Stark. Ich bin Meier. Ich hab 4 Votes. Genau Meier drin. Let's go. Nein, die hat keine Chance. Hab's versucht, Timoros. Nice try, Dona. Ich hätte nicht gedacht. Geil, ey, geil. Crazy. Das, GG. Krass. Aber es war voll hart für mich, das zu gewinnen, weil, I don't know. Bis zum Ende noch mal auf den Kopf. Nein, ist immer hart. Ja, ich habe dir den extra aufgehoben, damit man das halt nicht weiß, ob das stimmt oder nicht. No. Ey, Salami mit Nutella? Ekelhaft. Aber Nutella, Nutella mit Butter drunter, ja, ne? Ja, na klar. Okay. Klar. Nein. Doch. Wir sind also macht doch, wie ihr wollt, aber du schmierst halt Fett unter dein Fett. Ja, aber ist auch geil. Das eine ist salzig, das andere ist süß. Und noch mehr Fett in mein Fett rein. Nee. Ich brauche die Kampfmasse für Caruso, weißt du? Nicht, dass noch irgendwelche anderen Rezepte kommen oder so. Matteo, keine Chance. Also keine Chance würde ich jetzt nicht sagen, oder Caruso? Keine Chance. Ich war auch ein Skin. Aber weißt du, warum ich dich nicht rausgenommen hatte? Weiß ich nicht, nee. Ich hab dich nicht gesehen. Was hast du für mich? Nee, Matteo, ich hab dich nicht gesehen, weil ich in der Lifeline war. Warum? Und war dann so, okay, sie war wirklich da.
Aber das ist ja so halt durchsichtig, die Lifeline. Ich bin so viel schneller als du, so viel stärker als du. Ich besieg dich mit Jugendlichkeit. Aber ich habe so Altherrenkraft. Mein Lauch-Yoga hat mich jung gehalten, Matteo. Lauch-Yoga, beste. Mann, ey. Viel Spaß. Viel Spaß. Ihr würdet beide nicht mehr in den Ring kommen. Mayor. Don't start this. Ich lauf mal direkt runter. Oder nee, lass mal einen Fall lösen. Komm, wir beobachten jetzt Leute. Timid läuft direkt runter, hat keine Task gemacht. Dona bleibt stehen und Franz. Also Dona, Franz, Timid sind für mich im Sus. Dona, Franz und Timid. Okay, merken wir uns. Licht geht aus, wir laufen weg vom Office, weil da wird uns Timid töten sonst. Laufen hier unten an die Tür. Let's go. Oh, sexy. Self-report. Denk auch. Well, Baso? Ja. Wo bist du gerade? Gerade in Electric hereingegangen. Die Tür ist gerade aufgegangen. Fix PP und Dropshop, niemand da. Also du warst ja unten bei Storage ungefähr auf der Höhe. Dann ging ja Licht aus. Ganz schnell umgedreht, als Licht ausgegangen ist, weil ich da nicht in Storage reingehe, wenn Licht ausgeht. Genau, bin ich auch nochmal umgedreht und dann lag Caruso bei Storage. Lol. Irgendwo. Das ist unglücklich für ihn. Aber ich hatte die Türen auf bei Electrical. Schwör, ich weiß nicht. Aber ich schwör. Ich hab Baso nicht gesehen. Ich hab Baso nicht gesehen. Timid, wo warst denn du, als Licht aus war? Mach mal die Augen auf. Mach doch mal die Augen auf. Willst du das wissen? Nur so. Ja, das Licht war aus. Ich bin gerade ins Labor rein. Ich bin gerade vor Specimen. Mhm. Ich bin reingewendet, aber ich bin ehrlich. Okay. Okay. Also Engineer auf Timid, bitte. Jiburi hat Hase auf Baso. Und dann hieß es, ja. Warte, ganz kurz. Aber es hieß auch, dass es vielleicht ein Self-Report ist. Ne? Wer hat das vorhin gesagt und warum? Das. Matthias, hast du mich. Hallo? Hast du mich reinwenden sehen, was? Nee. Nur so. Wer hat vorhin gesagt, dass Jiburi Self-Report ist? Ich glaube, das hat Jiburi selbst gesagt. Ja, ich denke auch. Nein, warum sollte ich? Ich hab's selber gehört. Macht gar keinen Sinn. Nein, das war Matteo. Ich dachte, weil vielleicht Lifeline war und gesehen hat, dass das nur eine Sekunde alt war oder irgendwie sowas. Deswegen frage ich gerade. Oder vielleicht hat ja jemand irgendwie eine Fähigkeit. Hat das Franz nicht gesagt? Nee, Matteo war das. Deswegen frage ich dann nochmal. Franz? Also für mich Hauptverdächtiger ist gerade Blesk, aber... Ich wollte Franz gerade fragen, warum er in mein Vent mit reingehüpft ist. Oh. Entschuldigung, weil ich Engineer bin. So. Yes. Aber ich bin der Engineer, Franz. Guter Bait. Du bist Engineer, Franz. Warum wollte ich meine Rolle klauen? Klar bin ich Engineer. Deswegen bin ich auch gerade aus dem Dropship für Lifeline. Ja, dann Instafix mal das nächste Licht, bitte. Das jetzt? Oh, ich kann hören, wie Franz schwitzt. Oder das nächste Sabotage, bitte einmal Instafix, okay? Warum wird er denn nicht gegast? Okay, ich sagen, dass keine Sabotage mehr kommen wird. Ich bin noch nicht sus für den Kill. Nee, so. Das Licht ist ja aus, da könnt ihr ja instant fixen. Nee, ich habe einen Cooldown drauf. Cool. So, gibt keinen Instafix. Ich weiß nicht, was sie machen. Dona, schluck mal nächstes Mal runter, wenn du im Meeting redest. Oha, voll unfreundlich. Die Türen waren alle zu. Also, es gingen sofort alle Türen zu. Licht wurde ausgemacht und es wurde ein Kill gemacht. Aber ich halte mir Hand vom Mund, immerhin. Das spricht für mich für einen erfahrenen Profikiller. Und das ist so ein Blesk-Markenzeichen. Aber Blesk killt normalerweise nicht sofort am Anfang oder ganz selten. Deswegen weiß ich nicht. Wie gut ist Franz? Ich muss oben meine Tasten machen. Licht ist an. Oh mein Gott, Franz hat mich gesehen, wie ich hier hochlaufe. Wenn Franz Imposter ist, würde er das hier mitnehmen. Das ist ein Top-Kill für Franz hier, wenn er das gesehen hat. Okay, so, wir machen weiter. Ich werde diese Runde mal richtig tasken, okay? Look at this. So, wenn ich das hier überlebe, gehen wir in Specimen, stecken uns hier, machen beide Tasks in Specimen, dann gehen wir in Office, checken Lifeline und machen unten die Task. So, wir haben hier... Oh geil, Licht geht aus, perfekt für uns. Mhm. Ich muss gerade daran denken, wie Baso mir weiß machen, also wie Baso mir durch die Blume sagen wollte, dass die beiden Crew sind und ich das nicht gerafft habe. Mann! Kacke! Na gut, kann ich besser meine Task machen? Ich werde da nie gefunden, oder? Wie viel steht's bei Fußballchat? Immer noch 1-0. Das heißt die Nutella, weil es die Nutella-Creme ist.
Immer noch 1-0. 71. Minute, okay. Was war mein Guess vorhin, als wir die Runde gestartet haben im Among Us? Was habe ich da gesagt? Wie viel das Spiel ausgehen wird? 1-0. Wer hat den Reaktor gefixt, Freunde? Oh. Ich weiß nicht, ich war das. Mr. Engineer. Ich muss dich wenigstens in Upper Deacon dodgen, damit du mich nicht irgendwo... Ja, das ist so dumm, du hast dich einfach weggebeamt bei mir, das ist so weird aus. Mental liegt in Specimen. Fless hat den Kill nicht gemacht. Potenziell Timid oder Jeff, aber kommt auch in Frage, der jetzt in Specimen war. Eine ganz, ganz kurze Anmerkung. Ist euch mal aufgefallen, wie langsam dieser Kill gefallen ist? Die Runde ging ja ewig gefühlt. Oder wurde er ganz mal. Mit einem Imposter konnte ich vielleicht nicht töten, weil ich ihm die ganze Zeit hinterhergelaufen bin. Ja, gut, weil ich dachte, nur drei Leute sind gestorben oder so. Aber so oder so, Flash, so egal, was du ja die Runde machst. Also den Kill kann ich nicht gemacht haben. Ist euch aufgefallen, dass der Reaktor anging? Ist das nicht so ein Donut-Play? Ja, das habe ich auch direkt gedacht. Wer war denn ein Specimen die Runde? Streamer war für ein Scheiß. Ein Arsch, oder? Ich war das. Timid war. Also wir wurden jetzt beide Donut-Play. Ich war alleine. Okay. Wie viele Artikel gibt es im Italienischen? Das war ein Punkt in Specimen. Okay, dann, war ganz kurz zwei Punkte und dann wieder eins. Also heißt, ihr seid euch gerade gedodged wahrscheinlich. Momente rein und du raus. Hat irgendjemand Info, wie alt der Kill ist vielleicht? Mein Bildschirm ist seit 20 Sekunden. 20 bis 30, da waren wir bei deiner Live-Referenz. Ja, mindestens. Ihr wart beinahe, war ich nicht gerade mit Baso an Live-Line? Ja, vor 30 Sekunden. Wir waren halt vor 20, 30 Sekunden an Lifeline, Tim Morris. Achso, lol. Aber ja, wir waren gerade. Lol. Ja, lol, Alter. Krass. Ich habe eine Wimper, ich darf mir was wünschen. Aber kann sich niemand für diesen Zeitpunkt irgendwie rausnehmen? Ich wünsche, dass du nicht rausgebotet wirst. Ich könnte jetzt sagen, dass ich in Webpins stand, als Licht aus war, aber ich stand alleine drin. So, das Soraya hat recht. Ja, das Problem ist, Tim Morris wegen der Wimper. Kann es halt jeder sein. So. Hey, Timid. Tim, was hast du dir gewünscht? So, wenn davon nicht sagen, so viel. Wenn sie das sagt, dann genau dann. Bitte lass mich den Post auch wieder gewinnen. Okay. Oh mein Gott, ich hab ein Vote! Ich sag, es sind Baso und Timorus. Weißt du was, Timid? Sag das doch mal ein bisschen früher anstatt die letzten drei Sekunden. So, wir machen Taskwin jetzt einfach. Wir nailen das. Oh, guck mal, hier wird zugenagelt. Das Nutella-Glas. Ja, aber wer sagt denn, gib mal das Nutella-Glas? Schaut mal, irgendwas, sagt mir mal irgendwas, was ein Glas ist. Das Senfglas. Da sagt man auch nicht, gib mir mal das Senf. Sondern gib mir mal den Senf. Weil der Senf. Und es ist ja Nutella, ist ja eine Creme. Also es kann nur die Nutella sein. Es geht gar nicht anders. Oder... Gib mal das Marmeladenglas, ja, aber gib mal die Marmelade, also auch die Nutella. Einfach, ist logisch. Also dieses Argument mit dem Glas ist einfach Bullshit. Senf ist auch eine Creme. Nee, Senf ist eine Emulsion. Genau. Oh, guck mal hier. So. Ich liebe dich, Matteo. Ich liebe dich auch. So, letzte Task. Ich bin Task Speedrunner. Boom. Look at my tasks. Eigenname ohne Artikel. Oh, Alter, wie viele sind hier tot? Die sind ja richtig am Killen. Oh, oh, Vlesk. Oh, oh, Vlesk. Oh. Ei, ei, ei. Tim, hallo. Diesmal. Okay. Gib mal den Nutella-Aufstrich. Jetzt geht's aber langsam rund hier. Tim, was soll ich? Achso, nee, Tim Horus rechnet. Tim Horus, was rechnest du? So, ein O2, zwei Lab, zwei Admin. Eins, zwei, drei. Oh, I see. Ich habe keine Ahnung, wo Franz ist. Ich habe Tim gefunden in der Röhre von Electrical zu O2. Stand so, also war an der Lifeline, als der Kill gefallen ist, zusammen mit Vlesk.
Hab aber nicht den Kill fallen sehen, also keine Ahnung, so ist jetzt so 15 Sekunden alt oder so oder 20 wahrscheinlich. Und auf Italienisch ist auch Nutella. In dem Dreh ist er auch. Deswegen muss es die sein. War folgendes: Die Nutella. Ich habe Lesk im Admin, als ich am Admin-Panel stand davor, von dem Vent unten kommen sehen. Und dann habe ich ihn mit meinem Monolog gefragt, was er da vom Vent gemacht hat. Und deswegen bin ich da im Office rumgetanzt, Jeff. Deswegen kam ich da auch vom Vent, by the way, weil ich da hingelaufen bin. Ich habe ja auch in der ersten Runde schon gesagt, dass Franz in meinem Vent geköpft ist. Deswegen gehe ich davon aus, dass Sheriff auf Franz geschossen hat, oder? Weiß ich nicht. Oder so, das kann halt auch sein. Ja. Aber wer waren denn die beiden im Lab? Ich war nicht im Lab, aber ich war ein Specimen. Ich bin gerade Lab reingegangen. Ich weiß nicht, ob das schon als Punkt angezeigt wird. Und das ist auch alles, was ich dazu sagen kann, weil ich habe nichts gesehen. Ich bin Jibui, du bist mit mir am Admin-Table gerade. Franz ist gerade aus Lab rausgelaufen, da bin ich reingelaufen und ich habe noch Timmit gesucht in Lab und dachte, Franz hat Timmit vielleicht in Lab getötet. Also Franz muss beim Rauslaufen aus Lab gestorben sein und Donut gerade reingelaufen ist ein bisschen sass. Aber ich weiß nicht. Seite. Das können für mich dann nur Donut und Jeff gerade sein. Also wenn Jibui mit mir an Admin ist, Donut läuft gerade rein. Halt, stopp. Was? Ich? Halt, stopp. Also, wo lag Franz war außerhalb von Lab? Nicht. Das kann nicht sein. Also, wenn er außerhalb von Lab war. Also, Timmit liegt Electrical und die würde ich rausnehmen für den Kill. Ja, aber das ist nee, und also ich weiß halt nicht, wann das war vom Timing, von Timing Blast. Hey. Ich war vor der Tür von Lab und da war nicht. Ja, ich denke, Tim Hose. Nee, mach schneller, ne? Ist ein Crawl auf jeden Fall. Hey. Das heißt für die letzten Sekunden. Ja, das habe ich ja, jetzt. Also wir sind sechs und Ton einfach falsch, oder? Ingenieur. I'm sorry, Tim. Du hast schon recht, es ist ein bisschen spät gewesen, aber. Tim Horus ist raus. Wenn mal sechs gerade geskippt, warst du das, Dona? Safe. Ich kann nichts mehr machen. Ja, ich habe geskippt, weil ich wusste nicht, was das ist. Okay. Wir beobachten Dorna. Das war auch alles ein bisschen knapp, ne? Dorna ist Mörderin. So. Dorna, wie spielst du das? Dona, ich glaube, sechs Leute nicht skippen. Aber das lag daran, weil ich kurz weg war und dann komme ich wieder zurück und dann saßen alle durcheinander und dann habe ich halt geskippt. Sorry, das, ich habe echt nicht drauf gedacht. Ey, Fless, ich mache jetzt mal eine Baso. Ich glaube, dass Shiburi und Baso Crewmates sind. Oh nein, es sind Lesk und Jeff, schnell votet. Was? Ich glaube, dass Shiburi oder Baso beide Crewmates sind. Oh. Nein, ich bin Swapper. Kann gar nicht sein. Ach so. Ja, Dona, du sollst auf Shiburi oder Baso schießen gerade. Dona. Nein, Shiburi oder Baso sind Crewmate. Nein, ich bin kein Crewmate. Ich bin wirklich kein Crewmate. Ich habe geswappt vorhin wieder Blesk und keine Ahnung, wie ich geswappt habe, Blesk und irgendjemanden. Ich weiß doch, wenn ich alles erased habe. Dona, take the fucking hint and just do it already. No, just vote. AX said, Dona, just vote. Junge, ich glaube, du hast es gar nicht verstanden bis am Ende. Oh, ich hab's verstanden, aber ich war kurz muted, hab mit meinem Chat geredet, weil jemand nämlich was gepetzt hat. Und dann habe ich gesagt, dass das gar nicht geht und dass ich diesen Hint jetzt nicht nehmen kann. Und dann habe ich mich unmuted und dann kam der halbe Satz und dann habe ich verstanden. Aber ja. Aber Chat zu am besten. Chat zu, weil Evil Guesser ist ja dann noch krasser. Ja, Chat dann. Immer zu. Ja, der Chat heißt sogar Evil Guesser, witzigerweise. Oha, ja, dann gebe ich ihm VIP. Warte, ich gebe ihm VIP bei mir. Also, ja, Blesk ist Security Guard. Danke, kann ich jetzt nicht mehr. Ey, aber wie gut, dass er das passt. Ja, guck mal, Evil Guesser nicht am Chat dann einfach. Also, guck doch einfach generell nicht auf den Chat zu. Es kann auch immer mal jemand reinkommen, der mich nicht anbildet. Ja, ich habe einfach eure Chats die ganze Zeit auf. Das ist gut. Ich war halt wirklich kurz mit. Ja, nur auf dem eigenen Chat nicht gucken. Andere sind okay. Ja. Neun andere Chats auf. Ja. Wie gut wäre es gewesen, wenn du dann tatsächlich auf Security Guard gehst? Nein, ich hätte das nicht gemacht. Ja, das war richtig witzig, aber. Ich war auch Security Guard. Ich war gecheatet. Ich hätte das nicht gemacht. Hier ist eine Frage im Chat. Aber Fless, wir waren noch Engineer. Hier wird gefragt, ob wir, wenn die Ice Bison Mod dafür ready ist, 15er Runden machen. Die Frage kommt von Evil Guesser. Wollen wir das machen? Was? Warte, ich mach kurz Bunchwatch-Chat auf und Bunny. Ja, Bunny mal schon. Nee, 15er Runden sind irgendwie doof, wenn man noch. Das ist ein falscher Typ zu sein. Ja. Nee, das war jemand anderes. Das war fucking Troll. Ich habe gerade Steuerung F Evil Guesser gemacht. Und, ja, aber 15er Runden klingt tatsächlich irgendwie ein bisschen lame, oder nicht?
Stell dir mal vor, Matteo, du stirbst in der 15. Runde als erstes. Genau, genau. Das ist erstmal 30 Minuten so ja. AFK. Ja, ja. Also, da, wie er ja, mit drei oder ist es bloß Timmit läuft als Sheriff auf dich zu. Bloß an Kanan ist es ja nicht unbedingt, dass man sollte. Ja, glaube ich auch. Ich habe 10 Runden. Die Runde anstrengend. Was? Weil die war anstrengend. Ich ja, glaube, kochen, nee, töten ist schwierig. Ja, und ich halte so gerade AFK und ich immer so, Alter, ich kann nicht töten und AFK sein und mich rausreden. Ja, du aber, hast die Leute mal. Gekehrt, die ich nicht erased habe. Ja, du hast es soll langweilig ein... sein, direkt zu sterben und dann eine halbe Stunde lang nichts zu machen. Hä? Nein, das ist voll geil. Ich weiß nicht, ob das Leute schon gemerkt haben, ist bei 10 schon ein bisschen schwer. Ich mache dann, immer Lauf-Yoga. So. Jo, Matteo, der war ja auch so wack. What? Mach doch einfach ihn. Mann, Caruso, ich werde jetzt Caruso zusammenschlagen. So, wir sind Spuren, wir sind Detektiv. Das heißt, wir sind richtig OP. Außer wir sterben direkt. Nein! So, Dona. Oh nein, Lights. Ich will nicht sterben, bitte. Don't kill me. Don't kill me, please. Ist niemand tot? Ah, shit. Oh, Orange. Orange? Wo ist Orange denn verschwunden? So, Barso und... Oh, oh. Kameras an, sieht mich. Caruso immer noch an der Task, what the fuck? War der nicht ganz am Anfang da? Hier ist rot nach unten gelaufen. Nee, nach unten. Wo sind die Spuren? Hä? Ist rausgelaufen. Warum läuft jemand in O2 rein und läuft einfach raus? Oh. Traveling at the speed of light. Caruso gewesen sein. Kennt ihr das, wenn ihr denkt, dass es was bringt, wenn man anfangs der Runde singt, nachdem man jemanden getötet hat? Mhm. Ja, das macht doch immer. Gesasst wird? Ja. Hm? Also, mach ich oft. Mit, ey, sorry, ich hab mit Lichtgeschwindigkeit hat Caruso gerade Base getötet und. Don't stop me now von Queen gejammt. Ach, Timmit, du bist cleaner, sag das doch. Oh. Was passiert? Wurde gekillt oder was? Hey, ich in Basel stand in Lifeline, Timoris gestorben. Basel hat sich gedacht, ich lauf los und find die Leiche. Caruso hat sich gedacht, nein, und hat sie abgestochen. Oh nein. Caruso, ja, das dachte ich mir schon. Und Timoris war noch nicht tot oder was? Der ist fresh? Das ist auf jeden Fall passiert und das sage ich nicht aus freier Überzeugung, sondern weil Vleski ein fantastisches Play vorhat, bestimmt. Was? Keine Ahnung, was Vlesk da sieht, aber ja, ich war gerade an Lifeline und da waren beide tot. Ich habe davor die ganze Zeit am Pylon vor Storage gechillt. Das stimmt, da habe ich ihn gesehen. Doch, das stimmt schon. Aber er kam mir gerade von links, also von Weapons und Comms in Office entgegen und links daneben. Genau, da bin ich runtergelaufen zu Lifeline. Ja. Du bist quasi dein Movement auf folgendes. Du hast vor Storage gechillt, hast dir gedacht, oh, jetzt mache ich mal kurz Tasks und Comms und Weapons. Und dann hast du gedacht, okay, jetzt höre ich aber auf und mach nicht die O2-Tasks, sondern lauf nach rechts rüber. Ich werd während dann links in mir eine Leiche liegt. Ich werde wahrscheinlich sowieso gevotet, da kann ich auch vom Evil gestern getötet werden. Ich bin Time Master und dachte, ich baite Mental, aber Mental hat mich nicht getötet, Don hat mich nicht getötet. Und ich dachte, ich gehe dann einfach nochmal hin und probiere es nochmal. Zweimal fucking wasted my ability. Aber dadurch, dass du auf mich pusht. Das ist gerade. Ja. Jiburi, mach mal bitte auf Caruso Time Master. Er kann natürlich auch lügen. Meinst du? Flash, wo liegt denn Baso gerade? Nein, 2-0. Unten vor. Echt jetzt? Also ich tippe, weil Dann könnten es Timmit und Jeff vermutlich nicht sein. Ich war am Anfang auch. Der Timmit wartet, dass ich kille, dass er clean kann. Das ja. Der Timmit richtiger Cleaner. Oh Gott. Okay. Ich hab geswappt, by the way. Wie, oh Gott, du wirst hier sonst rausgeworden. Ich krieg tatsächlich auch keine. Wer hat ihn gewotet außer mir, Timmit, ne? Ich war das. Naja. Geskippt. Interesting. Krieg keine Votes. Wer wird nochmal geswappt? Warum geht Dona an Lifeline, wenn noch keiner gestorben sein kann? Ist es so ein Imposter-Move? Ich laufe nicht mit Dona mit.
Boah, ich habe im Labor aber richtig viele Tasks. Ich müsste da eigentlich reinlaufen. So, Jiburi und Dona sind im Labor. Gucken mal ganz kurz, wo alle anderen sind. Labor 2 Stück, Specimen, eine Person, Weapons 2 und O2. Also wenn jetzt kein Kill, ich guck mal ganz kurz, ob jemand überhaupt gestorben ist. Nein, warum, wer ist hier? Das ist Dona. Dona ist komplett durchgelaufen, oder was? Nee, hä? Bin ich blöd? Dona ist schwarz, oder nicht? Dona läuft oben ins Labor rein, kommt unten wieder raus. Sie muss ja dann gewendet sein. Aber sie hat keinen Kill begangen. Da bin ich komplett bescheuert. Oh. Ja. Jiburi, du warst Lifeline. Wann ist der Kill passiert ungefähr? Ja. Was? Weiß ich nicht. Du hast keinen Kill gesehen. Nochmal, ich war nicht an der Lifeline dran, oder? Nein? Das ist für mich safe. Ich bin da durchgelaufen. Du standest doch dran. Ja, ja, da war noch niemand tot. Da bin ich losgelaufen zu Kameras und in Kameras liegt Jeff. Deswegen wollte ich wissen, wie fresh das ist. Achso, nee, ich bin nicht rangegangen. Okay. Ja, also Jeff liegt in den Security Camps. Wenn wir von der Wahrscheinlichkeit ausgehen, dass Dona nicht nochmal Imposter wird, dann sind Jiburi und Caruso. Also wenn ich nochmal Imposter bin, dann gebe ich mir echt die Kugel. Es ist Dona. Es ist 50-50 Timid, aber. Ja, es ist aber Dona. Echt jetzt? Ey, du kommst jetzt einfach, warum auf mich? Es ist total random, dass du auf sie gekommen bist. So random, Matteo. Ja. Das ist so fucking random. Okay, Dona, warst du an Lifeline, als das Licht aus war? Nein. Doch, ganz kurz. Ich bin ganz kurz, aber ich bin nur halt durchgelaufen. Mhm. Und wo bist du dann hingelaufen? Ich habe kurz über Labs gecheckt und dann war ich, glaube ich, Storage und war dann gegen Ende Weapons. Also, aber ich habe jetzt nicht alles im Kopf. Was hast du über Labs gecheckt? Ich gucke halt nur rum. Das mache ich oft. Mhm, okay. Ja. Ich glaube, da war auch Licht aus. Ich glaube, da war Licht aus. Also für die Imposter. Ich wollte schon mal Dona. Die Crew wird hier Caruso rausvoten. Und wenn der Evil Guesser nicht vorankommt mit Blackout, dann ist es unwahrscheinlich, dass er nicht fliegen wird. Ich bin Time Master, Evil Guesser, guess me, aber ich habe Dona gewotet. Oh mein Gott, ja. Ich denke mal, er hat selber gegessen einfach. Ja, ja, denke auch. Ja, ja, das, ja, ist, ich, ja, ja, das war sein Play. Und ich weiß nicht, warum jetzt auf mich geschossen wird, weil ich war ja nicht einmal Sass. Das macht gar keinen Sinn, Leute. Das ist random, ja. Es ist nicht random. Also, es ist nicht so super random. Ja, warum jetzt mal, okay, sag mir, warum ich das mit Matteo. Jetzt gib mir ein richtiges Argument. Also, ich war in Lifeline, da bist du an mir vorbeigelaufen. Ja? Dann bist du hochgelaufen. Ja, warum habe ich dich nicht getötet, wenn ich dann angeblich Imposter bin? Naja, man muss ja nicht immer jeden töten, den man sieht. Aber. Okay, doch. Ja. Und dann? Ja, also. Und jetzt weiter, ich bin hochgelaufen. Ja, und dann hast du gesagt, du hast über Storage gecheckt. Ihr könntet tatsächlich jetzt sogar zusammen voten, ne, Dona? Weil wir beide, Bless und ich haben Caruso gewotet. Obwohl, wer hat Caruso gewotet, ist die Frage. Ja. Oh, es ist nur ein Wort auf Dona und ein Wort auf mir. Aber Matteo, du hast kein Argument. Ihr hättet noch jemanden rausholen können. Ja, aber du sagst, ich bin sass, weil ich an Lifeline vorbeigelaufen bin. Was ist denn das für ein dummes Argument? Nein, nein, wo du dann hingelaufen bist. Ja und? Dass aber ich jetzt Lab hoch bin, macht mich doch nicht sass. Hey, hallo. Dona wird mich töten. Ich glaube, es ist Dona. Also wenn aber schon wieder Imposter, ist es nicht strange? Also was mein Argument ist, ich kann es halt nicht sagen, weil am Anfang der Runde ist sie ins Labor reingelaufen. Dann läuft sie eine komplette Runde, kommt unten wieder raus und läuft wieder ins Labor rein. Das ergibt gar keinen Sinn. Warum sollte man das machen? Wenn man eine Task macht, dann macht man die MP. GG. Shit. Timid, was hast du bitte für eine Intuition? Du sagst so, mach ihn mal weg. Ich denke mir so, Was wirklich Evil Guesser? War wirklich Evil Guesser, krass. Oha. Ich hätte schwören können, dass es. Ich einen Angriff, aber. Ja, Dona, ich sagen, ja. Caruso, aus meiner Sicht war das timingtechnisch so perfekt, wie du da langgelaufen bist. Und dann fängst du die Runde an mit. Good time. Irgendwie, okay, das kaufe ich nicht, Ich hätte echt gedacht. Ich will echt nicht mehr Imposter sein. Glaube ich. Das ist so anstrengend, ich will nicht mehr lügen. Also, ich wollte es nicht revealen, aber ich war der Detective, hab dich Fußspuren gesehen und du bist ins Labor reingelaufen, eine komplette Runde und dann nochmal ins Labor rein. Deswegen dachte ich, warum sollte man das so laufen? So, ja, aber ich mache das auch als Crewmate öfter, wenn ich nach Leichen suche oder so. Aber hast du Jeff gekillt? Das ist ein fucking Lie. Ich habe Dona noch nie so als Crewmate laufen sehen. Das ist ein fucking Lie. Hast du mich mal bei Licht ausgesehen? Ich mache die ganze Zeit irgendwelche Kreise. Wo willst du denn langlaufen? Dona, ich glaube, man muss immer ausgesehen. Man dass du Imposter bist, Dona, wenn du sagst so, nee, jetzt gib mir einen Beweis, das ist random. Das ist random einfach. Dann weiß man immer, okay, Dona ist es. So. Ich habe mich jetzt auch nicht angestrengt, weil es ist echt ermüdigend, wenn du viermal hintereinander.
just so tiring, you know, when you're trying to not be impossible for one round. Gib mal Imposter ab. Dona, gib mal Imposter ab. It's like, I don't like that. Warum klaust du meine Frisur? Oh Mann. Tut dir eine eigene. Oh. Ach stimmt, ich hätte meinen Detective Report checken können, wie alt die Leiche ist. Ja, okay. Regenbogenglas, cool. Allez, le bleu, allez. Ich wo ist das Telefon? Ja? Timmy? Ja? Was denn? Timmy, ich hatte den Haarschnitt zuerst. Du scheiß Nachmach. Mal gucken, wer länger lebt. Haarschnitt? Ich bring jetzt Timmy was? Sorry. Medic, ich bin tot. Oh, no. Okay, bevor ich sterbe, Timmit läuft direkt runter, bevor ich sterbe, Baso läuft nicht los, warum nicht? Baso läuft late dann da dran. Mm, okay, bleib mal eine Runde bei Vlesko, Mann. Ich mach das nicht. So, sollen wir Vlesko, Mann, shielden? Das hat er niemals so schnell geschafft, never. Der will mich dann in der Ecke töten. Vlesk hat gerade gefaked. Und da es kein Jester gibt, ist Vlesk Imposter Nummer 1. Also das kann er nicht sein. Das hat er niemals so schnell. Niemand kann so schnell das Ding hinkriegen. Jetzt wird er mich töten, wenn er mich sieht. Scheiße. Niemals hat er das so schnell gemacht. Das geht gar nicht. Der Mitt läuft an mir vorbei. Wer war das? Wer war das? Wer ist hier gerade rausgelaufen? Ich laufe innen einfach hoch, scheiß drauf. Wer war das jetzt? Mann. Wer sind diese ganzen Leute, die hier rumlaufen? Ach, Caruso. Ach, Mann. Caruso. Allele blöd. Oh Jeff Mann, liegt Caruso. In Lab. Ich komme gerade aus Upper Deacon raus. Caruso ist mir von oben gekreuzt. Von daher ist Caruso. Sehr wahrscheinlich einer der Killer. Also, weil ich weiß aus der Vergangenheit, dass Caruso schon mal einen Kill in Specimen gemacht hat, beziehungsweise Lab Discovery. Oh, das ist natürlich sass. Oh, ja. Ja, also dann ist das. Ich weiß auch aus der Vergangenheit, dass Caruso schon mal getötet hat. Ich glaube, wir können da tatsächlich eine Speed. Nee, ich hab geskippt. Ich hab geskippt. Er ist überführt. Ja, warum? Ich warum? Info, weil ja, gut. Okay, sag mal. Also, ich war Cam und dann bin ich rüber zu Light gegangen und auf einmal war. Blesk, Cam, ich glaube, er ist gewendet. Also wahrscheinlich Imposter. Ja, jetzt wird mich der Evil Guest wahrscheinlich kaputt schießen wollen. Er hätte mich nicht wenden sehen können. Hat er wahrscheinlich nur gesehen, weil er selber Imposter ist und mir jetzt die. Also er will meine Rolle revealen. Blesk gerannt. Let's go. Timoros muss gewortet werden. Let's go. Er ist gewendet. Also, jetzt bist du halt super sass, ne? Okay, wartet mal. Baso. Ja. Ich war da auch, ja. Franz. Ich weiß, dass Blesk in den Camps war. Und Tim Horus war da auch. Tim ist zum Leid gegangen. Also würdest du jetzt hier Tim bewerten? Also ich hatte mich nur gewundert. Nee, aber ich habe gesagt, dass das Hass ist halt, weil er es rausgecallt hat, ne? Okay. Ja, von wegen so, ey, mate, ja. Guess mal. Also Tim Horus hat gerade Bless getötet. Und wir haben mal alle Zeuge. Ja, und Caruso, was sagst du, dass du von oben mit kommst? Oder liegt jemand? Ja. Ey, keine Ahnung, ich war im Lab mit Jiburi. Ich habe Jeff nie gesehen. Ich bin gerade in Specimen, mach unten die Einsortier-Task. Und meine nächste Task wäre Simon Says. Ich bin tatsächlich, Lights war out. Ich glaube, ich bin Franz gecrossed, I don't know. Ja. Wenn Jeff da oben liegt, dann war er nicht mit mir zusammen im Lab. Ich verstehe. Und Tim, was sagst du jetzt zu den Vorwürfen? Wo warst du im Lab? Ich war, glaube ich, ein bisschen dumm, aber ich hatte mich halt gewundert, weil ich zum Light gegangen bin, habe dann diese Cam funkeln sehen und bin dann zurückgelaufen und dann habe ich halt Vlesk immer im Kegel gesehen. Ich glaube nicht, dass du Imposter bist, Tim. Das war einfach nur random, ja. Ja. Random. So random. So, total random. So Donut hat gar nicht geredet. Sie ist Imposter. Aber guck mal, wir haben 2-2, ne? Ja, ich lebe noch. Also, ich glaube auch, dass Imposter. Also, die Imposter, wenn Tim kein Imposter wäre, wären die Imposter im Safe mit drauf. 2 Votes, heißt, keiner hat ihn gewortet. Wem kann ich dann aber vertrauen? Timmit. Baso hat auch auf Tim Horus gepusht. Wenn Tim Horus. Komm, mach mal. Wir shielden mal Caruso. Ja, wir shielden mal Caruso. So, ich habe ihn jetzt geschildet. Gucken, ob das ein Fehler war.
Mal gucken, ob das so... Alter. Hallo? Ja, bitte? Oh, genau, Alter, der liegt vor Office. Okay. Hallo, hört man mich? Ja. Ja. Okay. Also. Was ist denn? Martin. Okay, also wir müssen voten. Ich habe am Anfang. Ich wollte es nicht revealen. War das so eine. Aber es war ein Warlock-Kill. Ich habe am Anfang Lights gefixt mit Basu, Mantel. Andi, ich habe schon eine YouTube-Runde. Nee, ich bin gerade mit Basu, die erste. Nicht mit Timmy? Okay, doch, oder? Basu, Timmy. Ich habe schon gewonnen als Imposter. Ich war nur einmal Imposter heute. Tatsächlich. Da war das Tim Horus? Ich weiß 100% nicht, auf jeden Fall, Mantle hat sich an mir aufgespießt. Was ich mir richtig gut vorstellen kann, diese Nachdenkminute am Anfang, wo du reportet hast, dass du kurz warst. Ich habe halt überlegt, wie es play. Okay, ich kann eine Info geben, weil ich kann ja nicht mehr gegessen werden, ne? Für die Runde. Doch, natürlich. Ich glaube, man kann nur die Runde nicht. Nee, die Runde nicht. Ja, aber nächste. Aber Medic, keine Chance. Das, weil ich... ich glaube, die anderen haben keinen Bock auf Jester. Ich hätte auch Bock auf Jester. Zwei Sekunden, bevor reportet wurde, ungefähr. Hä, aber er hat doch gesagt, er ist umgefallen, also. Ja, ja, aber das versteht ich mir auch eine Aussage, deswegen wisst ihr, dass Caruso und ich Crewmates sind und Tim Horus bei vorhin schon sagt, dass wir nur noch Jiburi, Tim mit der Base aus also ich ausschließen. Ich wäre dann hier wahrscheinlich auch eher bei Tim Horus als bei Basu, es sei denn, jemand kann jetzt irgendwie für Basu. Also ich war mit Basu und noch irgendwem an Light fixen und ich wurde gedingst. Aber ich habe nicht gefixt. Ich bin einfach Ich wurde gecursed. Ich wurde gecursed. Hat Basu sich bewegt, sonst wurde ich hier Tim Horus. Ich war am letzten Basu. Wir sind noch zusammen wieder rausgelaufen sogar, Caruso, oder? Ach, ja, aber jetzt am Ende? Jetzt gerade, jetzt, also deswegen, ich bin ja kurz, ja, zwei Sekunden. Hat ja zwei Sekunden okay, und dann habe ich, jetzt kann es jemand bestätigen oder nicht bestätigen. Bedeutet, ja, dann lass den Horus voten. Nein, warte, ich bin gerade mit Caruso rausgelaufen, warum sollte ich da warlocken? Ich bin mit Caruso rausgelaufen. Ach, okay, Stimmt's nicht, dann ist es eher Basu. Shiburi und es wäre, das war ein Fail. Ich glaube, Jiburi und Basu haben Insta gewählt. Boah, Tim Horus ist falsch, oder? Ja, wenn ich nächste Runde nicht gegessen werde, dann war Tim Horus hier. Jiburi, Basu. Warte mal, 1-0 Endstand? Ich dachte, da stand schon 2-0, Chat. Ich dachte, da stand schon 2-0. Hä? Habe ich es richtig vorhergesagt? What the fuck? Was ist bei mir los? War abseits. Ey, ich habe einfach richtig vorhergesagt, wie das aussieht. Ich sollte Lotto spielen oder so ein Scheiß. War abseits. Ey, ich call einfach das richtige Ergebnis. Ein Fußballgesser, ja, Mann. Oh, lol. Okay, warte mal, what? Warum ist denn ein Imposter schon raus? Tim Horus war richtig damit besucht. Ach, haben wir Tim Horus gewotet? Ah, ja, Tim Horus war da auf jeden Fall richtig. Stimmt, ja. Und er war wahrscheinlich Evil Guesser, weil sonst wäre ich ja jetzt tot. Also sonst hätte er mich ja jetzt gegessen, weil ich hab... Ja, oder du bist so schon. Ach, lol. Ich debated. GG. Warte mal, was? Wirklich? Oha, wie geil! Du warst Swapper, ne? Lena, warst du Swapper? Na, fuck, ich hab gedebated. Ich hatte ja einen Free Guess sozusagen noch, wen ich killen kann. Und ich dachte, Dona ist wahrscheinlich die ehrlichere Sau, aber ich bin mir 100% sicher, dass Basu ein Swapper ist. Und wusste, ich muss einen von euch killen, den anderen guessen und dann kriege ich das irgendwie noch im Meeting. Oh, aber Caruso, du hast ja richtig, richtig gut gegessen dann. Zweimal, oder? Hast du verdient dafür, dass du das gekauft hast? Was? Ja, das war du hast Tim Horus auf jeden Fall hart einen Arsch gerettet, weil du sofort geschossen hast. Ja, das war krass. Ja, ja. Ich hab mich nicht gesehen, aber das Licht war aus. So. Ja. Ich wollte halt darauf gehen, dass ich dich gecrossed bin, was die anderen. Ich hätte dich so oder so, also ich hätte dich ja outcalled, weil die Sache ist, du hast Licht aus. Ich war im Vent neben dir und das hast du ja nicht gesehen gehabt. Und du hast Licht ausgemacht und hast dich neben Electric Link gestellt und gewartet, dass jemand kommt. Und deswegen meinte ich, dass Basu mich gesaved hat. Weil du eben mich ja getötet hättest, wenn Basu nicht zur gleichen Zeit von O2 gekommen wäre. Genau, und deswegen hast du mich halt outcalled, bevor irgendwas sagen könnte. Darauf gepocht. Hey, Dona, das hast du wirklich gehört. Caruso, konntest du sehen, dass ich dich geschildet habe? Nee, oder? Nee. Das kann man nicht sehen, okay. Ach Mann, Alter, ich hätte für das Safe Play gehen sollen und irgendwie Dona killen sollen und Basu gessen, Alter. Kann den Winter wegnehmen, fühlt sich noch besser an, ey. Jiburi hätte ja auch noch. Jiburi hätte nicht Swapper sein können. Caruso, komm rein. Franz ist Caruso? Das hab ich nicht mitgekriegt. Weil der Einzige mit in Specimen war und da war eine Kamera. Ah, krass, boah, heftig, Mann. Stark.
Ja, übrigens, ich habe auch richtig gegessen, aber bei Fußball. Ich gehe kurz auf Toilette, ja, bis gleich. Oh mein Gott, tötet Caruso. Das mache ich auch immer. Ja, Caruso töten. So, okay. Wir haben hier eine weitere. Warum macht er hier alle Türen zu? What the heck? Tür ist zu. Comms sabotiert. Comms sabotiert. Oh, war da jemand drin? Nee. Uiuiui. So, machen wir jetzt einen schnellen dummen Kill oder machen wir einen langsamen dummen Kill? Ich hatte nur die beiden Optionen. Schnell dumm oder langsam dumm? Das ist Djibouri. Blesk ist unten drin. Blesk will ich jetzt nicht killen. Timid geht an Lifeline. Djibouri geht auch ins Office rein. Wir schließen die mal ein. Und dann machen wir Licht aus. Und vielleicht begeht Timid jetzt einen geilen Kill. Oh, hinter mir ist jemand. Die muss sehr frisch sein. Ey, tatsächlich perfect timing. Ich bin gerade wieder da. Moin. Ich glaube, Caruso ist der zweite, weil es wurde nur einer getötet. That's true. Ja, und Caruso war AFK. Das finde ich auch. True. Also wenn der gestern jetzt nicht guesst, ich habe Franz wenden sehen. Oh boy, we got him. Im Dropship oben. Ich meine, wenn wir draußen nochmal auf Toilette gehen. Ich habe gerade eben nochmal kurz geschaut. Ja. Franz hat auf Caruso aufgepasst. Gib erstmal die normalen Infos, Jeff. Startet doch mal. Also, meine Information ist, ich stand mit Djibouri an Lifeline, da war noch niemand tot, dann bin ich raus, also bin ich weg. Bin links raus, Office raus und da genau liegt Fless, also vor Office. Links aus Office, okay. Hm. Spricht denn nicht alles oder für Djibouri? Dann würde ich eventuell Dona rausnehmen, von wenn er ganz frisch ist. Nee, Dona in deiner Verteidigung gar nichts mehr hier, raus. Wie wo frisch ist der? Du warst im Lab, Dona, mit mir. Ach so, okay, hab ich vergessen. Ja, okay, nice. Stimmt, ich war im Lab, ich war im Scanner. Warum sagst du, du nimmst mich für nichts mehr raus, Franz? Was soll das? Ja, weil du 500 Mal Imposter warst heute. Na und? Wann warst du denn an der Lifeline, Jeff? Eben gerade. Und dann bin ich weggelaufen. Oder habe ich dich vertauscht? Bist du da? Warte, schon. Also ich bin vor 10 Sekunden in Office reingelaufen. Da stand Djibouri schon im Flur in der Mitte. Und sie stand die ganze Zeit da. Da dachte ich schon, oh, Waller Kill. Und dann bin ich an die Lifeline gegangen, da war noch keiner tot. Das heißt, der ist wirklich erst so seit 4 Sekunden tot oder so. Aber ich habe dich da nicht gesehen, Jeff, an der Lifeline. Und ich war da gerade dran. Ich bin aus Specimen rausgekommen, bin dann da oben an Lifeline gegangen, da war niemand tot. Dann kam Djibouri dazu, bin dann nach links gelaufen und auf dem Weg nach links raus ist Fless wahrscheinlich gestorben und ich habe ihn dann reportet. Djibouri, wie kamst du denn? Djibouri hat getötet, hä? Nein, was hast du? Djibouri, wie kamst du ins Office rein, Djibouri? Ich glaube von rechts. Sie war doch schon da, meinte Bart. Ich bin aber schon in Office drin, als ich reingekommen bin. Und als ich reingekommen bin, lag auch da, der ist rechts rausgelaufen dann. Ich dachte, Timid war doch mit Dona, oder nicht? Ich war mit Dona am Ende im Lab, ja. Aber Timid, war es nicht dunkel im Lab? Wie kannst du mich dann sehen? Weil ich habe nichts gesehen. Nein, im Lab war es nicht dunkel. Weil er Leiter ist. Im Lab ist doch Licht an, Mann. Ach so, ja, dann weiß ich auch nicht. Ja. Ich glaube, Timid erzählt hier Blödsinn. Ja. Deswegen konnte Dona am Anfang auch bestätigen, dass wir da waren und jetzt nicht mehr. Als Alibi. Sehr cool. Ich glaube, der einzige richtige Vote hier wäre Djibouri gewesen. Okay, ja. Okay. Was ist denn jetzt los? Ja, irgendjemand muss schon Tau hier vertreten. Ja, aber eigentlich ja du, ne? Ich mach's ja schon. Ich war komplett. Ich war jetzt komplett unterm Radar. So. Das ist sehr, sehr gut. So, Jeff läuft nach unten. Oh mein Gott, wenn er da einfach mega lang chillen würde, das wäre so geil, ne? Lass mal hier unten langlaufen, vielleicht kommt mir Jeff entgegen. Der war doch hier, oder? Wo ist Jeff? Da. Licht wurde gefixt, ne, gerade eben, sonst hätte ich Dings weggemacht, scheiße. Oh, Trickster. Okay, mein Imposter-Kollege ist Trickster. Okay, er kommt aus dem Labor raus. Djibouri geht ins Dings rein. Scheiße, wenn Tim Horus nicht hier gewesen wäre, hätte ich Djibouri jetzt vielleicht oben gekillt, aber so geht das jetzt nicht.
Wenn die beiden. Oh, lass. Oh, das wäre geil, wenn die beiden verliebt wären. So, ich laufe oben wieder raus. Hat Caruso. Ist Caruso jetzt suspicious, weil ich einfach durchgelaufen bin und dann erst wieder umgedreht bin? Warum steht hier Lights out? Warum komme ich nicht raus? Ich will hier raus. Ich will Franz nicht töten. Ich hole mir jetzt Alibi bei Franz. Bam, bam. Wer war in der ersten Runde in Storage? Weiß es noch jemand? Das war ich. Ich glaube, ich weiß, wer der Killer ist. Oh, oh. Sag. Aber ich werde dafür dann auch sterben, aber ich glaube, das ist worth. Ich glaube, es ist Timid, relativ sicher. Okay, warum? Weil du zweimal im Lab warst, ich muss mich jetzt bei einem mit dir sprechen, du bist in den Vent gesprungen wahrscheinlich, bist wieder runtergewendet und das weiß ich, weil ich Tracker bin. I mean, dafür sterbe ich wahrscheinlich, aber relativ safe, weil du zweimal im Lab warst und. Dann werde ich wahrscheinlich jetzt auch sterben. Können wir ganz kurz erstmal checken, wo die Leiche ist, Jiburi? Im Lab. Und ich glaube aber eher tatsächlich, dass er dann Trickster ist, weil es steht eine Trickster-Box im Storage. Er war im Lab und dann kam der Track auf den Vent unterm Lab und dann war der wieder woanders. Mhm. Ja, das stimmt. Er ist ins Lab gelaufen. Ja. Und ich glaube halt, also selbst wenn er Engineer wäre, dann wäre er nicht zweimal im Lab und dann ist da genau die Leiche, kurz nachdem er da war, ich war in der Lifeline. Also ja, Trickster kann mich jetzt gerne voten. Okay, ich habe jetzt mal. Timid kam auch am Anfang der Runde Trickster, von Medbay Scan. Also ja, warte mal, weiß nicht, wo man jetzt kann ich ganz kurz eine Sache fragen? Und zwar, wo lag die Leiche denn genau? Weil kann man aus dem Labor rauslaufen, ohne die zu finden? Kommt drauf an, wo wenn man aus Specimen läuft. Die lag da, wo man diesen Knopf einmal umstellt, links neben dem. Na gut, das kann man schon übersehen, wenn Caruso, du nicht hinguckst. Das heißt, die Leiche war dann noch nicht da, als du rausgelaufen bist, oder was? Ja. Yep. Und ich möchte auch sagen, Matteo ist einfach durch Specimen durchgerannt. Ja, ich bin dann wieder zurückgelaufen, habe die 1, 2, 3, 4, 5 Task gemacht, also, Franz gesehen. Ja, also ich skippe, aber ich bin Engineer. Ich glaube, es ist ein Donut. Ich habe die Kamera am Ende, als das Trickster Light nochmal anging. Ich habe das Light gefixt, dann ging Trickster Light an und dann bin ich in Security gelaufen. Timid kam auch aus dem Labor raus. Bevor die Info mit mir stirbt, wenn es eine Trickster-Box in Specimen gibt, dann können die nur von mir, Franz und Mantle gestellt worden sein. Ja, aber oder denjenigen, der in der ersten Runde da war. Aber weil wir können die Box da nicht hingestellt haben, Caruso, weil die Trickster-Box im Storage schon diese Runde stand. Das bedeutet, in der ersten Runde muss das hingestellt werden. Drei schon gestellt. Das könnte diese Runde gewesen sein. Diese Runde könnte auch einen hingestellt werden. Ein Engineer, schieß auf mich. Ja, aber das könnte du und nicht gewesen sein. Das müsste dann Mantle allenfalls gewesen sein. Also falls ich sterbe, das ist 100% Himmel. So, ich habe jetzt das Ding von, also erstmal, ich habe den Bait von Jiburi nicht genommen. Stream offen. Ich habe den Bait von Jiburi nicht genommen, weil sie könnte genauso gut Engineer sein. Timid hat versucht, jetzt Engineer zu baiten, damit ich ihn als Trickster töte, damit ich dann, keine Ahnung, was das bringen soll. Aber da habe ich keinen Bock drauf. Ich baite, also ich gehe auf den Bait nicht ein. Ist Jiburi wirklich Tracker? Ich glaube nämlich eher, dass Jiburi faked. So, Franz läuft hoch. Caruso läuft da hoch. So, Lights are out, aber stimmt das überhaupt? Trickster Box liegt da. Wir checken mal ganz kurz. Also ich kann mir nicht sicher sein, ob. Oh, Lila ist tot. Wer ist das nochmal? Da kommt jemand rein. Gott sei Dank. Oh mein Gott. Ich glaube, ich bin jetzt vor jedem gewendet, einfach. Okay, können wir jetzt bitte Timid rausvoten? Ja, also Evil Guesser kann es echt Timid raushauen, es ist safe. Ja. Mach einfach rauf da. Ach so, well, I mean.
Und ich bin Detective. Was? Spaß. Sorry, wo lag die Leiche? Im Office. Aber ich glaube, bis jetzt eh over, oder? Wo, warte, wo im Office? Die Buri ist Tracker. Gang unter der. Stop. Hä? Shiburi ist Tracker. Shiburi ist Tracker. Alter, mit Detective Tracker Engineer. Will sich noch jemand revealen? Ja, ich bin Medic. Ich bin Medic. Oh, du auch, geil. Ja, Double Medic. Ich hab dir auch ein Schild gegeben. Okay, aber warum wurde die mitletzte Runde nicht gewotet? Waren wir zu sechst? Weißt du, was das Problem ist? Wenn du recht hast und Timid ist Imposter, dann wundere ich mich, warum du nicht stirbst. Jiburi. Ach so, ja, okay. Aber wenn der Evil Guesser jetzt dich als Tracker rauswürden würde, dann wäre die Runde ja wahrscheinlich gewonnen. Ja, deswegen, ich warte gerade drauf. Ich will jetzt Timid, weil er so hart auf den Tracker pusht. Der Jiburi ist nicht Tracker. Wer hätte denn noch dafür in Frage kommen können? Ja, wo Franz, wart ihr denn überhaupt? Timid ist Mental. Wir müssen hier, glaube ich, auf Timid oder Dona voten, weil Jiburi ist es nicht und Jiburi ist auch nicht. Mach mal wieder nicht so random. Franz, bitte vote doch einfach Jiburi als Tracker. Also, das ist eine absolute Randomization, aber okay. Please, sonst fliege ich doch. Also, Basu ist mir vor 10 Sekunden. Ich kann nicht Evil guessen als Medic. Vor 10 Sekunden ist mir Basu oben ins in Labor gecrossed. Sie kam aus Upper Decon raus. Also kannst du doch den Kill genauso gemacht haben? Nee, weil ich kam von Electrical. Und dort habe ich Medic gecrossed. Kann das jemand ja gut für. Okay, ich reveal jetzt. Dann maximal wir also beide sein. Riskier es einfach, Franz, riskier es. Ich hau Tracker, jetzt auf Jiburi mit. Jiburi, Tracker. Ja. Aber es sind wahrscheinlich Dona und Jiburi. Ach, Mann, ey. Warte, nice. Ey, also komm. Ich dachte die ganze Zeit, es ist ein Bait. Ich dachte die ganze Zeit, es ist ein Bait. Oh. Ja, aber das ist geil, ey. Nice. Oh mein Gott. Ja, aber ich dachte, ich halt, wenn ich wissen können, dass da... Ich bin ja wirklich gewendet, deswegen, ich wusste halt nicht. Dann lohnt sich das. I mean... Ich war mir sehr sicher. Ja, ja, eigentlich schon, aber ja, das stimmt schon. Ich dachte, sie hätte gar nicht wissen können, dass ich da so viel wende. Ich bin ja wirklich gewendet. Ich dachte halt, wenn Franz noch davon überzeugt wird, dass es vielleicht Dona ist, dass wir dann einfach zu dritt Dona voten. Ich war es aber nicht. Nice. Oh, ey, das war so, ich dachte die ganze Zeit so, verarscht sie mich? Ist sie vielleicht Engineer? Haben wir auch erst gedacht, ja. Ah, Freunde, aus eigener Erfahrung kann ich euch sagen, spielt den Evil Guesser einfach mit, wirklich einfach mit vollem Mut. Das macht viel mehr Bock. Wirklich einfach Full Force rein da gessen. Ja, aber dann ist man direkt weg. Ich war auch gerade nicht direkt weg. Weil ich Sheriff bin. Und ich bin Admin-Table extra um und habe gewartet, bis da 2 Punkte sind. Es sind niemals 2 Punkte aufgetaucht und du hast mir einfach gekillt, bevor überhaupt 2 Punkte im Admin-Table waren. Okay, komisch. Bin gewendet. Raus. Franz, was warst du? Ein raus. Ich war sehr. Ich konnte die ganze Zeit sehen, wann jemand stirbt. Okay, alles klar. Viel Spaß. Viel Spaß. So. Oh, nochmal. Okay, wir laufen direkt runter. Sehr. Mit. Wer ist denn das? Ist es Barso? Warum kann ich das nicht drücken, Chat? Warum ist es noch gelockt? Warum kann ich jetzt? So. Ich werde Blesko-Mann jetzt nicht töten. Kamera war an, die haben gesehen, dass ich ins Labor rein bin. Das heißt, ich kann hier nichts machen. So, ich kann Jeff nicht töten. So, Basu geht ins Labor. Was will denn Basu? Ist Basu cleaner, weil sie mit mir rumläuft? Basu maybe cleaner? Okay, Basu, dann lass mal. Okay, Basu, wir gehen jetzt an die Kamera. Du tötest da. Nee, ich töte da und du cleanst weg, okay? Okay, da ist jemand. Basu ist nicht mehr bei mir. So, wir holen uns jetzt Alibi mit den Jungs und Mädels hier. Blesko-Mann findet jetzt die Leiche und wir haben unser Alibi.
Ah, guck mal da, Baso. Hä, Baso? Was macht denn Baso? Oh. Hallo. Moin. Okay, jetzt bin ich ein bisschen verwirrt, muss ich sagen. Leiche war on Cam übrigens. Also ich habe Jiburi reported im Office, so über dem Vent, zwischen Vent und Kabel, so ganz links in der Ecke. Keine Ahnung, wann sie gestorben ist, war schon tot, als ich gerade an der Lifeline war. Und dann bin ich von der Lifeline nach unten gelaufen und bin Vless gecrossed, der von links kam und eigentlich dann an der Leiche vorbei hätte laufen müssen. Außer du kamst aus dem Decon, dann wahrscheinlich nicht, wenn du straight von Admin zu Lifeline gelaufen bist. Aber ansonsten müsstest du die gesehen haben. Ich bin reingelaufen von links, ja. Da war Tiburi aber noch mit Temoris in der Tour. Ich bin dann zum Admin-Panel runtergelaufen und hab Sachen gemacht in Admin. Sachen. Bin dann wieder hochgelaufen zur Lifeline und da, also ich hab in Office eine Person gesehen und mich halt in Admin und bin hochgelaufen, hab dich gesehen und dachte, du bist der Punkt in Office. Ja, aber da war anscheinend noch Tiburi, die habe ich halt nicht gesehen. Ja, aber also Tim Horus. Wenn Tim Horus liegt, dann hast du keinen Punkt. Tim Horus also, das ist kein Office da. Tim Horus und Franz haben Licht. Okay. Tim Horus und Franz haben Licht angemacht, das ist korrekt. Ganz genau, danke. So, in der Kamera war Dona und ich war auch in der Kamera. Dona, als du das erste Mal durchgeswitcht bist durch die Kameras, lag die Leiche schon da oder nicht? Okay, Dona isst wieder was, oder? Dona! Ja, Dona ist Imposter. Ich habe kurz Wasser geholt. Ich Okay, dann nochmal. Dona. Dona. Ich habe kurz mein Feld bestellt. Ich habe dich gehört und nein, erst gegen Ende war die drin und genau. Ich kann Basos Geschichte bestätigen. Ich habe sie in Lifeline gesehen und ich habe auch gesehen, wie sie zur Leiche gegangen ist. Sie hat kurz gezögert, so 2 Sekunden. Ja, genau. Haben sie sich reported und hat sie reported. Also ich kann das von Basos bestätigen. Ich kann auch bestätigen, dass Vlesk an Lifeline war, weil ich bin auch durchrotiert durch die Kameras und da war noch keine Leiche und dann auf einmal war eine Leiche da und dann kam Baso ins Bild gelaufen, steht so 2 Sekunden neben der Leiche und reportet dann. Ich habe nicht gesehen, auch gesehen, was ich gemacht habe. Deswegen war ich so verwirrt. Nee, was hast du gemacht? Ich weiß auch, dass Franz ist vor mir rausgelaufen und ich bin nicht mehr links raus, sprich wenn, dann ist Franz mehr so als ich, glaube ich. Aber ja, Franz aber war Lifeline. Dann kann ich das nicht fabriziert haben, Vlesk. Ich würde ein Auge auf Vlesk werfen. Mein Mod hat gerade geschrieben, Franz und Vlesk sind im Paar. Okay. Mir wurde im Chat gerade geschrieben. Wir haben einen sehr guten Kill gemacht, weil wir haben ein brutal geiles Alibi, weil als ich in den Kameras war, war da noch keine Leiche. Aber dann, als ich rumgeswitcht habe, war da eine Leiche, obwohl die Leiche die ganze Zeit da lag. Wir haben jetzt Vlesk auf jeden Fall Sass gemacht und wir haben uns Alibi bei 3 Leuten geholt, was ziemlich gut ist. Vielleicht sollten wir jetzt gucken, dass wir entweder nochmal weiter Alibi ausbauen oder wir warten, bis Baso ihren Kill macht. Was ist hier los? What the fuck? Ich würde Vlesk gerne am Leben lassen, damit er weiter Sass ist. Warum hängen die alle zusammen rum? What is happening? Ist hier zu? Ja, es ist komplett zu. Mach mal Licht aus. Timid kommt, geil. Timid, machst du mir die Tür auf? Danke. Dona hat gerade Türkis getötet. Das ist Caruso. Franz, das hast du weiter. Über ein Admin-Brett. Okay, das ist so fucking funny. Ich war beim Admin-Brett und Caruso war rechts dran. Dann ist das Licht ausgegangen und Caruso lebt noch. Ich gehe kurz nach links, ich sehe Franz' Flagge und auf einmal ist Carusos Leiche da, die ich reporten kann. Und jetzt sagt Franz, ich habe ihn getötet. Ja. Wo liegt die Leiche? Über dem Admin-Brett. Aber das Geile ist, Franz, das kann Timmy bestätigen. Oh Gott, der ist auch tot. Ja, geil. Es sind doch reingegangen. Wer ist noch da, pass auf, ich war mit Timid und Caruso zusammen. Wir sind kurz vor Lab gegangen. Und dann sind wir runter Lifeline und dann sind wir runter zum Admin-Table. Da waren wir 3. Ich glaube, Baso. Ich habe Basos Namen einmal ganz kurz gesehen, aber ich weiß nicht. Sie war halt irgendwo ganz nah an uns. Ich weiß nicht, ob sie Specimen ist oder wo auch immer. Wo bist du hin, Baso? Ich bin reingelaufen, als ihr zu dritt im Office war. Da habe ich in die Lifeline geguckt. Dann war ich ganz kurz am Atmen und bin jetzt zum Licht gelaufen. Okay, genau. Ich würde gerne kurz einwerfen, bevor du dich da verfängst in der Geschichte. Timid und Caruso waren eventuell Lover. Die sind die ganze Runde zusammen rumgelaufen. Okay. Aber ich sage nur, dass ich mit den beiden die ganze Zeit zusammen war. Das Licht war aus und wir waren am Admin-Table. Und dann sehe ich nur Franz Flagge aus meinen Augenwinkel und Caruso ist auf einmal tot. Und jetzt sagt er, ich habe ihn getötet. Kann ich und da ich weiß, dass ich Crewmate bin,
ist es für mich halt Franz. Kann ich mal Franz' Version hören? Getötet worden. Das kann ja auch sein. Das kann nämlich auch sein. Warst du eben gerade? Wie ich? Ja. In Lab oben. Das war der krasseste Lag, den ich jemals gehört habe. Ich musste kurz überlegen, ich war in Lab oben und ich kann nicht gewendet haben, weil die Vents zugespackt sind. So. Aber den benutzt niemand mehr. Flask, wo im Lab? Ja. Ist ja egal, der Kill ist gerade eben jetzt halt ein Brett. Der Kill ist gerade eben passiert. Es ist nicht egal, weil Vlesk, weil ich im Lab bin und wenn ich sagen kann, er ist nicht. Also Dona hat gerade Caruso getötet. Ich weiß nicht, wo Tim es war. Am Admin-Table waren drei Leute am Admin. Aber Franz war nicht Ich hab ihn getötet, wenn ich einfach mit ihm war und Licht aus war und dann bist du und sagst, ich hab ihn getötet. Das stimmt. Ich krieg den Report-Button, such die Leiche. Ich such die Leiche und ich laufe durch dich und laufe auf Caruso. Was und ich denn dann und Caruso labert, dann weißt du ja trotzdem beleidigt nicht, ob Timid nicht einfach getötet wurde. Ja. Aber warum soll ich da rumstehen, wenn ich ihn getötet habe? Ich darf jetzt eigentlich gar nichts machen, weil die schießen sich alle gegenseitig, die bringen sich alle gegenseitig um. Ich habe da gar nichts mit zu tun. Die wollen sich alle umbringen. Wir chillen jetzt einfach. Vase, wir sollten keinen Kill. Also ich sollte keinen Kill machen mit. Vase macht doch einfach auch nicht die Tür zu. Ich will auch mal nicht. Wir sollten keinen Kill machen eigentlich. Vase macht Licht an, okay. So, lass uns mal checken, wo die alle sind, mein Gott. So, Dona und Franz sind verdächtig und Vlesk ist verdächtig. Wir sollten jetzt vielleicht die eine Person töten, die nicht noch verdächtig ist. Also entweder bringe ich Baso um, lebt Jeff noch, Franz werde ich nicht töten. Ich werde Franz auf keinen Fall töten, weil der ist ja auch höchst verdächtig von Dona aus. Jeff lebt noch. Wie finden wir den jetzt? Wie finden wir Jeff? Wo ist denn... Warte mal, ist Franz gerade gewendet? Ist Franz gerade gewendet? Dona ist hier. Labor sind zwei Leute. Wenn im Labor jetzt Franz drin ist, dann ist ja Franz gewendet. Oh, dann könnte ich ihn rausgessen, ne? Könnte ich ihn rausgessen. So, hier ist Tim Horus. Der ist auch eigentlich harmlos. Ne? Also den könnten wir eigentlich auch töten. Oh, Franz geht ins Labor. Wen suchst du, Franz? Jemand tot? Wenn jemand tot ist, steche ich jetzt nochmal schnell hier einen ab. Ne, ist niemand tot. Es ist niemand tot. So, Licht ist aus. Franz läuft mit daher. Oh, oh. Da will jemand zu Lights. Komm ich hier raus? Dona geht zu Lights. Baso geht runter. Baso, lass liegen, bitte. Lass bitte liegen, Baso. Lass bitte liegen. Sie hat gefixt. Sie hat gefixt, aber hat liegen lassen. What the fuck? Oh nein. Anders als ich finde gerade keine Leiche und ist mir so riskant, dass der Kick. Warst du in Storage, Steph? Nee. Da war ein Punkt. Das war die Sache ist die, was ich ganze Zeit schon seit erster Runde andeuten möchte: Ich habe einen Tracker auf Flask und ich sehe ihn schon alle Runden wenden, also außer die letzte Runde davor. Aber diese Runde habe ich ihn wenden gesehen, die erste Runde habe ich ihn wenden gesehen, das wollte ich mal loswerden. Wo hätte ich denn ein Specimen gewendet? Wie soll ich denn wenden, wenn ich ein Specimen bin? Linda hat mich reinlaufen sehen und oben im Lab habe ich den Vent schon in Runde 1 zugespackst. In der ersten, wo soll ich in da wenden? Ersten Runde ist dein blauer Pfeil von oben nach unten links aber in den Vent reingegangen. Jeffy, du weißt, Chef? Dass der Pfeil so 5 Sekunden Verzögerung hat, ja? Ich habe immer das Gefühl, die Tracker vergessen das immer. Das sieht manchmal so aus, als würde das umherspringen, was sind halt die 5 Sekunden. Oder war das Signal von Jeff an seinen Evil-Guesser-Kollegen, dass... Nee. Das kann sein, ja. Dass ich Engineer bin. Ja, aber das wäre doch. Aber er ist ja Evil Guesser draußen eh nicht. Ich habe in der Runde 1 schon gecallt, dass ich Security Guard bin und da wird keiner schießen. Kann ich jetzt schon sagen. Okay, da Dona falsch war, was mich sehr ärgert, weil ich habe sie von der Leiche weglaufen. Jo, aber Franz, es war halt dunkel, ne? Das ist ja das, was ich auch gesagt habe letztes Mal. Ja, aber ich bin. Es ist halt ultra schwer, sowas zu callen, wenn es dunkel ist. Und du sagst dann, Dona hat ihn umgebracht. Das ist halt so. Dona ist halt von der Leiche weggelaufen und ich bin um den Tisch drum rumgelaufen. Was passiert ist, Franz? Ja, ja, ich weiß nicht. Timid und Caruso waren zusammen. Sprich, der Mersas ist für mich. Ja. Das bist du. Weil du kannst Caruso getötet haben. Timid
Und dann hast du gesehen, dass Caruso auch im Umfeld, ein paar Meter weiter, und dass Dona noch daneben steht, weil Licht war aus. Aber du hast überhaupt nicht so geredet, als ob das Licht für dich aus war. Das ist Bait. Das ist Bait. Ich bin auf die Leiche draufgelaufen. Dona läuft von der Leiche weg. Natürlich reporte ich dann Dona. So, ja, dass die Lover sind, dass Dona keine Ahnung. Ein bisschen verpeilt ist so. Ja, aber laut Admin-Brett waren auch nur 3 Leute, Dona, Caruso und ich, im Admin-Bereich. Also Timid kann gar nicht da liegen, aber es ist auch nur meine Info. So, die Frage ist ja, wer hat denn Timid getötet? Also, wie gesagt, Vlesk hatte ja auch in dieser einen Runde, war sich nicht so sicher, wo er war, also würde ich Jeffs Call eigentlich gar nicht für so unfalsch nehmen. Also, weil ich ja, aber das Problem ist, dadurch, dass Dona jetzt tot ist und wir letzte Runde 50-50 haben, müssen wir eigentlich Franz worden, ne? Das weiß ich nicht. Ist euer eigentlich schon. Das ist gut. Das ist totaler Blödsinn. Ja. Nee, warte mal, das ist schlecht. Nee, von der letzten Runde her, es ist halt nicht blöd. Ich kann den Button nicht drücken. Irgendwer muss den Button drücken, bitte. Ich kann auch nicht drücken. So. Wir machen jetzt gleich Light. Dann drücke ich vielleicht sogar den Button. Ich mach Light, ich mach Light. Ich will, dass sie sich rausvoten. Sehr schön aufgeteilt, Fumme jetzt. Jo, nochmal. Ja, Tim und ich standen gerade am Button. Okay. Ja. Witzig war das. Ich verstehe die Situation, dass ihr denkt, es waren 50-50 zwischen Dona und mir bei Caruso. Und ich kann das vollkommen nachvollziehen. Die Frage ist aber nicht, wer hat Caruso getötet, weil wenn Caruso und Timid Lover waren, ist die Frage, wer hat Timid getötet. Ja. Und ja, aber das hast du in der Runde überhaupt nicht gesagt, Franz. Ja, ich weiß, weil zwischen dir und Dona war, hast du nur gesagt, es war Dona. In der Runde ist Dona von der Leiche weggelaufen und ich musste hinlaufen und reporten. Ja, und was ist das für eine Relevanz? Dona ist tot, also offensichtlich hat Dona den Kill nicht gemacht. Richtig, und deswegen ist Dona nicht der Killer oder die Killerin und deshalb kann sie nicht den Kill auf Caruso gemacht haben, sondern es muss ein Kill auf Timid sein, der zu einem Lover-Kill geführt hat. Wie waren gerade die Worte? Aber das hast du doch in der Runde gar nicht gesagt. Ich weiß, weil Dona von der Leiche weggelaufen ist. Wie waren gerade nochmal die Worte? 3-3. Das weiß ich, aber wer hat wen gewotet? Franz muss ja dann Bless gewotet haben. Franz hat auf mich gewotet, logischerweise, weil er nicht auf sich selbst voten will. Also für mich ist es hier obviously Franz. Und wenn ich da falsch liege, so, dann tut es mir leid an die Crewmates, aber keine Ahnung. Also wenn wir einen 50-50 haben und in der nächsten Runde ist einer davon tot, dann vote ich in der nächsten Runde, wenn wir in der Diskussionsrunde sind, den anderen. So, mein Problem ist, wenn es Bless und Baso sind. Wenn ihr mich rausvotet, dann ist ein 50-50 gar nicht mehr möglich in der nächsten Runde. Hab nämlich auch dieses Duo im Kopf, Matteo, so ein bisschen. Was habe ich denn jetzt mit Vlesk am Hut? Ich habe den sogar gesasst in der ersten Runde. Naja, weil du so auf Franz gehst. Weil er ultra sass ist für die Runde, wo Dona jetzt tot ist. Aber wir haben doch gesagt, wenn Franz nicht so sass wäre, würde ich sogar hier Vlesk bauen. Okay, wenn das ein Loverkill war, dann ist Franz für mich unschuldig, aber, oder? Nee, warte mal. Nee, ich kann ja immer noch den Kill auf Timid gemacht haben und mit der Admin-Sache lügen. Auf den aber wir haben die Info von Jeff. Vlesk sehr sass für mich. Aber da mit der Dona-Sache jetzt ist es, wurde ich hier Vlesk Franz. Bleibt für dich nur Franz, oder was? Nee, ich schwanke. Ja, ich habe 4 Leute, die bei mir im Sass sind. Alle außer nur 4 oder was? Ja, das ist ja wenig im Prinzip. Ich vote Vlesk. Ja, fertig. Wir werden wird entweder ein 3-3 oder ein 2-4 sein. Ich werde okay. Oh. Ciao, Jeff, glaube ich. Ja, oh, was war das denn? GG Imposter. Vlesk war für Jeff war für mich gar nicht. Den Swap check ich ja gar nicht. Ja. So, wer kann die beiden geswappt haben? Baso nicht. Die beiden, die geswappt wurden, nicht. Das heißt, nur Tim Horus oder Vlesk können Swapper sein. Oder? Nur Tim Horus oder Vlesk können Swapper sein. Ja, oder wir killen jetzt einfach. Oh, was? Oh, ich habe zu früh gedrückt, oder? GG. Gut gespielt. Ja, ich hab gemerkt, so, okay, es ist nicht Franz. Und dann dachte ich mir, es muss Jeff sein, weil die Tracker-Call war natürlich. Ach, du hast geswappt. Der Tracker-Call war so, am Ende der Runde, wo in der ersten Runde reportet, ist dein blauer Pfeil perfekt auf den Vent gegangen. Als ob du auf dem Vent standest. Oh, ich dachte, ich war schon wieder Evil Guesser, ne? Ich habe Security Guard zu sein, das habe ich auch andauernd gesagt. Ich dachte die ganze Zeit, das ist ein Bait mit dem Tracker. Ich habe meine Rolle richtig gesagt, einfach. Ich habe genau gesagt, wo er war. Ich weiß, deswegen. Aber ich dachte, das ist ein Bait. Das ist ein sehr geiler Bait, aber ja. Aber er hätte ja auch ein Bait sein. Wäre ein geiler Bait gewesen. Ja. Mhm.
Ja. Ja, geile sorry, Runde. Dona, ist gut gemacht, dann Baso. Hat jemand Tim mitgetötet. Danke. Ich habe einmal Dona weggeputzt. Eine Runde bist du mir hinterhergelaufen. Da habe ich gesagt, oh krass, Baso ist cleaner. Wir gehen jetzt Dona töten. Und dann bist du aber dann irgendwo unten hängen geblieben bei O2. Da war ich dann auch lange auf dir drauf, Franz, weil du einfach so vehement drauf beharrt hast, dass, dass Dona den Kill gemacht haben muss. Ich kann dir nochmal ein VOD zeigen. Aber obwohl die Lava ja... Ja, Caruso liegt da und Dona läuft halt weg. Ich hab's Tim mit halt, es war halt dunkel und ich bin hin und her gelaufen, weil ich will natürlich nicht direkt neben jemandem stehen, wenn das Licht aus ist. Und als ich weggegangen bin, war er wahrscheinlich noch am Leben und dann tot. Und dann bin ich hast du mich halt gesehen so. Aber das ist keine Ahnung, wie es bei dir aussah. Aber es war halt dunkel, weißt du? Und ich bin halt so ein bisschen rumgejingelt. Hast du denn auch self-reported da in Office neben mir, Linda? Also einfach reingessen ist halt wie ein Todesurteil, ne? Das ist wie einfach reinschießen mit Dings. Also einfach reingessen ist halt, du versaust ja halt selber die Runde, deine Postermate auch. Das ist halt sehr gefährlich. Ja. Dann ist mal tot und dann ist vorbei. Das ist halt nicht so geil. Ich hätte wahrscheinlich Matteo rausgeswappt, aber dieses Tracker-Ding von dir, Jeff, da das bleibt halt hängen. So, aber du musst es ja selber wissen, dass ich deine Information eins zu eins gesagt habe. Genau gefragt, wo du Ramener la coupe à la maison. Nö, also du hast ja gesagt, ich bin die ganze Runde wild und mehr gewendet. Aber ich weiß ja als Swapper, dass ich nicht in Wände reinpasse. Ich bin als Elefant generell, das ist zu dick. Ja, wir haben jetzt 100% Winrate als Imposter. In der ersten Runde war also von daher ist alles gut, Chat. Viel Spaß. Danke. Ey, sei mich böse, ich call jetzt runter, ich bin übertrieben fertig. Nein! Guten Nacht. Engine, von Beispiel oder von Matthäus Ansage wegen Boxen? Ich muss morgen trainieren gehen. Lauch-Yoga startet früh. So, ich bin Engineer. Wenn Carouser jetzt schon geht, wie viel haben wir denn, Chat? Dann können wir ja gar nicht mehr viel zocken. Okay, Dona ist hier. Sehen wir, wie sie getötet wird? Nein. Das sah real aus, was Dona gemacht hat, ne? Würde Dona so faken. Sie läuft hier ran und sie hat dann nicht den Vent gesehen. Dona ist für mich safe. Das heißt, Dona ist kein Imposter. Müssen wir uns merken. Wir lösen den Fall jetzt einfach direkt. Lights geht aus. Boop. Lights geht sofort wieder an. Bonnie war boop. Tim ist hochgelaufen. Vlesk ist hier in Communications drin. Wir gucken mal, wann Bless rauskommt. Djibouri läuft raus. Dona. So, Djibouri ist bei Bless drin. Dona steht hier vor der Tür. Dona haben wir schon gecheckt, dass sie wahrscheinlich real ist. Bless ist auch real. Djibouri weiß ich nicht, um ehrlich zu sein. Djibouri könnte Killer sein. Also wissen wir einfach nicht. Cams sind an. Dona läuft raus. So, läuft Dona hier nochmal hin. Sie muss ja zweimal machen, die Task, ne? Comms ist sabotiert. Da laufen zwei hoch. Wer war das? Shit, sehen wir nicht. Shit, wenn Franz Evil Guesser ist, bin ich tot. Ich werde mich da rauslaufen sehen. So, Jeff steht hier. Es ist niemand tot. Also einzige Infos, die ich habe, die jetzt halbwegs verwertbar sind, für mich zumindest, sind Dona, ist es nicht, und Vlesk ist es nicht. Ich will nicht wenden, während Licht aus ist, weil dann sehe mich vielleicht die Imposter. Scheiße, Dona. Oh, oh mein Gott. Oh, Djibouri tot. Oh mein tot. Gott. Okay, Vlesk. Okay, Timurus ist es. Also, Djibouri lag vor dem Licht, vor der Tür direkt. Ich glaube, es wird doch gerade eben gefixt, oder? Wer hat das gemacht? Ich habe gerade gefixt, ja. Okay. Also, es liegt direkt vor der Tür. Also, so alt können die nicht sein. Draußen vor der Tür oder drinnen vor der Tür? Draußen möchte ich meinen. Jeff und Caruso, wart ihr nicht an der Lifeline gerade noch? Also ich war an der Lifeline, da war niemand tot, bin dann weggelaufen. Warst du mit Bas unterwegs, Jeff, oder wer war das? Nee, ich war jetzt gerade am Ende in Communication, da stand Caruso. Oh, Dona ist auch tot. Achso. Mhm. Beim Essen machen gestorben wahrscheinlich. Ja, wahrscheinlich. Verbrannt. Ja, schwierig. Wo wart ihr sonst so? Gerade? War gerade... An Cams mit Jeff und Baso am Anfang und dann Lifeline, als Comms sabotiert wurden. Da hat Jeff sich aber dann in die Cams reingestellt, komischerweise.
Und war, dann. Waren die vielleicht, Lover? Und es war so accidental? Weiß ich nicht. Donau und Djiburi, oder was? Ja, Donau und Djiburi, ja. Wer ist mit dir rumgelaufen, war soeben? Über dem Stein, da wo wir uns geschossen haben? Wer war das? Gar keiner. Ich bin von Lifeline zu Licht alleine gelaufen. Von links raus aber auch. Und habe jetzt gerade alleine Licht angemacht. Oder da war jemand hinter mir, den ich nicht gesehen habe, weil Licht angemacht habe. Ich hab Fuel eingefüllt. Da war kein Licht. Okay. Aber ich habe Basum also nicht gesehen. Ich habe Dona das letzte Mal gesehen bei dem Comsfix. Aber das halt auch schon so 40 Sekunden. Ja, da stand Dona auch noch 100 Jahre später, als alle weggelaufen sind. I understand. Du meinst, sie hat sich Warlock Self-Kill oder was? Weil auch das, das in dem passen, was Mental sagt? So ein Self-Ding oder was? Nee. Kannst du dich Warlock Self-Killen? Da muss doch jemand in der Nähe sein. Timid, wo warst denn du eigentlich? Nee. Ich war gerade im Office. Oder ich bin gerade über Office, ja. Wo ist der Elefant? Wir haben null Infos einfach. Chris? Wo ist der Elefant? Mit Chris im Labor. Redet. Ich ziehe es an deinem langen Rüssel. Oh. Du nimmst deine Schmuddelfinger von meinem Rüssel. Händchen, hallo. Chris, also kein Alibi. Blast war vom Movement her ganz gut. Ohne Alibi. Und ist Djiburi da wieder rausgelaufen? Und da wurde zugemacht. Scheiße, wer war denn hier auf dem Vent? Ich war doch die ganze Zeit an den Vents. Warum habe ich nicht gesehen, wer zugemacht hat? Scheiße, sonst könnten wir jetzt schon sagen, wer da auch rausfällt. Wer ist an diesen Vent gelaufen? Fuck. Franz kommt zu mir. Ein Banger. Bang, bang. Ups. Licht geht aus, wir sind tot. So, es geht auf. Wer fixt? Jemand fixt. Okay, hat gefixt, hat aber ein bisschen länger. Oh, Timid ist hier unten. Dieser Drecksack, ey. Ja, gut, dann kann ich jetzt Task machen. Mann, ey, ich wollte gerade noch weg, aber es hat es nicht mehr geschafft. Shit. Aus dem Vent gefiecht, ja. Ja, Vent ist eigentlich mega geil, aber man muss halt wegwenden, wenn einer kommt. Dammit. Dammit. Was ist passiert? I don't know. What the fuck did I just see? Was ist passiert? Also, dass Caruso und ich den gleichen Gedanken hatten. Ja? Ich hab Tim Horus in. Yo, what happened? Linda! Mann, ich weiß doch auch nicht. Ich hab Tim Horus halt im Labor gefunden und. Das war's? Da sind Caruso und Jeff vor 10 Sekunden reingelaufen. Ja, ist auch richtig. Lässt an Lifeline. Warum seid ihr so verwirrt? Was passiert? Ich verstehe auch nicht, warum das so wird. Also, was ich nicht verstanden habe, pass auf. Also, ich komme aus Specimen raus, da war ich mit Blast drin. Ich glaube, der ist nach Admin wieder rausgegangen. Ich habe noch Simon Says gemacht, hat 300 Jahre gedauert. Bin nach oben rausgegangen. Caruso ist schon in Decon reingegangen und Jeff läuft noch über die Leiche. Und dann laufe ich zu Jeff zurück, weil da halt eine Leiche lag und denke mir so, hey, what the fuck? Und Jeff hovert so hin und her, keine Ahnung, Alter. Und dann habe ich Tim Horus reported und ich habe nicht. Warum hast du nicht reported, Jeff? Hä? Also die Sache ist, wir waren zu dritt Lichtfixen. Caruso, Franz und ich. Franz hat Caruso gewarlockt. Dann sind wir rübergelaufen. Was? Dann ist auf einmal Tim Horus neben uns umgefallen. Und wir dachten uns, es ist nur Tim Horus. Und sind dann einfach weitergelaufen. Dann haben wir nichts gesehen. Und das ist halt okay. So true. Das ist okay. True. Also keine Ahnung. Wer war in den Camps ganz am Ende? Nochmal zum Thema 15er Runde. Okay. Mit Jackal und drei Impostern sollte eine Runde circa genauso lang gehen. Ich war auch Cam müsste das gesehen haben. Jetzt brauche ich danach. Ich könnte es ja einmal ausprobieren, so als einmaliges Special. Jeff laufen rechts rein. Ich denke mal drüber nach. Gesehen. Wenn, dann müssen wir es wirklich so machen. Das habe ich auch vor 15 aber Sekunden, glaube ich, das letzte 15 Mal. Leute dann irgendwo open field, weil es waren drei Leute Electrical. 15 Leute zusammenbekommen ist schwer. Franz, Caruso, Jeff und Tim mit O2. Basel waren Specimen, nicht am Admin-Table. Eine Person war Lab, das war wahrscheinlich Tim Morris. Matteo irgendwo open field. Ich glaube, dass Jeff den Kill da einfach gemacht hat und dann kam ich blöderweise aus Specimen raus. Caruso war doch dabei. Ja, aber der ist ja schon ins Specimen reingelaufen. Du musst ihn ja hinter ihm gemacht haben. Was ist denn der Pitch Invade? Was ist Pitch Invade? Okay. Was ist das denn? Ja, es sind Franz und Timid. Ja? Das ist wahrscheinlich Ich weiß gar nicht, was hier abgeht.
War so, wenn ich das gewesen wäre, hätte Caruso reportet, hätte ihn eigentlich auch gesehen. Ja, 15 Leute einladen ist echt schwer. Heute haben wir 7 Leute abgesagt. Aber wenn die 7 könnten, die mir abgesagt haben, hätten wir 15 schon. Nee, sogar 17. Also es ist möglich in der Theorie. Elf kriege ich zusammen, ja. Theo, fragt doch bei euch im Among Us Channel. Ja, Chat. Ich hab euch ja lieb, ne? Aber mit Zuschauern spielen. Die anderen Streamer, die hassen Zuschauer. Ich bin der einzige Streamer auf Deutsch, also auf Twitch Deutschland. Hallo YouTube. Der Zuschauer mag. Und da kann ich mich nicht durchsetzen. Ist halt schwierig, ne? Oh, what's happening? Sitzt. Nee, okay, ich sag schon mal drauf. Also, aus meiner Sicht, Vorsitzender, weil ich davon ausgehe, dass Franz auf jeden Fall richtig war. Ansonsten hätte der Imposter jetzt schon ausmachen können, dann können wir ja quasi das Meeting reinholen. Aber woher wusstet ihr denn, dass es. Fuck. Das war Timmy, sorry. Was? Pass auf, wenn du Warlock killst, das hätte ich vielleicht noch sagen sollen, wenn du Warlock killst, kannst du nicht mehr in die Kamera gehen. Und als ich reingelaufen bin mit Electrical, war, glaube ich, die Kamera aus. Ja, wusste ich und nicht. Und da hab ich mir erstmal nichts gedacht. Bis am Ende Caruso und Jeff meinten, nachdem ihr übel lange im Meeting halt so rumgekichert habt, wo ich nicht gerafft habe, was passiert ist. Ja, weil. Was ein Warlock-Kill war. Und dann dachte ich mir so, okay, dann muss es Franz sein, weil da stand eine Cam, aber die Cam war aus. Und dann war Timmit halt Nummer 2, weil die anderen Leute konnten sich alle covern und irgendwer muss Matteo getötet haben. Der Grund, warum ich da so rumgekichert habe, war, weil ich Lover mit Caruso war. Und ich dachte, es sind Jeff und Caruso und ich wollte halt verraten. Und dann dachte ich, okay, also Jeff und dann gewinne ich mit Caruso zusammen, weil Caruso ist ja auch Imposter, weil die sind wirklich beide über die Leiche gelaufen. Und ja, wir dachten ja. Ich dachte, was? Deswegen wolltest du Jeff kicken, weil du dachtest, Caruso. Ja, du wolltest Jeff verkaufen. Ja. Scheiße. Caruso, gönnst du noch eine Runde? Ist explodiert. Gönnst du noch eine? Die Situation war ungefähr Caruso, so. War gut. Ja, eine geht noch rein. Also auf jeden Jeff Fall und ich, Jeff. So, Tim Horus stirbt an mir. Jeff und also ich bleib kurz so stehen. Gehe ich nach oben. Jeff geht nochmal kurz nach unten. Okay, dann gehe ich halt nach oben. Das war so verwirrend für mich, deswegen. Und ich habe auch Lover mit ihm. Die Kamera als Warlock ist halt sehr gefährlich, weil wenn du tötest und dich dann da hinstellen willst, du musst halt damit rechnen, dass die Kamera halt aus ist, so. Mhm. Oder es halt auffällt, wenn man drin steht. Wusste ich nicht. Nach dem Satz von Jeff werde ich ihn nie wieder reporten, wenn ich ihn finde. Ja, richtig so. Nee, es sind nicht nur 2 von der Runde hier übrig geblieben. Alle haben Spaß. Erstmal gucken, wo ich bin. Sia, okay. Wir können also sehen, wie Leute sterben. Okay, das ist gut. Wahrscheinlich werde ich einfach nur sehen, wie ich sterbe. So, Franz, Jiburi, Barzo. Jiburi dreht ab und läuft wieder hoch. Was ist denn das für ein Movement? Das ist ja das wildeste Movement, was ich jemals gesehen habe von Jiburi. Sterbe ich jetzt hier? Ich freue mich, dass Matteo und Smart Bonba Herz von war Sonnenhof. Wir hatten für die Lobby 6 Leute oder so safe und dann habe ich versucht, den Rest aufzufüllen. Oh, Security, Electrical 3, 2 Leute Office, 2 Leute Admin, 1 Person Labor. Wahrscheinlichkeit ist jetzt sterbe ist hoch. Dona geht hier rein. Warum sind die beiden Office so lang hier? Sehe ich auch in dem Screen, wenn einer stirbt? Also flackert das dann auch so auf? So, Specimen. Blesk ist bei mir. O2 sind viele. Okay, Jeff, wie läufst denn du hier in die Ecke? What the fuck? Jeff ist einfach um den Tisch rumgelaufen. Warum das? Warum ist Jeff so um den Tisch rumgelaufen? Wir verstecken uns. Versteck mich so lange, bis mein Bildschirm einmal aufflackert, damit ich safe bin. Ganz safe wäre eigentlich, wenn er 2-mal aufflackert, ne? Licht geht an, es gab keinen Kill, wir bleiben einfach hier. Es gab keinen Kill, wir bleiben einfach hier stehen. Wir laufen erst los, wenn es einen Kill gab. Okay, nee, ist mir zu langweilig. Kamera ist an. Labor ist zu. Hier ist auch zu, ist aber noch niemand gestorben. Check mal, funktioniert mein Super Sense? Ja. Meine super Fähigkeiten funktionieren noch.
Licht geht wieder aus. Wir verstecken uns jetzt diesmal. Oh nein. Okay, es gab gerade einen Kill. Caruso ist unmöglich der Killer. Donna ist gestorben. Donna war im Labor, oder? Sie war doch in Specimens, aber schon lange her. Schon lange her. Wir suchen sie mal da. Noch ein Kill. Okay. Ist ja geil, wie man das sieht, ne? So, liegt Donna hier irgendwo? Nope. Nope. Ich glaube, Caruso ist echt für beide Kills raus. Noch ein Kill? Dritter Kill? Oh, Baso. Reported Baso? Nein. Nein. What the fuck? Sociopath. Oh, die Bureau Investigation Lover. Baso, ich hab extra nicht reported. Horus. Wolltest du mich noch töten, oder was? Nee, ich hab dich auch gesehen vor der Tür gerade. Ja. Baso, kam dir jemand entgegen? Timid. Dann war's Timid. Wo? Vor Lifeline. Also, ich. Oh, nee, ich bin gerade mit Tim Horus O2 an der Tür. True. Jedenfalls, ich war in Specimen, bin gerade aus Admin rausgekommen und zum Office hochgelaufen. Timid sind mir entgegengelaufen und dann Matteo. Die Leiche, die ich reportet habe, lag genau vor der Lifeline. Mhm. Und es sind 4 Leute tot. What the fuck? Ja, also es war Kill und dann glaube ich Lover Kill. Kann das sein? Das ist möglich, aber ich bin überhaupt nirgends da. Also Timid ist von der Lifeline weggelaufen und Matteo, du bist ja auch weggelaufen und hast nicht reported. Genau, ich kam in Lifeline reingelaufen, hab da die Leiche von Blesk liegen sehen und dachte, die ist so fresh, dass ich jetzt einfach durchlaufe und gucke, ob ich jemanden treffe. Und dann bist du mir entgegengelaufen. Ich hätte ja sonst keinen Grund, dir einfach ja Timid sein. Ja, dann müsste ich eigentlich sein, aber ich bin nicht da in der Nähe. Deswegen denke ich auf Morphling. Caruso kann der Morphling nicht sein, Baso, bei mir oben. Baso, die Timid-Version, die du gesehen hast, wo ist sie hingelaufen? Raus oder zum Vent? Keine Ahnung, halt den Flur lang. Ich weiß nicht, ob zum Vent oder hast du sie auch gesehen, Matteo? Nein, also so wie die Leute hier reden im Meeting, dadurch, dass ich Jeff für den Double Vlesk Jiburi Kill, wo ich gehe mal davon aus, dass sie Lover waren, weil die zusammen die ganze Zeit unterwegs waren, nehme ich Jeff für den Kill raus. Baso Metal nehme ich von, ich mag die beiden einfach raus und Metal habe ich auch zuletzt an Lifeline gesehen. Und deswegen glaube ich, es sind Timid und Timorus. Ich werde hier Timid voten. Jeff, weißt du, welche Rolle ich habe? Timid steht gerade vor mir bei der O2. Admin, Timid. Ich weiß, dass Timid gewendet ist. Bedeutet, er ist entweder Engineer oder. Don't do it. Nein, votet mich nicht. Ich weiß, was Timid ist. Timid ist safe, dann lass mit Tim Horus anfangen. Ja, wir fangen mit Tim Horus an, da bin ich auch dafür. Warum? Das kann ich sehr schwer erklären. Weil Timid mir was gezeigt hat. Mhm. Oh mein Gott, okay, that's a rip. Okay. Ja. That's a rip, Alter. Aber das hat auch keinen Sinn gemacht, weil er ja bei O2 steht. Ja, aber die wollten es ja andersrum machen. Auf sein. Also das Ding ist, Jeff ist der Switchery-Du. Oh, wir sehen, wo Leute gestorben sind. Hier ist jemand gestorben. Krass. Warum habe ich eigentlich... Und da auch. Okay, hier ist jemand gestorben und da... Ich glaube, was macht ein Caruso? Come on. Komm. Okay. Es gab gerade einen Kill, oder? Ja, es gab gerade einen Kill. Wir gehen reporten. Das muss da drüben sein. Oh, my lord. Timid, ich hab dich getrollt mit Time. Und ich bin raus. Weil es ist RIP, weil es ist einer Kill und die sind zu 6 und die haben Evil Guesser. Es ist vorbei. Warum kreuzt du das, Jeff? Nein, weil Timid der Evil Guesser ist. Ja, aber Jeff, du hättest nicht sagen müssen, was du bist. Das hast du so viel. Nee, ich wollte ihn töten und es ist. Ach so, er wusste deswegen. Ach so. Ah, ja, okay. I see. Richtig gut, Timid, alle 4? Was? Vier? Krass. Ich wollte noch Tim erschießen, aber hat das Duell verloren. So. Ich hatte 2 Sekunden. Weil Caruso war ja auch tot, deswegen dachte ich, warum? Ja, ich hatte 2 Sekunden auf Kill-Timer. Das ist lucky. Ich werde das lustig, als du es gecheckt hast, Jeff. Ich bin Timer. Scheiße. Ich dachte, das war. Warum wolltest du. Ich erklär's gleich nochmal, Chat. Tim mit nicht voten? Weil ich getan habe, als wäre ich Jeff hat komischer, warum hatten Timid und Tim Horus beide 2 Votes? Was war das da von den Crewmates? Ich habe jetzt so gespielt, als wäre ich.
als wäre ich Security Guard. Ey, ich habe early, hab early gesagt, ich werde Timid voten, weil es können nur noch Timid und Tomorrow sein. Dann hat die Crew nicht mitgevotet, sondern meinte halt, nee, lass lieber Timoros voten. Es ist wann beide lucky geworden. War ja beide richtig, wir hätten uns nur einigen müssen. Geiles Ding. Ja, ja. Wer war Swapper? Aber Swap war ja egal, es wäre ja, ich war der. Erstmal, ich habe geswappt, bevor wir überhaupt gecallt haben, wen wir voten, weil ich dachte, es sind sowieso Timid und Tim Horus. Deswegen ist es egal, wer rausfliegt. Und dann waren es halt zwei Zweier-Votes, das war ja dann egal. Sehr lucky, oh, lucky. Aber die Runde war jetzt sehr kurz. Warum nicht an der Stelle machen? Ich habe schon auf Timid gevotet. Ja. Und dann meinte ja, Jeff: Nee. Timid hat mir irgendwas gezeigt, lass Timoris voten. Und hat dann auf Timoris gevotet und damit halt geteilt. Die Power, wenn Timid sein PP rausholt. Aber da waren ja zwei Votes schon raus. Ich bin traurig, dass ich nicht dazu kam, Jeff abzustechen in der Runde. Aber hey. Happens. Nächstes Mal. Aber ey, das ist das erste Mal, dass ich Timeshift gesehen habe. Wie findest du den Song? Ja, ja, war cool. War cool. Hab ich auch gesehen. Ist übel nice, oder? Gib Bambe. Ja, warte, schicki, Link, Live-Performance. So, ich erklär's nochmal ganz schnell. Erstmal gucken, was ich bin. Du musst wirklich volle Lautstärke machen bei dem Song. Crewmate! Das ist ein Banger. What the fuck? Viel Spaß. Also. Viel Spaß. Jeff war Time Master, hat gebaitet, dass er getötet wird, weil wenn der Time Master sein Time Master Schild aktiviert und dann getötet wird, dann wird die Zeit zurückgedreht. Aber das bedeutet auch, dass die Person, die ihn töten wollte, weiß, dass er der Time Master ist, weil das kann nur der Time Master machen. Und wenn der Imposter der Evil Guesser ist, kann er einfach dann die Rolle des Time Masters guessen und kann ihn rauswerfen. Dadurch war das unmöglich zu gewinnen. Ja, und das war's schon. Das war die ganze Erklärung. Und schnell voten geht nicht, weil die Imposter ja mit in der Runde sind. Die voten ja nicht schnell mit. Come on, Carouser. Don't kill me. Sag mal, ist das auch ein Custom Skin von Caruso? Ja, oder? Ja, glaub schon, oder? Jeff, warum so viel Hass? Tim voten. Ja, Jeff war sauer. Ich kam aus Specimen, er schießt direkt auf mich drauf. Ah. Um. Das könnt ihr mir jetzt auch glauben, weil letzte Runde habe ich ihn halt als Time Master gevotet. Der ist ein Warlock-Killer einfach sein könnte mit? Ich glaube, das ist das kann auch sein, aber er ist zu mir runtergerannt. So. Deswegen Jeff gedacht, wäre nie im Leben salty. Jeff, I got your back. Nee, ich habe ihn ja komplett verarscht eben als Security Guard. Ich vote hier Timid. Okay. Wen hast du alles gecrossed damit? Ich habe gar keinen gecrossed tatsächlich, deswegen kann man eigentlich auch Warlock, oder? Habe ich einen gecrossed? Nee, ich habe gar keinen. Ich war alleine im Labor, bin dann Specimen, habe meine Aufgabe gemacht. Ich bin raus und wurde instant, er wollte mich abschlachten, aber hat es nicht geschafft. Ey, yo, warum sollte ich denn sowas erfinden also und direkt self-reporten? Also, ja, aber erste Runde. Bei 9 jetzt direkt so. Nee, also, Timid muss jetzt hier auch mal bei 9 fliegen. Wir können ihn auch fast behalten. Das kann er hier nicht so durchgehen lassen. Nee. Ja, es ist nicht das erste Mal, dass Jeff sowas macht, ne? Nee, was? Also, es ist wirklich nicht das erste Mal, dass Jeff als Sheriff dann sowas quasi mit. Ja, und ich bin eigentlich kein Self-Reporter, by the way. Jeff schießt schon gerne in der ersten Runde als Sheriff aus für einen Spice. Nee. Jeff? Nee. Oh mein Gott. Okay, danke. Oh mein Gott. Ich bin so immer selber geworden. Oh mein Gott, ich bin so am Block. Einfach. Oh mein Gott, wir haben einen Swapper drin. Oh Gott. Also, wir wissen, dass der Swapper weder Vlesk noch Timid ist. Wir waren in Specimen mit Caruso. Oh Mann, ey. Also ich glaube, dass Timid irgendwie. Aber würde Jeff einfach so ballern? Kann sein. Ich kenne Jeff nicht so gut. So, Friends. Baso ist hier drin. Okay, Baso läuft raus. Dann. Ich bin tot. Jo. GG. Baso, Hände hoch, ich hab dich. Der gute Matteo liegt bei der Pylone und der Lab. Was man sagt, der Warlock? Warlock ist ein Imposter, der einen Crewmate verzaubern kann und dann den Remote zum Killen bringen kann. Deswegen. Ja, Baso ist gerade so outdoor stehen geblieben, als würde sie Türen schließen.
Timmy, ich habe dich letzte Runde nicht gewotet und bereue es gerade ein bisschen. Aber dann wäre er am letzten geflogen, hätte es ihn gewotet. Also, weißt du, was du jetzt machen musst? Warum heißt Timmy heimzahlen Jimmy, Jibbitori? Vlesk voten. Ich swappe by the way jetzt. Timmy und Vlesk. Man kann sich selbst nicht swappen. Mantle ist etwa 12 Sekunden alt. Nee. Rip in pieces, Matteo. Wo liegt überhaupt Matteo, Timmos? Habe ich schon gesagt, unter der. Die will gestern auf 100%, genau. Okay, da war ich. Simon ist heute nicht dabei. Ich glaube, Simon wird nicht mehr so viel Among Us spielen. Ich glaube, zwei Leute waren im Glück am Anfang. Das waren Timmit und Basel. War zumindest das letzte, was ich von ihm gehört hatte. Vielleicht ist er mal irgendwann wieder dabei. Also, er hat sich eingeladen. Ich habe so kurz gecrossed vor Community. Aber er macht eine Among Us-Pause. Vor 15 Sekunden waren zwei Leute Electrical. Mantle und. Nee, da war ich nicht. Mantle kam. Hört man mich? Ja. Ja, aber Leute. Mantle und ich. Und Mantle kam vom Download und ich bin aus O2 nach oben gekommen. Dann bin ich nach rechts raus, habe meine zweite Teil-Task, der Fuel-Task gemacht und Mantle ist nach rechts hin. Deswegen sage ich, der Kill ist 12 Sekunden. Vor 15 Sekunden? Ich war nicht in Lab, ich war überhaupt nicht rechts auf der Seite. Deswegen weiß ich, ich habe Timmit und einen gerade noch vor Comms gesehen. Ich habe keine Ahnung, warum das kann ich gewesen sein. Ich bin nur gerade Slow Thinker, sorry. Ein bisschen müde. Ja. Eine zweite Person. Mögt ihr RBTV oder sind das mehr so Boomer für euch? Also vor 15 Sekunden war ich das. Okay. Ja. Die Jibiru lügt, die hätte ich gesehen. Shut up. Oha! Was ist das immer? Mir geht's gut, Julia, danke. Ich habe gar nichts gemacht. Hi, Leon. Ich habe die Samples abgeholt. Jibiru habe ich nicht gesehen, das habe ich gemacht. Mhm. Franzis Seher. Seher? Ja. Nee, ich bin Seher. Nee. Ich auch. Ich weiß nur, wann der Kill gefallen ist. Jibiri und Vless wurden jetzt geswitcht. What the fuck? Ihr habt so viel Vless. Ich hab einfach geskippt. Ja, die sind sauer gerade. Ich weiß nicht warum. Hast du noch genügend Spaß an Among Us? Ich als Zuschauer auf jeden Fall. Ja, also Among Us ist mein Lieblingsgame mit anderen Spielern zusammen, also mit anderen Streamern. Und ich hab's letzte Woche ja nicht gespielt. Achso, außer wenn ich mit Leon spiele, dann ist natürlich jedes andere Game. Ja, ich wollte. Leon, ich hab dich gefragt, ob wir diese Woche Valorant spielen. Du hast mich gekorbt. Ja, ich hätte voll Bock gehabt. Willst du nicht mal bei Dalos Truppe mitspielen? Würde ich machen. Wenn Dalo mich mal einlädt, würde ich es mal machen. Matteo, Geldverschwendung und auf Bonja Millionen sparen. Ich würde keins von beiden machen. Ich würde die Kohle behalten und zocken die ganze Zeit. Aber es ist nur meine persönliche Präferenz. Ich würde versuchen, der Reichste zu werden im Bonja-Chat. Leider bin ich 90% der Zeit bei uns gebannt und kann keine Pipo-Coins farmen. So, machen wir das hier mal schnell. So, drei Tasks haben wir noch. Aber die anderen Tasks sind noch nicht so weit. Oh shit. Oh. Streit mit Unge? Ja, mit Dalu und mit Unge habe ich extrem Streit gerade. Warum bist du gebannt? Weiß ich nicht. Bei Caruso war Swapper, glaube ich. Mods sind gemein. Ja, cool. Also, ich hab mich noch mal gemutet. Proximity nicht geplant. Caruso. Als Buggy war. Ja, Caruso habe ich gefunden bei Admin Baum links, der Ausgang. Also der lag da drin. Ja, streit mit Dalos wegen Online-Banking. Oh, Double Kill. Oh ja. Franz ist gerade rechts. Franz und Jeff sind Lover-Couple gewesen, sind gerade gestorben. Oh, okay. Vor einer Sekunde. Ich habe keine Ahnung, wann ich. Hey, Franz und Caruso oder Franz und Jeff? Nein, das sind Sportwetten für mich. War Jeff nicht am Anfang tot, Leute? Caruso ist aber auch gerade eben gestorben. Das waren. Kurz vom Report sind drei Leute gestorben, weil niemand Report. Wer ist gerade der mit den meisten Pipo-Coins? Weiß ich nicht. Wie viele Pipo-Coins habt ihr, Chat? Eine Lifeline mit Franz und Jeff. Es gibt bestimmt Leute mit weit über einer Million, oder? Da waren alle am Leben. Caruso auch. Ich laufe rechts raus, weil Jeff ich glaube, ich habe so 40.000 oder so. Ich habe alle mal verzockt bei Leon. Alle drei sind tot. Oh, Leute. Mal einmal All-In gegangen bei Leon bei irgendwas? Also ich war auf jeden Fall und bin in die Dusche rein. Ich weiß nicht, wo ihr wart. Dusche? Was denn? Obere Dusche, ja. Ich bin gerade von Lab runter. Also ich war gerade in der Dusche, als reportet wurde. 1,9 Millionen, das ist das Höchste, was ich bisher gesehen habe, glaube ich, oder? Oder 5,3 Millionen? Nee. Ich weiß nicht, vielleicht war ja jemand Admin, also ich war auf jeden Fall Lab. 1,2 Millionen, 1 Million. Also auf jeden Fall habe ich, also ich, Caruso ist eben durch mich durchgelaufen, actually. Also kurz davor, das heißt,
Ich weiß selber, dass der AEG gibt welche mit 15 M. 15 Millionen so? Gibt's? Ach du Scheiße. Vor 3-4 Sekunden habe ich den gedingst. Gecrossed. 411.000 oder 411? Dann war der tot. Aber wer glaubt ihr denn ist gerade sus oder wer ist gerade drin? Weil ich habe überhaupt keinen. Kommt gerade unten aus Bessern raus. Schwierig. Könnte Franz getötet haben im letzten Moment. Ja, das kann sein. Franz muss als Lover-Couple von Jeff oder Caruso umgefallen sein. Das Problem ist, ich weiß auch gar nicht, wer hier im Post ist gerade. Voten wir? Keine Ahnung, weiß ich nicht. Ja, ich will es nicht mehr callen jetzt am Ende. Ich skippe einmal, aber ich habe mal. Nein, Dona, nein. Kann man seine Watchtime also sehen? Ich glaube nicht bei uns. Nee. Ist halt klar, dass drei Imposter dann auf mich voten, weil die Crewmates sich nicht einig sind. Ich hätte Dona gecallt am Ende. Aber Dona skippt halt auch bei 6 Leuten. Ja, ich hab's dann halt, aber ich war ja auch in der. Ich kann es gar nicht gewesen sein, aber okay. So, dann gehen wir mal hoch. Oh, morgen habe ich immer ein Dark Souls Race gegen Maurice. Und der hat gut vorgelegt. Ich bin. Aber ich glaube, du kannst es ganz gut machen. Ich höre dich nicht, was noch? Achso, nicht? Oder mach dich mal laut. Ich bin an. Nee. Aber bei mir schon. Chat, warum ist Leon nicht? Ich höre dich nicht. Hallo? Hallo? Alle Tasks geschafft? Nee, man hört dich immer noch nicht. Oder bist du auf meinen Dings ausgemacht? Vermutlich. Also ich troll auch nicht. Chat hört mich. Hä? Warum bist du auf meinen Horn? What the fuck, hab ich mich erschreckt? Bei Swiftflash. GG, gut gespielt. Das Sheriff-Runden, ne? Ja, wie oft waren Dona heute Imposter? 8-mal oder was? Weißt du, dass du mich gewarlockt hast, als ich gerade reporten wollte? Weil ich hab Caruso töten. Warum hab ich gesagt, du warst ja am Anfang schon tot. Ich bin ja voll. Ja, ich hab das aber sogar gesagt, Jeff. Aber warte mal. Warte mal, ich war. Nee, warte mal. Ich stand mit Franz an der Lifeline. War das Timid? Timid. Ich stand mit Franz an der Lifeline und ich war Detective und ich dachte, lila Fußspuren rauslaufen. Sie dachte, das war Jeff, aber das war Timid und nicht Jeff. Ja, ich habe auch gesagt, das stimmt nicht, aber ich dachte so, okay, vielleicht habe ich mich ja vertan, ne? Hast du Donan, du hast getötet und bist dann hochgewendet, oder? Ich habe gewarlockt, während ich ein Lab war. Jiburi kam gerade um die Ecke links rein, hat Caruso weggesnackt. Ich wollte reporten und werde gewarlockt, weil Jiburi Warlock-Curse drauf hatte. Nein, ich habe keine Lava. Nein. Du hast Tim Horus? Aber dann war ja Tim Horus in der Nähe. Aber den habe ich nicht gesehen. Nee, ich habe Tim Horus gecursed und mit Tim Horus habe ich einen Kill gemacht. Nee. Ich habe gar nee. Du hast Jiburi gecursed. Ja, das war mal. Wir hätten auf jeden Fall Jiburi im Wort müssen. Ich habe nachher gesagt, die sind ja beide so knapp vorher gestorben, aber das war mal wird. GG. Ich habe das Meeting ein bisschen verpasst. GG. Aber jetzt habe ich eine Frage. Wenn Dona Warlock war, wie habe ich denn dann meine Rolle verloren? Ich hab wahrscheinlich. Ah, aber ey, was war's denn mit Tim Horus? Wie geht das denn? Das ist so krass. Ja, ich wollte dich jetzt jedes Mal so. Kann man das nicht einstellen, dass man irgendwie nicht als wären vor ihrem Gesicht so Zahlen entlang geflogen sind. Ja, ich vergesse mal den Shifter, weil ich den noch nie gespielt habe. Es tut mir leid, an alle, die ich getötet habe. Ich wollte es nicht. Verzeih dir. Dona, wie oft warst du heute im Poster? Ich habe 6-mal. Dona hat sich aber erschrocken. Dona, jetzt klär mal bitte wirklich auf. Was hast du dir gekocht? Hähnchen mit Paprika, Tomaten und Feta-Käse. Warum? Hold on a second. Du spielst 3 Stunden lang Among Us und dann kochst du nebenbei Hühnchen mit Paprika und Reis und bist dabei 6-mal im Das ist ein guter Titel fürs YouTube-Video, du, ne? Und vergiss nicht, ich habe die Runde, wo wir waren, habe ich alles gecarried, weil du nach 2 Runden rausgeflogen bist. Und was hast du gedacht? Dann spielst du noch die geilste Crewmate-Runde aller Zeiten, in der du bei 6 baitest, dass ich. Hast du mich gut hops genommen. Hast du nicht mehr aus der Trickster-Box gekommen? Nein, ich dachte, weil du so gelaufen bist, dass du da eine hingelegt hättest. Ah, schon also später irgendwann. Aber ich kann aus. Ich bin raus. Viel Spaß. Yo, danke fürs Mitmachen. Mach's gut, ich bin auch raus. Ciao. Alles Gute zum Geburtstag. Ciao. Wisst ihr, ob Frankreich oder Deutschland? Ich im Twitch kann ich es leider nicht finden, wer das Fußballspiel gewonnen hat. Haben die heute gespielt? Ich glaube, die haben nicht gespielt. Danke für die Runden, hat Spaß gemacht. Yo, danke euch. Ciao. Hat Spaß gemacht. Tschüss. So, okay, ich bin raus. Ich habe heute nicht Geburtstag, Chat. Ich übergebe an Leon und wünsche euch ganz viel Spaß. Danke, dass ihr da wart. Ciao. Ja, Mafia. Meine Familie, die kommen aus Italien. In Italien haben die alle umgebracht. Und jetzt bin ich hier und diese Straße gehört mir. Guck mir in die Augen. Du bist der Mörder und ich weiß es. Und du weißt, dass ich es auch weiß.